Hey Leute, was läuft? Bevor dieses ganz lange Video startet, wollte ich einfach nur mal Danke sagen. Vielen Dank für dieses krasse Jahr, für dieses 2022. Es war so heftig und wenn ich mir jetzt diese 10 Videos anschaue, die heute in der Top 10 gelandet sind, also einfach nur krass. Ich wollte nur Danke sagen und viel, viel Spaß mit diesem etwas längeren Video. Let's go! Und, was ist es? Was? Ich gucke als erstes. Es ist irgendetwas geschlüpft, ich sehe es aber nicht. Warte, ich gucke. Was? Oh mein Gott! Ey, yo! Was läuft? Leute, heute mal wieder. Katzfrau. Hi. Findest du das witzig? Ja. Du bist schon so, nach den ersten zwei Videos ist schon so ein bisschen jetzt... Nein, gar nicht, nein. Kannst du bitte aufhören, mit dem Stuhl die ganze Zeit hin und her zu schaukeln? Ist aber cool. Ja, aber nein, ich möchte das aber nicht. Das nervt aber zwischendurch. Aber mich nicht. Denn ich möchte dir heute ein ganz besonderes Spiel zeigen. Oh, wieder Roblox? Natürlich Roblox. Wir bleiben erstmal immer bei Roblox. So, okay. Und was steht da? Adopt me. Ja. Und was macht man da? Weiß ich nicht. Adoptieren. Okay. Zum Beispiel Familien oder auch Tiere. Ich möchte dir eigentlich so... Das ist eigentlich mein... Aber ist das auch Roblox? Ja, Baby, es ist auch Roblox. Hör auf, diese komische Frage zu stellen. Also das ist quasi wie so, wir waren im Wasserpark beim letzten Mal. Ja. Und dann sollte ich aus dem McDonald's entkommen und jetzt soll ich adoptieren. Ja, so in der Art, genau. Okay. Ja, gut erkannt. Sehr gut erkannt. Okay, wir werden heute auch, hier gibt es auch Haustiere und diese Haustiere kommen aus Überraschungseiern. Oh, ich liebe Eier. Ja, und das ist hier relativ ähnlich. So, bevor wir jetzt starten und du sozusagen auf die Welt reagierst, also du kannst gleich wieder selber ein bisschen spielen, möchtest du Baby oder Elternteil sein? Baby. Baby? Ja. Okay, gut. Wir können dich sozusagen auch, also du kannst dir... Das mache ich jetzt mal gleich, kannst du die Welt entdecken zum Beispiel. Und ich habe 5 Royal Eggs geholt, ne? Das ist so extrem ist selten das? Kann das sein. Ich erkläre es dir gleich. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal ein Outfit für dich, okay? Ist das ein Baby? Ja. Wieso denn nicht? Ich dachte, wirklich ein Baby, das ist doch so ja, aber ein Teenager. Ja, das ist mein Outfit, das ist mein Roblox-Outfit. Okay. Okay, Hermines Best Friend. Wo steht das? Das steht jetzt, das können wir gleich machen. Okay, du musst jetzt erstmal sagen, wir machen ja eins für dich. Was für einen Blick möchtest du haben? Ich finde eigentlich, dieser Blick passt sehr gut zu dir. Nein. Das, welchen möchtest du? Da such, oben. Such du selber aus. Der passt zu okay, mir. Okay, gut. Ich guck auch mal so, guck. Da, guck da hin. Ach so. Okay, was für ein Oberteil möchtest du haben, so auf den ersten Blick? Ist egal, sowas Pinkes oder Rosa. Sowas hier? Wow, der ist ja richtig muskulös. Nicht so wie du. Wir können das Video auch gerne beenden, ne? Nein. Bauchfrei? War das eben bauchfrei? Ja, das war bauchfrei. Weißt du was, du kriegst jetzt ein... Das ist so ein bisschen langweilig, das bekommst du jetzt, weil du auch langweilig bist. Danke. So, dann bekommst du eine Hose von mir. Möchtest du sowas hier? Nee, was anderes. Das ist so richtig ein Mädchen. Ah, ich bin noch ein Baby. Ja, ist doch egal. Du kannst doch cool sein. Das scheint cool zu sein. Ja, okay. So, dann welche Frisur möchtest du denn haben? Möchtest du so bunte Haare haben? Ja. Sowas zum Beispiel? Lila wie Danja. Wie Danja? Ja. Willst du sowas hier mit Zopf? So? Die Tasche und so kommt gleich weg. Okay, willst du bei der Frisur bleiben? Ja. Ja? Ja. Okay, dann gucken wir, ob es noch irgendwas gibt. Was vielleicht wolltest du eine noch? Käppi? Eine Käppi? Ja, aber das sieht nicht immer so gut aus. Vielleicht so ah, da ist aber ein Tierchen. Wo? Da, was ist das? Ja, aber du bekommst gleich deine Tierchen. Aber was ist das? Das ist einfach, glaube ich, hier auf dem Kopf. Oh, nee. Okay, lassen wir es dabei, glaube ich. Du kriegst noch eine Tasche von mir, wenn du möchtest. Nein, oder willst du eine Kamera? Haben die keine pinke? Da oben, ja. Willst du die? Ja. Ja, okay, dann kriegst du noch die. Okay, bist du zufrieden? Ja. Okay. Ist und das jetzt Baby Hermine? Ja. Gut, so jetzt kannst du eigentlich, ich gehe aus diesem Haus raus und jetzt kannst du selber mal die Welt ein bisschen erforschen. Womit gehe ich nochmal? Joystick W, D. W, A, S, D. Wir sind alle dumm. W, A. Ah, Fantastics Haus. Ja, ist aber du kannst mit der Maus, kannst du so ein bisschen, genau, die ist ein bisschen sensibel, also ein bisschen vorsichtig. Okay, jetzt bist du hier in der Nachbarschaft. Okay. Das sind zum Beispiel... Kennst du deine Nachbarn? Nein, die kenne ich nicht. Das ist hier auf dem Server, okay. Ne?
Hast du denn immer dieselben Nachbarn? Oder nein, nein, das ändert sich immer wieder. Ist ja online. Ne? Das bitte ist zum Beispiel jetzt das Haus von Pia. Okay. Sie möchte bitte Pets, die ihr nicht... Okay, mach weiter, mach weiter. Bleib jetzt nicht immer zu lange, sondern du sollst immer so ein bisschen... Ja. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Häuser hier. Was sagst du dazu? Ja, das ist ein bisschen klein. Ja, das ist so, das haben wir auch. Aber zum Beispiel hier diese Villa. Wow. Willst du da mal, geh mal vielleicht rein, vielleicht kommst du da auch rein. Manchmal sind die Türen auch auf. Manchmal sind die Türen auch auf. Ja, da können wir zum Beispiel rein. So, was sagst du jetzt zu diesem Haus? Wow, die Treppen. Hey. Aber kann man sich so ein Haus kaufen oder machen die das selber? Nein, das kannst du. Du kannst dir das kaufen. Drin kannst du das natürlich so ausstatten, wie du möchtest. Ne? Das ist ein bisschen leer. Da gibt es einen Katalog und sowas. Vielleicht hat sie kein Geld mehr. Kann sein, so wie du. Ja. Aber, wobei, du bist ja eigentlich ein bisschen geizig. Nein. Nein. Okay, du kannst gerne wieder raus. Also du musst ja jetzt nicht jedes Zimmer... Du musst ja jetzt nicht jedes Zimmer... Guck mal, es gibt sogar einen Whirlpool. Wow, ich muss schlafen. Nein, Baby Hermine, du schläfst jetzt nicht. Wir gehen jetzt raus. Okay, dann geh mal raus. Du kannst dir gerne gleich noch ein Haus anschauen. Okay. Kann ich sterben? Nein. Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist hier der Pool. Ah, du wurdest rausgeschmissen. Sie hat jetzt die Tür abgeschlossen. Okay, ist nicht so. So, jetzt guck doch mal in der Nachbarschaft, was es noch so für Häuser gibt. Also ah, da das, wow. Bist du ein Kutschen. Du siehst aber nicht so begeistert aus von Adopt Me. Da, ich bin gerade... Das ist mein Lieblingsspiel eigentlich. Ehrlich? Ja. Spielst du das gern? Aber dieses Adopt Me? Ja. Okay. Nicht Roblox. Roblox ist das Ganze. Was ist das? Sitzen. Das ist ein Fahrrad. Genau, kann ich auch damit fahren? Ja, geh doch mal drauf. Sitzen. Oh. Und jetzt? Ja, oh Baby, ehrlich, spring, komm. Du sollst, ich möchte, dass du, guck, jetzt wurdest du, oh. Hat sie mich auch rausgeschmissen, was mach, ah, ich. Du fährst, ja. Mit ihr zusammen? Ja, so, mach weiter. Kann ich auch Freunde finden? Ja, natürlich. Kann ich auch mit denen chatten? Kannst du auch, ja. Zum Beispiel, genau, geh doch mal in das Haus. Scheint sehr interessant zu sein. Scheint aber klein zu sein. Ja, guck jetzt mal drin. Ist nicht mehr so klein, ne? Boah. Ist dein Haus auch so? Nein, meins ist klein. Weil du kein Geld hast? Ja, ich hab. Weil ich kein Geld ausgeben darf. Diese Ü-Eier kosten aber. Diese Royal Eggs und so kosten auch Geld, ne? Also ich habe für diese 5 Royal Eggs jetzt knapp 30, 40 Euro ausgegeben. Guck, wie sie guckt. Du gibst. Ja, das läuft halt so. Jetzt mach mal bitte weiter! Mia, guck, Mia! So. Ah, sie hat mich! Sie Leertaste, hat mich. Leertaste! Oh, ey. Okay, komm. Wollte sie mich entführen? Nein, das ist ja ein Adopt Me. Vielleicht wollte sie dich adoptieren. Ah, schon wieder. Sie hat mich. Okay, sie geh hat raus. Da Betten, ne? Ja, komm, geh raus. Ja, guck, sie will dich, glaube ich. Sie will... Nein, nein, ich möchte nicht. Nein, nein. Ich möchte raus. Ja, hallo mit der Maus bitte. Wir machen hier Moonwalk. Bibi, mach! Oh, ey, du bist aber Stress wie, pur! Sie kommt aber. Ja, ah, ich bin weg! Ja, ich bin weg! Nein, sie ist jetzt weg. Okay, wir gehen jetzt zur Insel, wo ein bisschen was los ist. Also, ich sag dir jetzt den Weg. Siehst du da, wo verlassen steht? Ja. Da gehst du jetzt mal hin. Warte, warte, noch nicht, noch nicht. Geh weiter geradeaus, geh geradeaus. Ich sag dir gleich links. Wir machen das wie im Auto, okay? Meine Seite gleich. Weil rechts und links kann sie nicht so gut. Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche. Okay, du gehst jetzt da in dieses Licht. Mhm. Und gleich packen wir 5 Royal Eggs aus mit dir. Okay. Und da gibt es seltene Pets, ultra selten und legendäre sogar. Aber sind das nur Tiere, die wir dann aus? Es sind auch so Fabelwesen. Es kann zum Beispiel auch ein Einhorn oder so sein. Ist aber super selten. Okay. Zum Beispiel hier haben wir jetzt einen Spielplatz. Mhm. Kommt ihr hier auch mal mit Danja hin? Ja, ab und zu. Zum Beispiel da ist ein Trampolin. Geh mal aufs Trampolin. So. Und da springst du jetzt auch. Wow. Im echten Leben kann ich das nicht. Nein, da würde das Trampolin kaputt gehen. Ja. Wie komme ich hier runter? Ja, du kannst einfach weiter. WASD, wir sind alle dumm. Also WA. Mach weiter, du kannst einfach weit auch. Ja, aber ich möchte nicht springen. Ne, du kannst zum Beispiel in diesen Laden jetzt hier rein. Ist das ein Laden? Woher erkenne ich, dass das ein Laden ist? Ja, das ist auf der Insel, sind das eigentlich nur so Läden. Läden? Achso, da kannst du quasi kein Haus bauen. Nein, du kannst das, aber das ist so Premium. Okay. Zum Beispiel hier kannst du jetzt einzelne Sachen kaufen. Hast du Geld? Ja, aber ich möchte... Hab ich Geld? Ja, du hast, siehst du oben, 426 Dollar hast du. Und wie verdient man Geld? Entweder durch, wenn du dich einloggst, ne, also wenn du das jeden Tag spielst, oder wenn du zum Beispiel oben diese Aufgaben machst. Okay. Okay, das ist zum Beispiel Edda. Hallo Edda. Also das ist ein Computerspieler sozusagen. Die sind hier einprogrammiert. Okay? Sie? Ja, sie. Ist das auch...
Okay, komm, geh raus, geh raus. Wir erkunden ein bisschen weiter die Insel, die Adoptionsinsel. Also du kannst hier verschiedene Aktivitäten machen. Du kannst zum Beispiel auch schwimmen. Kann ich zum Beispiel eine Aufgabe machen, damit ich Geld verdiene und mir Beispiel, von dem Geld kaufe? Zum Beispiel, du musst schlafen. Ne? Wie lange schlafe ich denn? Das dauert 10 Sekunden oder so. Okay, wie drücke ich da drauf? Nein, geh mal weiter, ich sag dir jetzt, wo du hingehst. Okay. Du schwimmst jetzt einmal hier durch. Ich kann doch nicht schwimmen, ich bin Baby Hermine. Ja, aber Baby Hermine kann das, weil Baby Hermine ist cool. So, jetzt schwimmen, siehst du? Baby Hermine kann schwimmen. Oh. Kannst du auch, wenn dieses Ganze. Oh. Als hättest wow. Okay. Wow. Siehst du das rote Gebäude direkt vor dir? Geh da mal rein. Warte. Okay. Oh, ey. Du spielst noch schlimmer mit Tastatur als Danja. Und das geht eigentlich gar nicht. Aber du wolltest mir einen Joystick besorgen. Ja, aber nicht für dieses Spiel. Ich dachte, das wäre dein Lieblingsspiel. Ja, aber. Schatz! Was? Es reicht. So, okay, jetzt gehst du hier rechts einmal hin. Rechts. Zu dir. Achso. Guck, das meine ich. Zu dir. Genau, jetzt geh weiter. Normalerweise sind das Betten links für Pets, aber da kannst du dich auch hinlegen. Zum Beispiel, du drückst jetzt E. Hier E? Auf ja. Der Tastatur. Ja, wo sonst? Okay. So siehst du jetzt, bist du am Schlafen. Schläfrig. Du brauchst nicht so tun, du schnarchst wirklich. Beweis es. Okay. Ja, hier. Zum Beispiel, siehst du, da ist eine Biene zum Beispiel. Wie viel Geld habe ich bekommen? Du hast jetzt $7 bekommen dafür. Boah, ich bin rein. Kann ich mir was für $7 kaufen? Eigentlich nicht wirklich. Du kannst dir zwischendurch was zu essen kaufen. Das ist zum Beispiel die Schule, wo du gerade bist. Mhm. Du kannst mit Leertaste immer aufstehen, Baby. Leertaste. Okay. Frustfaktor ist schon ein bisschen höher mittlerweile. Pet Trainer Shane. Was ist das? Ein Pet Trainer. Okay. Aber ich habe kein Pet. Ja, wir besorgen dir gleich welche. Wann? Okay. Gleich aus den Ü-Eiern. Auch eine Katze? Vielleicht. Vielleicht kommt da eine Katze raus. Guck mal, da ist auch ein Drache. Oh, wie bei. Der ist krass. Den hab ich noch nie gesehen. Der ist so wie bei Pokémon, ne? Ja, stimmt. Ja. So ein bisschen Garados-mäßig. Ja. Ja. Okay, dann mach mal weiter. Okay, ich geh raus. Ja, kannst du. Und dann? Mach, was du willst. Ich möchte duschen, weil da oben ist Dusche. Ja, aber da musst du nach Hause. Achso, nee, das möchte ich. Und essen, wo kann ich essen? Du kannst zum Beispiel, warte. Du kannst, geh mal auf den Rucksack bitte. Mit der Maus? Ja, genau. Und dann siehst du hier zum Beispiel Essen und dann kannst du gucken, ob du Essen hast. Essen. Zum Beispiel, ja. Ein Burger. Ja, dann schnapp dir den Burger. Das ist aber ein Hotdog. Ja, schnapp ihn dir. Ich möchte aber einen Burger. Ja, aber Burger gibt's jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust, zu Justin zu gehen. Der Wassermelone, gesund, was das? Was das? Schatz, Sandwich, guck mal, ein Sandwich. Dann nimm dir Himbeerkuchen. Ja, dann schnapp dir den Himbeerkuchen. So, und dann auf Equip. Genau. Bezahle ich dafür? Nein, du hast ja schon welche. So. Und jetzt, genau, kannst du, nein, du musst hier auf X wieder. Ich krieg hier, ehrlich, X? Langsam, ich habe schon Rückenschmerzen. Okay, ne? Dann so, nein, du kannst einfach essen. Wie denn? Achso, Hunger. Tasse. Genau, du drückst einfach. Gedrückt halten? Nein, einfach zwischendurch drücken. Oh, Hunger. Aber kann ich sie nicht sehen? Doch, du kannst die Kamera drehen. Ja, du kannst jetzt hier oder so. Sie soll wieder essen. Ja. Du magst das Essen, ne? Ja. Ja, okay, dann nochmal. Auf den Rucksack und dann jetzt kannst du... Oder du musst jetzt noch was trinken. Schnapp dir doch einen Kakao. Ah, du liebst doch Kakao. Ja, aber das ist Kakao. Aber warum hast du das zweimal? Weil ich zweimal gekauft habe. Kann ja sein, einmal mit Zucker, ohne Zucker, zart, bitter, Vollmilch, Kakao. Ah, sie hat es jetzt in der Hand. Und dann auf X. Und dann drücke ich so drauf. Nicht so trinken. Tänze? Gefühl. Tänze. Tanzi? Tanz 1. Boah! Ist jetzt glücklich, dass sie den Kakao trinkt? Kostet das Geld? Warum fragst du ständig, ob das Geld kostet? Weil ich geizig bin. Okay, möchtest du jetzt deine Royal Eggs mal auspacken? Okay, so jetzt kommen wir zum Spannenden. Es gibt ja hier auch die Tiere, die Pets. Ne? Aha. So, es gibt jetzt hier zum Beispiel verschiedene Pets. Okay. Zum Beispiel ein Panda oder... So zum Beispiel ein Löwe, aber das ist jetzt ein Fabelwesen, siehst du ja gerade. Aber wir haben ja die Royal Eggs. Ich habe ja jetzt diese Royal Eggs und die möchte ich jetzt mit dir auspacken. Da gibt es auch super... Wir können das überall machen, aber wir machen das hier in der Nursery, weil hier kann man diese Eier immer kaufen. Nursery? Okay, du siehst zum Beispiel, ein Ei kostet $1,450.
Boah, so viel Geld hast du dafür ausgegeben? Ja. So, und ich möchte natürlich, weil das ist so ein bisschen, weißt du, ich glaube daran, wenn du sie auspackst. Was denn jetzt? Die Royal Eggs auspackst, dann, ich glaube, da kommt was, kommen gute Sachen bei raus, okay? Deswegen drückst du immer jetzt da drauf. Wir haben jetzt 5 königliche Eier. Das sind diese Royal Eggs. Das sind wirklich, da ist die Chance am höchsten, was Seltenes zu bekommen. Okay. Okay? Ah, da kommt jemand. Ist nicht schlimm. Nein, nein. Guck, sie hat zum Beispiel eine Biene. Sie möchte handeln. Was ist das denn? Nein, wir wollen nicht handeln. Okay, wir packen jetzt. Du musst immer auf, nein, du musst immer hier auf Hatch Now. Also sozusagen, dass es direkt schlüpft. Okay? Was ist Füttern? Eins? Ja, nein, aber das machen wir nicht. Ist es denn? Nein, wir machen. Schatz, hör doch mal einmal auf mich, bitte. Okay, du drückst jetzt auf das Ei. Warum kommen so viele Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die wollen alle mit dir tauschen. Möchte ich auch nicht. Okay, du musst jetzt das Ei schlüpfen lassen. Hatch Now. Ja. So, darf ich. Mach Augen zu. Ja, okay, ich mach Augen zu. Ja, danach Augen kommt zu. Aber noch was. Danach kommt noch was. Okay. Mach das. Okay. So, und jetzt musst du das mit kaufen. Das hier? Ja, genau. So, jetzt mach ich meine Augen zu. Mach Augen zu. Jetzt schlüpft das. Okay. Soll ich auf OK drücken? Guck nicht. Ja, drück auf OK. Und, ist es geschlüpft? Ich glaube, es ist eine Biene. Schatz, nein, es ist eine Schneekatze. Ach so. Du musst auch richtig gucken. Lass uns das zu Hause machen. Ja, wir machen das jetzt hier. Also, unter unseren 4 Wänden. Du hast eine Schneekatze. Boah, das ist wie Samira. Ja, das ist wie Samira. Voll süß, Snow ne? Cat, ja. Okay, nein, danke. Nein, danke. Du hast da was Falsches gesagt. Okay, so. Wir haben noch 4 weitere Eier. Die würde ich jetzt gerne noch auspacken. Okay, mit dir, eins bei uns im Haus? Nein, wir machen das. Ist das unser Haus? Ja, das ist unser Haus. Ziemlich klein. Ich weiß. Okay, du musst jetzt wieder auf den Rucksack. Snow Cat muss duschen. Drücken wir auf E und dann auf Snow Cat. Nein, also Snow Cat. Achso, du ist ja nicht Englisch, du mit E. Mach es! Ah, tschüpp. Aber ich stinke auch. Ja, du kannst ja jetzt auch gleich. Nein, du bist krank. Obwohl, nee, du musst auch. Ich bin krank. Ist nicht schlimm. Schatz, wir machen jetzt weiter. Es geht jetzt um die Royal Eggs, okay? Okay. Gut. Und dann, genau. Hatch Now? Ja. Und jetzt wieder kaufen. 3, 2, 1. Ein Hund. Ein Hund. Ein Chocolate Labrador. Süß, ne? Ja. Warte, schauen wir uns mal an. Der sieht schon süß aus. Du kannst auch ein bisschen reinzoomen, Schatz. Der sieht schon süß aus, oder? Ja, und wo ist mir jetzt mein Snowcat? Hast du auch noch. Guck mal, hier, du kannst in deinem Rucksack sozusagen sind all deine Tiere, die du schon hast. Die kannst du immer zwischendurch rausholen. Kann ich nicht mit beiden? Nein, es geht immer nur eins, weil du musst sie auch erziehen. Die müssen auch immer älter werden. Und wenn sie dann älter werden, dann können sie zum Beispiel auch Neonpets und sowas werden. Dann leuchten die. Im Dunkeln. Ja, auch. Auch. Aber die Snowcat ist krank. Okay, so. Willst du nie auch eins öffnen? Ja, ich mache jetzt eins auf. Weil du hast du alle für mich gekauft? Eigentlich schon, ja. Aber eins kannst du ja öffnen. Ja. Weil ich hatte jetzt bisher eine Katze, Hund und jetzt eine Maus. Okay. Wir machen das. Soll ich meine Augen zumachen? Mach mal deine Augen zu, okay? Das ist Royal Egg Nummer 3, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, hast du für jedes einzelne 1400 Dollar bezahlt? Ja, habe ich. Oh, und wenn ich jetzt sehe, was da rauskommt, na guck mal. Ja, du darfst gucken. Es hat kein Glück gebracht. Das ist ein Biber. Der ist voll häufig. Mach mal. Ja, Schatz, du musst das machen. Okay. Wir haben jetzt noch 2 Royal Eggs. Ich möchte, dass du das machst. Aber können wir nicht woanders eins? Ja, okay, machen? Wo möchtest du? Ich weiß nicht. Gibt es einen besonderen Ort, wo du zum Beispiel gerne bist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube. Wo ist Danias Haus? Sieht man das? Nein, die ist ja gerade nicht da. So, die muss ja online sein, sozusagen. Ah, okay. Okay. So, es gibt einen Ort tatsächlich, den ich ganz cool finde. Und zwar ist das hier bei den Marienkäfern. Wir stinken zwar, aber ist egal. Nein, wir sind krank. Das ist hier in diesem. So. Das sieht richtig schön hier aus, ne? Ja. So, hier wäre ich dafür, dass du das hier die letzten okay, 2 hier auspackst. Ist auch, okay, hier ist auch keiner. Ja, okay, mach. Okay, unhatched hier. Hatch now. Mhm. Ich kaufe. 3, 2. Drück auf OK 1. Danach, ach so. Aber, ne? Hab ich. Und, was ist es? Was? Ein Drache! Oh mein Gott, ein Drache! Ist das selten? Ja, der ist super selten! Wow. Oh mein... Ja! Wir haben einen Drachen! Ich habe einen Drachen. Aber ich bin Baby Hermine. Ja, ey, das passt, ey! Oh mein Gott!
Wolltest du schon immer einen? Nein, aber Drache ist so mein Lieblingstier hier. Aber der hat Hunger. Ja, ist nicht schlimm. Also, es hat auf jeden Fall was gemacht, aber ich werde trotzdem noch dafür, dass wir das letzte Ei hier noch öffnen. Also ab sofort werde ich Royal Eggs nur noch mit meiner Frau öffnen. Okay, du gehst wieder auf Haustiere. Haustiere. Okay, eins ist noch da. Okay. Genau. Da klicke ich drauf und dann auf X. Mhm. So, Augen zu. Ich guck dich an. Hedge now. Auf OK. Soll ich dich auch angucken? Warte. Kaufen. Ja, guck mich auch erstmal an. Ich gucke als erstes. Es ist irgendetwas geschlüpft, ich sehe es aber nicht. Warte, ich gucke. Was? Oh mein Gott! Ey! Schatz, das sind einfach die zwei seltensten Tiere, die es hier gibt. Ey, ich bin gerade. Was? Veräppelst du mich gerade? Schatz, nein. Das ist wirklich Drache und Einhorn. Ich zeig dir das mal auf der Tafel, okay? Zeig mal. Ey, oh mein Gott, ich krieg. Ey, Danja wird ausflippen. Danja wird ausflippen. Oh mein Gott! Wir haben ein Dragon. Und ein Einhorn. Ein Einhorn ist newborn. Warte, guck, du siehst jetzt hier die Tafel. Okay. Und relativ weit unten, das sind die alle Legendary Pets. Du siehst Drache. Achso, das sind jetzt die Sachen, die wir haben? Nein, nein, die mit Fragezeichen, die haben wir ja noch nicht. Ne, die jetzt sozusagen schon da sind. Aber das sind deine Pets quasi. Ja, ja, genau. So, du siehst Drache und Einhorn. Oh mein Gott. Ja. Ey, es hat sowas von gebracht, dir Adopt Me zu zeigen. Also, findest du das Spiel dann, also findest du das schön so? Oder was sagst du dazu? Ehrlicherweise habe ich den Sinn dahinter nicht verstanden. Ja, es ist ja so ein bisschen Roleplay, interaktiv. Okay. Na, also, dass man das miteinander spielt und sowas. Ja, ich glaube, weil es für mich das erste Mal ist, ich habe ja beim letzten Video schon gesagt, dass ich Candy Crush zocke. Das verstehen die meisten wahrscheinlich auch nicht. Guck mal, jetzt wollen alle mit dir tauschen, weil sie das Einhorn sehen. Ach so, möchten sie tauschen? Ja, guck mal, jetzt kann ich zum Beispiel auch den Drachen rausholen, wenn sie das sehen werden. Mama. Guck, siehst du? Und wenn ich aus Versehen zum Beispiel auf... Ja, nein, du musst das danach noch öfters akzeptieren. Ach so, okay. So schnell geht das nicht. Weil es kann ja sein, dass ich das zum Beispiel spiele, wenn du nicht da bist. Und dann drücke ich aus Versehen irgendetwas und dann sind die Tiere weg. Ja, du wirst sowieso nicht spielen. Aber behältst du die Tiere jetzt? Ja, ja, natürlich. Die sind jetzt bei mir. Kannst du die auch verkaufen? Ja, man tauscht sie halt. Gibt's Geld? Und guck mal. Okay, das war das erste Mal, dass du Adopt Me gezockt hast. Aber macht's dir denn so Spaß? So, findest, also, ja, oder findest du schön? Also, ich find's... Also das Adopt Me finde ich viel besser als... aus dem McDonald's entkommen oder im Wasserpark, wo kein Mensch ist. Hier sind wenigstens noch Leute, die wollen mit dir kommunizieren. Okay. Oder du kannst zum Beispiel Aufgaben machen, wie so ein Tamagotchi ist das eigentlich. Ja, okay. Ja, ja, genau, richtig. Das ist, das ist ein gleiches Prinzip. Ja. Ja. Ja, schön. Leute, ihr habt gesehen, wir haben Royal Eggs ausgepackt und meine Frau hat direkt einen Drachen und ein Einhorn von 5 Royal Eggs. Ey, das ist super selten. Ja, gut. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren und... Daumen nach oben. Glocke aktivieren. Achso. Aber heute hast du es mal verdient. Du hast die Glocke aktiviert. Cool, du hast wieder Geld verdient. $20? Ja. Fürs nichts machen. Für gar nichts machen. Ja. Cool. Ciao. Tschüss. Läuft! Heute das erste Roblox-Video mit meiner Frau und bevor das Video startet, wollte ich nur sagen, bitte nicht wundern, meine Haare sind da noch nicht gefärbt, also das Video ist im November entstanden, also bevor jetzt Kommentare aufkommen, sind die Haare wieder gefärbt? Nein, das ist vom November das Video. So, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Du siehst ein bisschen aus wie, so ein bisschen zu viel Schminke, ne? Findest du? Finde ich du. Das schneidest du aus. Nö. Die Menschen sollen dich mal auch ohne Schminke sehen. Das ist mein erstes YouTube-Video, hallo? Hab ich dir nicht eben erzählt, was wir jetzt heute aufnehmen? Roblox meinst du, aber ich kenne das Spiel gar nicht. Ja, okay, dementsprechend. So Leute, das Intro habt ihr ja schon bekommen. Heute das erste Roblox-Video mit meiner Frau. Hi. Ja, komm, geh raus. Ja, wenn du keine Lust hast, dann geh raus. Nein, natürlich nur Spaß. Leute, wir werden heute
Mit meiner Frau. Hör auf, ständig so weit nach vorne zu gehen. Jetzt geh nach hinten, Mann. Entspann dich. Ich bin nicht geübt, wie du. Ja, aber du gehst so nah an die Kamera. Das ist mein erstes Video. Lass mich doch. Vielleicht wollen die Leute mich von der sehen. Glaub mir, das wollen die ganz bestimmt nicht, Schatz. Also, Leute. Erstes Roblox-Video heute. Also meine Frau wird das allererste Mal in ihrem Leben Roblox spielen. Nochmal kurz zur Klarstellung. Hast du schon mal Roblox in deinem Leben gespielt? Gar nicht. Was hast du denn bisher so gespielt? Das Einzige, was ich... Ja, interessiert gar keinen. Sei selber still. Das Einzige, was ich früher gespielt habe, war die PS4. Nein, PS4. Warte, hier, PS4. Nein, das nicht. Die PSP, also wie so Nintendo... Ja, okay, die Leute wissen, was die PSP ist. Okay, was hast du da gespielt? Nee, das sage ich jetzt. Sag doch! Du kannst es ruhig sagen. Ich weiß, dass du GTA gespielt hast. Okay, ich habe GTA gespielt. Sie hat immer nur Autos geklaut und Leute verkloppt. So. Und das hat dir am meisten Spaß gemacht. Macht sie im echten Leben immer noch, aber das ist eine andere Geschichte. Darf ich jetzt? Das ist... Du hast mich aber was... Ja, aber du hast es doch geklärt. So, wir wollen jetzt Roblox spielen. Und aktuell spiele ich Candy Crush auf meinem Handy. Ganz ehrlich, eigentlich für diesen Spruch muss ich dir jetzt aus dem Haus werfen. Ich frage dich, was spielst du? Sie sagt Candy Crush. Okay, Leute, also, wir spielen heute 3 Spiele, okay? Okay. Als erstes spielst du eine Obi. Weißt du, was eine Obi ist? Nein. Ein Hindernisparcours, wo du aus einem McDonald's entkommen musst, aus einem McDonald's-Land. Fängt ja schon mal gut an. Okay, zweite ist Murder Mystery. Das ist? Es gibt einen Mörder. Und als drittes spielen wir einfach einen Wasserpark, wo du ein bisschen mal Roblox auch weiter kennenlernen kannst. Okay. Wir starten direkt und ich werde gar nicht sagen, ich möchte nur... Du weißt gar nicht, welchen... Ich habe dir einen Benutzer gemacht, eine Benutzerin. Weißt du, wie du heißt? Wie heißt, wo sehe ich das? Du siehst... Warte. Lotta. Wer ist Lotta? Okay. Du hast doch gar nicht deinen Benutzernamen gesehen, ne? Nee, wer bin ich denn jetzt überhaupt? Die hier bin ich. Wer sonst? Wer sollst du sonst sein, bitte? Und wie heiß ich? Okay, deine... Guck mal, sie klickt einfach drauf. Ich krieg echt zu viel schon. Okay, oben rechts siehst du jetzt seinen Namen gerade. Oben rechts. Hermine! Hast du mich eiskalt Hermine genannt? Ja, aber du musst weiterlesen. Hermine Ketchup? Das wäre auch ein guter Name. Nein, das sind die Levels. Aber du bist. Das finde ich aber nicht toll. Ja, du weißt ganz genau warum, ne? Ja, dazu kommt auch noch irgendwann ein Video. Also, sie ist Hermines Best Friend. Mein heimlicher Crush. Guck mal, das bist du. Ich habe dir extra ein Pizza-Oberteil geholt, weil du liebst ja Pizza und Pizza liebt auch dich. I love Pizza. Ja, aber Pizza liebt auch dich. Wir wissen auch wieso. Sollen wir die Waage fragen? Okay, gut. Sonnenbrille einfach. Ja, genau. Ja. Muss man deine Augen. Muss man ja nicht sehen, ne? Nee. So, alles klar. So, siehst du, das ist so ein McDonald's Freizeitpark. Aha. So, hiermit gehst du. Warte mal, womit? Guck mal. WSD. WASD. Achso, das ist quasi mein Joystick. Ja, genau, richtig. Okay. Und mit der Maus machst du sozusagen deine Kamera. Ah, okay. Mit Rechtsklick. Okay. Boah, ey, das wird. Ich bin jetzt schon am Schützen. Hallo, warte doch erstmal. Ich muss doch erstmal erklären, was du machen musst. Ah, jetzt bin ich tot? Ja, du bist tot. So, mach weiter. Ah, wer ist das? Es ist doch. Schatz, es ist ein Online-Spiel. Geh nicht in den McDonald's. Wir wollen aus dem McDonald's entkommen. Ach so, okay. Entschuldigung. So, dreh dich jetzt um. Warte. Warte. Ey, ich krieg hier echt zu viel. Doch nicht so weit raus. Aber dann sehe ich vielleicht... Samira, Sammy, wo ist Sammy? Dann sehe ich vielleicht, wo ein Ausgang ist. Nein, du, das ist ein Hindernisparcours, habe ich dir doch so... Ich stell dir vor, es ist ein Trampolinpark. So Takeshis Castle mäßig. Warte, rechts. Schatz, guck auf, nicht mich angucken, die Kamera angucken, okay? So, genau, siehst du, das sind Pommes. Okay. Mit Leertaste springst du. Ach so, ich muss jetzt auf die Pommes springen. Richtig! Nach etwa 20 Minuten sind wir auch mal so weit. Hermines Best Friend. Ich finde das voll gemein. Also, du kannst die Kamera auch ein bisschen umstellen. Mhm. Ja, genau. Also du bist fast so schlecht wie Danja beim ersten Mal da. Ja! Das wird doch 4 Stunden heute dauern. Ehrlich? So, jetzt mach mal weiter. Aber wie kann ich da? Ich muss erstmal üben. Ich gehe und dann gleichzeitig. Guck mal, wenn ich die Leertaste drücke und dann gleichzeitig. Nein, aber. Hör auf so! Nein, warte, ich muss mit der Kombi. Guck mal, ich muss mit dieser Kombi zurechtkommen. Hätte ich einen Joystick, wäre es vielleicht einfacher. Sie regt sich langsam auf. Langsam regt sie sich auf, weil ich mich aufrege. Ellie, das regt mich gerade voll auf, weil ich das nicht hinkriege. Ja, dann mach los! Aber was, wenn ich da runterfalle? Hermine! Hermine! Hermine!
Ach. Guck mal, Schatz, das ist ganz... Also, das ist... Aber zeig mir mal, weißt, wie ich... Guck mal, weißt du, was das ist? Was? Das ist Frittenfett. Ich weiß, du würdest das jetzt gerne trinken. Aber nein, du musst jetzt... Das ist jetzt aber übertrieben von... Nein, weißt du, was ich nicht hinkriege? Guck mal, gleichzeitig springen, Leertaste und dann geradeaus. Warte. Ah, so. Aber mach doch die Kamera ein bisschen anders. Achso, ich krieg... Warte mal. Ey, jetzt, wir sind noch nicht mal beim ersten Level. Oh, ich krieg echt zu viel. Warte, nee, jetzt krieg ich's hin. Versprochen. Sei mal still! Ich hab doch nichts! Warte, guck mal, die anderen kriegen es auch hin. Ja! Warte, ich muss erst mal gucken, warte. Schatz, versuch, guck mal, versuch doch so ein bisschen, wie? So hier, so. Siehst du, immer, die linke Hand sollte immer möglichst über WASD sein, immer. WASD, okay. Warte, ich drück jetzt auf Leerzeichen und W gleichzeitig. Ja, mach, hör auf, es mir zu erklären, ich weiß, wie das geht. Ich hab's geschafft. Warte, ich hab's geschafft. Ich fall. Ja, aber jetzt mach weiter, du musst den Checkpoint erstmal da erreichen. Also, warte. Kann sie mich wegschubsen? Ja. Ah. Mach mal, warum hat sie mich jetzt weg? Ja, aber weil du zu langsam bist. Jetzt schubse ich sie auf. Wer ist das? Nein, hör auf, andere Menschen hier zu schubsen. Was habe ich dir eben gesagt? Das ist kein GTA. Ja, okay, tut mir leid. Ja, also. Soll ich mal die erste Stage für dich? Nein, mach dir das. Ich möchte selber. Guck mal, ich habe es auf die... Ja, aber wir haben auch... Ja, aber ich habe es auf die erste Pommes geschafft. Also schaffe ich es auch auf die zweite. Ah, geh. Oh, guck mal, sie hat mich schon... Ehrlich, das regt mich... Nee, ich muss das hier... Bitte sei still. Okay, warte. Ich mache mir Notizen dazu. Nein, ehrlich, bitte sei still. Das muss ich jetzt schaffen. Das regt mich gerade voll auf. Das ist genauso wie, wenn wir Crash Bandicoot spielen. Erzähl nicht, mach es. Tja. Mach es. Hör auf, lass mich. Warte. Mann, warte! Erst wenn ich die erste Pommes geschafft habe. Schmeckt das? Hör auf! Warte mal. Ja. Das regt mich gerade wirklich auf. Die Leute denken auch, boah, ist die dumm. Die denken das nicht nur, die sehen das auch. Ich weiß, deswegen ist das ja richtig peinlich. Dir ist schon klar, dass wir das öfters gemeinsam spielen werden? Aber ich kann das nicht, da muss ich voll... Vielleicht versuchen wir das auch mal mit Danja, vielleicht bringt dir das Danja bei. Nee, vielleicht... ich glaube nicht. Wieso nicht? Du hast gesagt, die ist genauso schlecht wie ich. Ja, gut, das kann sie dann mit Danja gerne klären. Also schön... Liebe Grüße an Danja. Genau, siehst du? Du musst im Sprung... Ja, okay. Hör auf, zu sagen! Versuch jetzt. Aber guck mal, jetzt kommt die zweite wieder und dann verliere ich. Warte, jetzt schaffe ich auch die zweite Pommes. Ich hab's geschafft. Genau, du musst mit der Maus musst du gar nicht spielen, so ein bisschen. Ja, okay, warte. Okay, wir wechseln dann mal zu Murder Mystery, oder wo sollen wir hin? Ist es auch Roblox? Komm. Es ist... Madame, es ist Roblox, das Spiel ist Roblox. Ach so. Was erwartest du, Fortnite? Nein, ist Murder Mystery auch so mit Parkour? Nein, das ist nicht mit Parkour. Ja, okay. Sammy, kannst du uns mal helfen? Okay, so, dann gehen wir zum Murder Mystery. Eigentlich ein sehr cooles Spiel, so ein Klassiker auf Roblox. Kriege ich das hin? Ja, also wichtig ist zu wissen, ob du unschuldig bist, Sheriff oder Mörderin in diesem Fall. Okay. Na? Zeigt er mir das an? Ja, das wird dir nicht angezeigt. Du musst das herausfinden. Kann ja sein, dass ich irgendwie... Nee, du musst das analysieren und Matheaufgaben klären. Nein, es kann ja sein, dass ich ein Quiz oder so machen muss. Warum solltest du ein Quiz machen? Ich weiß nicht, wie das läuft. Okay, Murder Mystery. So. So, okay, wir warten hier. Was steht hier? Waiting for your turn. Richtig. So, wir nehmen dieses Video zu Halloween-Zeiten auf tatsächlich. Deswegen haben wir hier diesen Halloween-Look. Also bitte nicht. Aber das habe ich ja im Intro schon erklärt, dass das Video etwas früher entstanden ist. Deswegen, ne, wisst ihr. So. Jetzt warten wir auf andere? Ja, so in der Art. Ne, wir sind jetzt schon in der Map. Guck, jetzt wird dir was gesagt. Du bist? Unschuldig. Ich bin unschuldig. So, und das heißt jetzt was? Ich bin unschuldig. Ja, aber es gibt ja auch einen Mörder oder eine Mörderin. Ja, deine Chance, Mörder zu werden. Ja, aber du bist jetzt unschuldig. So, jetzt, du musst dich verstecken. Ah. Ihr seid jetzt hier in diesem Bürogebäude. Mhm. Ne? Und du kannst dich jetzt hier verstecken. Du kannst hingehen, wo du willst. Du kannst hier nur vom Mörder oder von der Mörderin sterben. Du musst auch nicht wie verrückt springen. Okay. Und die Leute hier verrückt machen. Was ist das, Lila hier? Es ist, kannst du einsammeln. Das sind so Halloween-Candies, glaube ich. Bekomme ich Geld? Guck mal, sie guckt direkt. Ey, das ist so typisch, so direkt so. Bekomme ich Geld? Was gewinne ich?
Du, mach doch mal die Kamera ein bisschen anders, dass wir auch ein bisschen mehr sehen können. Entschuldigung. Warte. Wie kann ich nochmal rauszoomen? Schatz, kümmere dich jetzt bitte nicht ums Rauszoomen. Mach einfach weiter, bitte. Aber soll ich hier jetzt die ganze Zeit warten, bis Nein, du kannst. Kommt? Nein, ja, du kannst warten, du kannst machen, was du willst. Wann ist das Spiel zu Ende? Bei, ich glaube, 600 oder so, oder bei 900. Also ich glaube, 2 Minuten dauert ein Spiel oder 3 Minuten. Nee, 3 Minuten, glaube ich. Okay. Und dann habe ich gewonnen? Wenn du am Leben bleibst, ja. Das ist wie bei Among Us. Du musst halt am Leben bleiben. Aber kann ich die Leute auch... Aha. Ey, wir kommen. Da sind schon Leute gestorben. Ich wurde umgebracht. Ja, siehst du? Du warst unschuldig, du konntest nicht vom Mörder abhauen, du wurdest umgebracht. Tolle Motivation. Mhm. Also Hermines beste Freundin würde das besser hinbekommen. Also ja klar, noch bessere Motivation. Oh Mann. Ei. Sehr einfallsreich. Das ist, war das der Sheriff? Ja genau, das war der Held, genau. Oder der Held in dem Fall, genau. So, jetzt geht's zur zweiten Runde von Murder Mystery. Du hast es ein bisschen verstanden. Ein bisschen habe ich es verstanden. Ja. Jetzt weiß ich, also, ich weiß, dass du vieles nicht verstehst. Ne? Aber mit der Zeit. Ja, ja. Dafür, dass ich das erste Mal spiele, ist gut. Ich habe es bis zur zweiten. Kollege, ich bin hier kurz vorm Ausflippen. Ich habe es bis zur zweiten Pommes geschafft. Das wird ihre Roblox-Beschreibung, okay? Ich habe es bis zur zweiten Pommes geschafft. Das ist, damit wisst ihr, der Account ist verifiziert. Oh, ich bin wieder entschuldigt. Okay, Spiel beginnt. Ich so, zum Beispiel, du kannst dich entweder verstecken. Kann ich mich auch ducken irgendwo? Ah, ist das eine Toilette? Ja, musst du auf Klo. Nee, kann ich da rein? Ja, ah, kannst du, aber... Sehen die mich da? Nein, aber der Mörder kann natürlich gegebenenfalls auch rein, ne? Ah, okay. Siehst du? Wie also, hast du das hinbekommen? Ja, so ein bisschen rumspielen mit der Maus. Ah, hier ist einer, hier ist einer. Ja, aber der könnte auch unschuldig sein. Ja, was, wenn der Mörder ist? Dann ja, da hast du Pech. Fenster. Dann war es das wieder mit mir. Nee, ich möchte nicht so früh sterben. Ja, aber du kannst doch jetzt... Das ist kein Hide and Seek. Ja, okay, okay. Okay, schreibt er. Warte, so. Ey, das ist echt anstrengend, ne, dir ja, beim Spiel zuzugucken. Ja, aber ich... Ah, da ist noch einer. No risk, no fun. ganz schwierig, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Egal. Kann ich auch sprinten irgendwie? Du bist doch am Laufen. Nee, kann ja sein, dass ich schneller laufen kann mit so einer... Versuch erstmal normal zu laufen, bevor du sprintest. Also, ne, man sollte erst das Laufen und Gehen lernen, bevor man fliegt, Madame. Warte mal. Ja, ja. Ich verstehe schon. Ah, da... Ah! Oh Mann! Wegen dir! Alles klar. Auch bei Murder Mystery ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Wirklich sehr, sehr erfolgreich. So, Hermines Best Friend verabschiedet sich. Und jetzt... Es ist auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Es ist nicht ganz einfach. Schon wieder ein Parcours, Wasserpark? Nein, nein. Wir werden jetzt in einen Wasserpark gehen, ne? Und du kannst die Welt von Roblox etwas kennenlernen. Weil Roblox ist halt wirklich, man muss es, da muss ich jetzt mal ernst sein. Du kannst alles machen. Du kannst halt auch einfach irgendwo hin und zum Chillen sozusagen. Virtuell, digital. Aber wenn ich keine Freunde habe, so wie alleine? Echt, ja, aber du kannst auch Freunde finden. Aber ich weiß, ich kann ja mit denen chatten. Ja, zum Beispiel. Aber immer freundlich bleiben. Okay. Nicht so wie im echten Leben. Nein. Weil da flippst du ja ein bisschen schnell aus. Nein, flipp ich nicht. Deswegen hast du ja auch aber keine Freunde. Deswegen hast du ja auch keine Freunde. Ich hab dich. So, zum Beispiel, du kannst jetzt hier einfach die Welt erkunden, wie du sie also, möchtest. Also ich kann einfach jetzt gucken, du kannst machen, was du willst. Chillen. Genau. Du kannst einfach hier, ne, in den Wasserpark. Gibt's auch Pizza? Kann ich irgendwo was zu trinken? Essen? Ja, aber konzentrier dich doch jetzt. Ja, okay, ich gehe. Hol dir doch erstmal einen Badeanzug zum Beispiel. Achso, wo kann ich. Guck mal, da ist doch. Was steht da? Click to wear. Ja, so. Okay, wo klicke ich? Ja, da drauf wahrscheinlich. So. Wow. Ja, siehst du? Gibt es auch eine andere Farbe? Ich glaube nicht. Kann ich. Wow. War cool. So, und jetzt kannst du hier einfach, ne? Das ist wie der. Wie der Wasserpark in Dubai, weißt du noch? Ja, wo wir da waren. Ja. Und hier, kann ich auch rutschen? Du kannst auch rutschen, natürlich. Oh, das ist. Du musst dich nur an die Regeln halten, ne? Jetzt kannst du da einfach hin und die rutscht dann eigentlich automatisch, sobald du auf die Rutsche gehst. Nee, ich möchte Doppelfall. Weil du vielleicht auch Doppelfall bist. Oh, Freefall. Das traue ich mich in echt nicht. Aber in der Spielewelt kann ich nicht. So, siehst du? Wow! Geil! Ah.
Ja, aber du solltest nicht ertrinken. Ist okay, hier kannst du nicht sterben. Es ist okay, es war nur... Guck, und da kannst du zum Beispiel jetzt hier auf die... Ringe springen? Ja. Siehst du, da, du musst einfach nur dahin, dann automatisch setzt sie sich drauf. Warte. Siehst du? Ah, oh, cool. Und jetzt? Wie im echten Leben, du machst einfach nichts. Nee. Cool. Und was ist voll das? Cool. Hier, Hund? Ja, das sind so Pets und so, die du dir holen kannst. Du hast aber keine Kohle hier und ich werde dir ganz bestimmt jetzt keine Robux kaufen. Ah, ich möchte dabei eine Katze. Ja, aber nicht jetzt. So. Was denkst du, was kann man noch in diesem Wasserpark machen? Essen? Ja, los, dann geh was, such Essen. Ey, die fragt nur nach Essen. Die fragt nur nach Essen. Aber wie komme ich hier? Guck mal, wenn ich auf die Leertaste drücke, passiert nichts. So, hier. Okay. Ich möchte auf diese grüne Rutsche hier. Du wolltest doch jetzt was essen! Nein, nein, erst möchte ich richtig Kohldampf haben. Dann freue ich mich. Kennst du das so im Schwimmbad, wenn man so richtig Kohldampf hat? Ja, und dann freut man sich so, oh, das ist eine Pommes, ja. Brot. Das ist wie bei dir alle zwei Stunden, oder? Ja, da hast du recht. Wow. What? Ja, Sammy! Jamira gibt. Das ist aber VIP Island, ne? Achso, da komme ich nicht. Nee, ich möchte nichts kaufen, ich habe kein Geld. Ja, Sammy! Null. Kannst du nicht, warte mal, sag mal, null. 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 Ich bin null. Du bist eine Null. Sag ich doch, ich bin null. Okay, was empfiehlst du mir noch zum Beispiel im Wasserpark, was richtig cool ist? Okay, jetzt ist die Frage, wer hat da gefurzt? Ja, die Rutschen sind cool, aber du willst ja ständig was doch, essen. Ja, aber ich geh doch jetzt... Ja, aber Schatz, wenn du ständig was essen willst, dann macht das auch keinen jetzt, Spaß nein, im Wasserpark. Ich möchte jetzt nichts essen, ich möchte jetzt rutschen. Ja, dann geh wieder hier drauf hier oder kannst wieder rutschen. Auf. Ja, wie aber im echten Leben. Aber diesmal ist keiner hier. Ja, ist doch gut, da musst du nicht warten. Beschwerst du dich gerade darüber? Nein, aber... Ist das gerade wirklich dein Ernst, dass du dich darüber beschwerst, dass du nicht warten musst an einer Rutsche? Ja, aber wäre doch cool, so andere Leute. Ich wollte doch Freunde suchen, weil ich im echten Leben keine Freunde habe. Komm, ist nicht aufdrehen. Leute, ihr könnt... Jetzt rutsche ich. Wow. Ja. Musik gibt's nicht, ne? Schade, das fehlt. Würdest du dich in so eine Rutsche trauen? Ja. Haben wir ja. Hör auf zu lügen. Nein, das ja. Aber hör auf zu lügen. Aber eben zum Beispiel... Aber warum lügst Fall? Du jetzt? Nein, das würde ich mich trauen. Aber freier Fall nicht. Weil, kannst du dich noch an die Rutsche erinnern, wo du zum Beispiel draufgegangen bist und dann liegst du da so... Ja, freier Fall. Schatz, möchtest du jetzt da noch was machen oder nicht? Ja, ich spiele doch. Sammy, komm, Sammy mal. Schatz, du machst das im Wasserpark, was man nicht machen sollte. Du bist nicht im Wasser. Okay, aber hier du ist kannst dich von da einfach auf eine Rutsche... Sag mal, denkst du mal an die Sicherheit? Aha, jetzt bin ich hier in der Rutsche. Guck mal, hier ist... Aber was ist, wenn jetzt jemand rutschen würde? Nein, aber hier... Keiner ist... Würde das deine Versicherung übernehmen? Nein. Müsste ich wieder dafür zahlen? Ja. Ja. Guck, hier sind zum Beispiel Becken. Guck mal, da ist ein Mensch, da ist ein Mensch. Wow. Sollen wir Freunde sein? Woher sehe ich? Ah, ich schwimme. Ich schwimme sogar gut. Danke. Habe ich gelernt. Guck mal, guck mal, guck mal. Wow. Ich drehe mich im Wasser. So, wenn du willst, kannst du mal in das Gebäude da hinten. Vielleicht kannst du dir was zu essen holen. Wo ist das? Siehst du das Gebäude da hinten? Ja. Oh, das ist aber weiter weg. In echt würdest du jetzt wahrscheinlich nicht dahin laufen. Nee, ich würde dich schicken. Da komme ich jetzt aber nicht durch, ne? Ich weiß nicht, ob du da durchkommst. Nee, komme ich nicht, guck mal. Ja, dann... Doch, doch, doch. Siehst du? Eben ging das nicht. Warum lügst du schon wieder? Na, eben ging das wirklich nicht. Du lügst voll. Meine guck mal, was da ist. Oh, ein Donut. Wow. Boah, guck mal die Augen. Boah. Ich freue mich. Warte, ich gehe... Aber ich habe kein Geld. Wie komme ich hier rein? Vielleicht hier an der Seite oder so? Okay, ich guck mal. Ah, ich glaube, hier geht's auch zu den Rutschen. Ich glaube tatsächlich, hier gibt's gerade nichts zu essen. Exit only, okay. Kann ich nicht bei der Rutsche einmal rutschen? Komm, ja, komm, wollen wir das zum Abschluss machen? Ja, komm. Ja, los, komm. Aber du musst auch natürlich lernen, erstmal die Treppe hochzugehen, ne? Nein, weißt du, was mein Problem ist? Ich kann nicht beides gleichzeitig. Guck mal, ich konzentriere mich gerade auf die Tastatur. WASD. Und dann vergesse ich immer die Maus. Aber kannst du auch atmen und sprechen dabei? Nein, oder? Kann ich nicht. Leute, wenn euch das Video bis jetzt natürlich schon gefallen hat, könnt ihr gerne natürlich abonnieren, kommentieren. Und ihr könnt natürlich Hermines... Daumen hoch für mich, bitte. Ja, Hermines Best Friend könnt ihr natürlich doll unterstützen mit einem Daumen nach oben. Also ich werde auf jeden Fall üben. Beim nächsten Mal werde ich besser spielen.
Das glaube ich zwar nicht, aber doch, es doch, ist okay. Ich werde üben. Wir können ja auch mal Candy Crush spielen, das, was du nicht spielen kannst. Da gewinne ich. Ich nehme die pinke Rutsche. Ja, alles klar. Das reicht dann auch für heute. Ne? Ich komm dann Wenn ich so einen Kommentar noch mal von dir höre. Oh, ich liege. Das war's, glaube ich, jetzt mit mir. Guck mal, jetzt funktioniert's wieder nicht. Ja, jetzt. Ich lass dich mal kurz, ich lass dich mal für den Schluss alleine, ob du es hinbekommst. Ja, ich hab's hinbekommen. Wow. Pink. Oh. Kann man das irgendwie steuern? Wenn du in der Rutsche bist, kannst du das dann steuern? Nein, aber das dreht sich so ständig. Ja, aber, aber in einer normalen Rutsche drehst du dich doch auch nicht so ständig. Ja, kommt drauf du an. Du rutschst doch so runter. Kommt drauf an. Wenn jetzt jemand so wie du in der Rutsche... Ja gut, aber... Dann roll ich. Nein, du bleibst ja meistens stecken. Okay, Leute, das war's. Aber hat dir das denn jetzt Spaß gemacht? Ja, ist okay. Also ist es nicht meins, weil ich mit der Tastenkombi nicht klarkomme. Wir können ja gucken, ob ich dir einen Joystick hole oder so. Dann kannst du vielleicht mit einem Joystick spielen. Weil das fällt mir immer schwer. Also so solltest du aber lernen. Ne? Du weißt wieso. Ja, ich weiß wieso. Ich muss demnächst... Okay, Leute, dann gerne kannst du das Outro heute machen. Komm, für dein erstes Roblox-Video. Ich finde, sie hat... Alles? Was? Okay, sag, also ich finde, also wenn ich ihr eine Note geben könnte... Ja, zwischen 5 minus und 5. Sei ehrlich. 5 minus und 5. Wenn ich beide Augen noch zudrücke, wie man so sagt. Wenn ich beide Augen noch zudrücke. Ja, aber wie ich gespielt habe, 5 minus. Aber wie ich mich vor der Kamera gegeben habe? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Oh, okay. Du tust, als ob das eine Prüfung hier wäre, Madame. Für mich schon, für dich nicht. Für dich ist täglich... Oh, hör auf, auf. Ich werde besser als du sein. Ich werde üben. Ansage. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Nochmal vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Filmpost in die Infobox. Leute, wir haben schon die Glücksrad-Challenge beim Springen gemacht. Heute beim Rutschen. Yay! So, heute entscheidet das Glücksrad, wie wir hier bei den beiden rutschen. Das ist einmal eine schnellere Rutsche und das ist eine etwas längere Rutsche, sagen wir mal so. Okay? Richterrutsche. So, wer möchte da als Erste starten? Ich. Okay, dann dreh mal. Und das Glücksrad sagt zu zweit. So, ihr könnt, wenn ihr wollt, zu zweit bei dieser Rutsche hier. Let's go. Ja, die Schwere bitte nach hinten, das heißt dann, ja? Also, mir wurde auch gesagt, dass das Licht schon aus ist in der Rutsche. Machen wir Medium Level. So, ich wünsche euch viel Spaß. Wir treffen uns gleich wieder oben. Bis gleich. Bis gleich. Ja. So. Und sie kommen dann da unten an. Filmen wir das mal. So, gleich bin ich mal dran. Mal gucken, was das Glücksrad sagen wird. Also, ich hätte Lust so rückwärts auf den Bauch oder so. Das wäre schon ziemlich cool. Let's go. Nochmal. Und? War gut? Ja. Okay, dann würde ich gerne das Glücksrad jetzt drehen. Ja. Dann gebe ich die Kamera. Dir. So. Und das Glücksrad sagt... Bitte nicht zu zweit. Bitte nicht zu zweit. Rückwärts. Und das wollte ich eigentlich auch. So, ich nehme mal diese Rutsche hier. Okay. Ja. Okay, dann machen wir mal rückwärts. Ich bin gespannt. Tschüssikowski. Ciao. Da fällt man so runter in der Rutsche. Ja. Es geht runter. Oh.
War gut. Warum bist du da rausgelaufen? Ja, weil ich nicht genügend Schwung hatte, glaube ich. Ich war zu langsam. Okay, Lena? Ja, my turn. Das Glücksrad sagt sitzend. Okay. Bitte die Rutsche. Ohne Reifen ausprobieren. Ja, dann probier mal. Hier, die kannst du direkt mitnehmen. Kann ich direkt mitnehmen? Ich hab's. Bye bye. Bye bye. Bye. Der Standard. Der Standard. Warten wir mal ab, bis ihr unten ankommt. Mal gucken, ob die auch sitzend ankommt tatsächlich. Ja, also ich denke schon. Also ich wette darauf, Kopf über. Und nee, nicht die Arme. Lena! Da kommt sie auch gar nicht unten an. Also sie ist jetzt fast schon eine Minute unterwegs. Boah, das wäre cool. Hat ein bisschen gedauert. Okay, Lena hat's geschafft. Yay. So, jetzt bist du wieder dran. So, war wohl Standard, ne? Etwas langsam. Sehr langsam. Ja. Okay, dann ja. Moment. Schreien. Schreien. Lass mich aber die hier nehmen. Ja. Hallo. Oh mein Gott, nicht. Was? Das war ein guter Schrei, oder? Ja, zum Schluss etwas weniger, aber... Die Stimme ist ausgegangen. Genau. So, jetzt bin ich wieder dran. Ich dreh schon mal. Ja, do it. Und es ist... zu zweit. Okay, so. Lena. Ja. Möchtest du mit mir rutschen? Ja, machen wir mal. Haben wir keine andere Wahl. Aber wo ist... haben wir den doppelten Ring noch? Ja, haben wir noch. Okay. Das ist aber auch richtig geil, wenn man zu zweit da runterrutscht. Wirklich. Das ist wie du gesagt hast. Man geht richtig schön nach oben in den Kurven. Richtig geil. Ja. Gut geschrien. War ganz unaufgeregt. So, ne? Lena hat zu zweit. Ja. Und ich rutsch mal mit dir. Alles klar. Warte, warte, ja, ganz ruhig. Okay. Warte, oh mein Gott. Nein, warte, warte. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn für eine Landung? Also gegen Ende wurde es aber richtig schnell. Also gegen Ende wurde es richtig schnell. Hast du mich geschützt bekommen? Sei ehrlich. Nicht schnell, aber ich muss dich gleich um. Das war gut. Also zu zweit diese Rutsche hat schon in sich. Ihr seid ganz schön hart umgefallen am Ende. Ey, das war so geil. Am Ende, das wurde so schnell. Also, ich habe ein bisschen Angst schon bekommen.
ging's? Ihr seid übelst rausgeflogen. Ja, ja. So war's auch. Ich hab das Ding noch auf den Kopf bekommen. Okay, Daniel, ich glaube, du bist doch mal mit dem Glücksrad. Zu zweit oder singt, darfst du dir aussuchen. Ja, dann nehme ich zu zweit. Gut. Für wen entscheidest du dich? Mit Lena bin ich vorhin schon mal gerutscht, deshalb rutsche ich jetzt mit dir einmal. Gut. Ich hoffe, Daniel bekommt jetzt keine Angst am Ende. War es bei euch auch so heftig? Nein. Katapultiert worden. Ich wäre dafür, Lena sei das Finale gegönnt. Die darf jetzt noch selber rutschen. Also bei uns war es jetzt nicht so heftig am Ende. Wir sind ja gut noch rausgekommen. Lena, dir ist das Finale gegönnt. Du darfst jetzt noch einmal das Glücksrad drehen. Okay. Ohne. Es ist ohne Ring. Komm, diese hier ohne Ring. So, du kannst dich auch verabschieden, weil das ist sozusagen die letzte Rutsche für heute. Okay. So, ab geht's. Machen wir hier Blizzard an. So, viel Spaß! So Leute, das war die letzte Rutsche bei Das Glücksrad entscheidet, wie wir rutschen im H2O in Herford. Vielen Dank, dass wir hier wieder drehen durften. Wir hatten ein paar coole Videos hier gedreht. Checkt auf jeden Fall die Playlist ab und checkt auf jeden Fall die anderen Videos auch bei Danja ab. Auch gerne TikTok und so. Danke! Und für Infos einfach in die Infobox, in die Beschreibung schauen. So, ciao! Nein, 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 ja, nein, ja. Oh, bitte, Pony, Pony, was ist mit dir? Warum? Oh nee, du darfst jetzt nicht backen. Du blödes Pony, warum backst du denn jetzt hier rum? Ich dreh durch. Ich krieg einen Anfall. Yo, was läuft? Leute, willkommen zum ersten Obi-Turnier hier bei It's Fantastic. Natürlich leider mit... Mit Danja und ich werde dich zerstören. Ich werde dich zermalmen und vernichten. Und auf du wirst heulen danach. Nein, und ihr alle werdet jetzt nicht schreibt. Schon nein. Mal jetzt. Nee, doch, schreib schon mal jetzt in die nein. Kommentare. Egal, was heute passiert, Danja war besser in der Obi als Kahn. Schreib das jetzt schon mal in die Kommentare. Weil egal, was heute passiert, vollkommen egal, es ist Fakt, Kahn. Es ist Fakt. Nein. Doch. Nein. Also, doch. Was haben wir heute vor? Leute, heute findet das erste Obi-Turnier der Geschichte statt. Also, ich habe 4 Obis ausgesucht, wo wir jetzt nacheinander gegeneinander wirklich spielen werden. Heute geht es wirklich um Geschwindigkeit. Ja. Nach meiner letzten Niederlage, also für mich ist es nicht verloren, weil ich habe ja da auf dich gewartet, möchte ich heute natürlich ein starkes 4:0 rausholen. 4:0. Ein starkes 4:0. Werden wir sehen. Und vielleicht du gibst, ich will auch direkt starten dann, ja, wie gesagt, 4 Obis heute und du darfst auch direkt starten mit dem Startsignal. Okay, 3, los. 2, 1, Start! So. Okay, wir sind diesmal in einem Krankenhaus. Ja. Und ich habe das Gefühl, Danja, du träumst... Ah, nein! Ey, warum fängt das schon so an? Boah, fängt schon mega gut an einfach. Sehr gut. Ey, ich hab das Gefühl, Danja träumt ein bisschen zu viel. Ja, komm, geh vor. Traust dich nicht, ne? Ja, hier, dankeschön. Also ich glaube, ja, hier sind auch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen drin. Also schöne Grüße an euch. Ja, Danja, über das Fieberthermometer. Nein! Oh! Nein! Oh. Was jetzt? Okay. Danja, du musst in einer der Türen, ne? Oh nein, jetzt weiß ich nicht, in welche.
Ich drehe ja durch. Und hast du schon die richtige Tür gefunden? Oh, jetzt halt doch einfach den Schnabel, wirklich. Wirklich, Kahn. Hast du die richtige Tür gefunden? Ich muss natürlich nicht in die Tür. Halt doch einfach. Weißt du was? Du kannst auch einfach mal die Klappe halten. Du kannst auch einfach mal ruhig sein, dann würden wir uns alle freuen, weißt du? Einfach mal einen Schnabel halten können. Danja, was ist denn los, Danja? Guck. Leute, also alle, die mir geschrieben haben, oh, Danja hat die als erstes blendet. So, was ist denn jetzt hier los, hä? Wo ist Danja? Ich sehe Danja noch nicht mal. Ich sehe noch nicht mal, sie kann noch nicht mal meinen Schatten sehen. Bist du im Labyrinth? Ich bin schon aus dem Labyrinth raus. Oh, nee. Okay, hier ist ein Riesenarzt. Was soll ich denn jetzt? Okay, der Arzt hat uns natürlich wieder gefressen. Wir sind auf einer Rutsche. Rutsche jetzt funktioniert super. Der Arzt super. Hat dich schon gefressen. Ich will auch vom Arzt gefressen werden. Hallo! Oh nee, ey, warum hatte ich so eine große Klappe? Warum hatte ich Danja einfach so eine große Klappe jetzt? Ich hänge in diesem blöden Labyrinth fest. Oh, Danja. Oh nee, normal, das war der Eingang. Jawohl, schön. Oh. Guck, Leute, sie hatte einfach beim ersten Mal Glück. Und dieses Obi-Turnier heute wird sie nicht gewinnen. Also ihr könnt das natürlich gerne mit euren Freunden auch machen. Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann mal hin, so... Also, dass ich private Server erstelle und wir dann sozusagen Obi-Turniere machen. Ich raste aus. Okay, jetzt bin ich bin aber nicht die Einzige, die sich hier nicht raus, die nicht rausfindet. Ich hänge immer noch in dem blöden Labyrinth. Kahn wird mich so nass machen. Es ist einfach traurig. Ich glaube, die erste... Was war das denn jetzt beim ersten? Danja, du lenkst mich ab. Ja, das ist mein Ziel. Diese Werbung, ne? Boah, nee, ich komme hier ständig nur wieder zu dem blöden Eingang. Was ist das denn für ein Mist? Okay, wo ist denn Danja? Guck, ich sehe Danja noch nicht mal. Danja ist bei Level 7, ich bin bei Level 18 schon. Mann, ich bin in dem... hier, das war ja... Aber Danja, es ist ja so, du hast ja bei den 4 Obis heute die Chance, wirklich bei jeder Obi von vorne zu starten, ne? Wie meinst du? Ja, also wenn ich jetzt diese Obi gewinne, steht das ja auch nur erstmal 1-0. Ja. Genau, das heißt, bei der zweiten Obi fängt wieder alles von 0 an. Ja, ich werde dich einfach nochmal nass machen. Kein Ding, kriegen wir schon alles hin. Kriegen wir schon die Wuppe. Okay, wo muss ich jetzt lang? Okay. Boah, aber was mich echt hart nervt, unter dem Krankenhaus ist diese Werbung hier immer oben. Das ja, ich nervt weiß mich. Deswegen sollte man gar nicht sterben, weil diese Werbung kommt ja immer, wenn man stirbt, glaube ich. Nee, die kommt die ganze Ach, Zeit. Nein, die kommt zwischendurch. Okay. Bist du immer noch, Nein, ich bin nicht mehr im Labyrinth. Chill. Aber können wir mal kurz anerkennen, dass die Obi eigentlich ziemlich cool wieder gemacht ist? Ja, die ist total schön. Ich habe aber einfach überhaupt gar keine Zeit, gerade das zu appreciaten. Weil ich habe Stress. Ich muss Kahn einholen. Ich muss einfach hoffen, dass du jetzt stirbst oder sowas. Oder dich verläufst oder keine Ahnung, dass irgendwas passiert, was dafür sorgt, dass ich noch gewinnen kann. Also ich muss mich. Ein guter Start wäre schon nett. Ja, ich glaube. Und was? Wieso? Hä? Ah, okay. Jetzt war die Luft da. Muss ich hier warten. Danja kommt immer näher. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. Ganz so nah bei mir. Okay, jetzt sind hier ist ein roter Teppich im Krankenhaus. Warum auch nicht? Ist ja absolut nicht selten. Okay, wir sind jetzt in der Abteilung für wahrscheinlich Kiefer-Orthopädie oder Zahnarzt, ich weiß nicht. Okay, so jetzt müssen wir wirklich hier mal langsam entkommen. Ich glaube, diese Obi hat 50 Level und ich komme langsam zum Ende vom ersten Match nein, im Obi-Turnier. Und der Plan bei diesen Obi... Was? Du kannst nicht jetzt hier gewinnen. Ja, komm, das war doch auch klar. Also du hattest mal vielleicht zwischendurch ein bisschen Glück. Also der Plan bei diesen Obi-Turnieren ist natürlich, dass wir in Zukunft vielleicht mit euch, ne, oder anderen dann auch... Der Plan bei diesem Obi-Turnier ist, dass du es einfach nicht darauf beruhen lassen konntest, dass ich gewonnen habe. Ja, das auch. Das ist sozusagen die Intention, die erste Intention. Aber das ändert sich ja jetzt. Also ich würde ganz gerne so eine Reihe starten, wo wir halt entweder mit verschiedenen Creatoren oder halt mit euch wirklich so ein Turnier veranstalten, ne? Und gucken wirklich, wer der absolute Obi-Meister auf YouTube ist. Ja, du sicherlich nicht. Ja, komm, ich bin's. Hä? Muss ich mich jetzt hier fallen lassen, oder? Okay, anscheinend. Och nein, nicht schon wieder ein Lüftungsschacht. Och Mann. Oh mein Gott, bitte stirb da drin einfach oder sowas. Ganz oft so. Das wäre mega gut für mich, weil ich muss nämlich das noch alles auf... Okay, du bist jetzt auch beim Lüftungsschacht gewesen? Warte mal, ja. Das war mir dann. Aber ein bisschen anders. Danja, du bist bei 27, ich bin bei 39. Ah, okay.
gut. Ich habe noch Hoffnung, das Ding hier noch zu gewinnen. Ich weiß nicht, es kann ja durchaus passieren. Okay, kein richtiger Weg. Okay, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, der gar nicht so einfach ist. Oh mein Gott, ich krieg hier die Krise. Oh ja, bitte. Krieg die Krise, lass mich aufholen und dann kann ich dich zerstören. Hä? Aber wie schafft man das denn hier? So. Ah, okay. Geschafft? Jetzt hast du es geschafft? Ja. Bitte mehr von diesen Leveln, damit... Ich bin doch gar nicht dagegen gerannt. Ich hab's doch gar nicht berührt einfach. Mann. Okay. Oh Gott, nein! Oh, ey, ich krieg zu viel. Ich war doch schon oben. Hä, warum kommt man denn jetzt nicht hier durch? So, jetzt aber. Okay, alles klar. Also sobald ich mit der Obi auch zu Ende bin, ist deine Obi auch beendet, ne? Dass du nur Bescheid weißt. Also ich werde jetzt nicht warten, bis du... Ich kann dich nicht hören. Ich kann dich und deinen Gelaber nicht wahrnehmen. Wieder nicht die falsche Tür. Okay, bisher haben wir richtig gewählt. Oh, ich reste aus. Okay, wo bin ich jetzt? Oh, okay. Alles klar. Dann muss ich anscheinend hier. Was ist das für ein Krankenhaus überhaupt? Ziemlich verrückt. Keine Ahnung. Wieder. Wie heißt die Obi überhaupt? Was spielen wir hier überhaupt? Was ist das? Ich kann es gar nicht zuordnen. Escape the Hospital. Ach so. Okay. Ja. Nicht so verrückt, ne? Nee. Okay, ich bin jetzt draußen, aber ich glaube, die Obi ist noch nicht vorbei. Aber ich glaube, in diesem Moment gewinne ich die erste Obi in unserem Turnier. Nein, Game complete. Okay. Wir haben es geschafft. Ich glaube dir das nicht. Doch? Nein. No way. So, Leute. Nummer 1 geht an mich. Wir gehen direkt zur zweiten Partie in der im Obi-Turnier. Let's go. Wir sind in einem Gefängnis. Anscheinend. Haben wir irgendwas gemacht? Wahrscheinlich, weil wir die Obi gegen Danja gewonnen haben. Aber ich warte jetzt erstmal auf Danja. Okay, wir wollen entkommen, aber ich muss natürlich vor Danja entkommen. Wir sind schon ein paar Nächte anscheinend hier. Oh, lecker. Ich weiß nicht, ob das so lecker ist hier im Gefängnis. Okay, ich habe das Gefühl, genau, wir müssen hier hinter dem Klo entkommen und let's go. Danja, es geht schon los, ne? Ja, ach so, normal, ne? Du hast einfach ja, okay. Ja, ich warte im Untergrund. Was war das denn jetzt? Okay, du wartest okay. Jetzt auf mich, mein Freund. Also, das geht ja mal gar nicht. Okay, was ich warte hier unten hier für eine Aktion? Im Schleim. Ist kein Schleim, ich weiß. Okay, nicht. Okay. 3, 2, 1 und go. Oh, guck mal, da ist auch... Ach nö, wenn ich den Ballon da schon sehe. Oh, da kriege ich auch direkt schon Angst. Was hast du hier rausgesucht, Kahn? Du weißt ganz genau, dass ich sowas nicht kann. Hä, warum muss man hier lang? Okay, warum ist Danja jetzt gerade so schnell? Warum bist du jetzt gerade so schnell, Danja? Lass mich. Weil sie muss sich jetzt voll konzentrieren. Sie konzentriert sich so richtig gerade nach der ersten Niederlage. Kannst du einfach einen Schnabel halten? Ich muss mich konzentrieren. Aber warum? Hallo? Entertainment ist jetzt vorbei. Ich muss jetzt gewinnen. Ey, nein! Ey, das gibt's nicht. Hallo, jetzt komm. Ey, das gibt's doch nicht. Nein, ich möchte nichts kaufen. Kauf doch was, Kahn. Nein, hier darf auch nicht gecheatet werden, ne? Ist klar. Ja, obviously. Ja, gut, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Wenn du verzweifelt bist, dann ist schon manchmal, ne? Das kann doch nicht sein, wo bist du? Du bist ein Level vor mir. Das kann doch nicht wahr sein. Also, wenn ich jetzt schon die zweite Partie nicht gewinne... Schwierig. Okay, so, wir sind jetzt hier... Ich sehe Danja noch nicht, aber ich habe das Gefühl, ich könnte sie gleich sehen. Okay. Ach, guck mal, da ist sie doch. Konzentration. Danja, ich bin gleich da. Schande, lass mich in Ruhe. Ich bin gleich da.
Leave me alone. Ich hab Kekse. Mhm. Ja Cookies. Toll. Cookies Geh zulassen. Weg. Geh weg. Bitte, bitte, bitte. Oh, guck mal, Dania. Guck mal nach hinten. Nein, ich will nicht nach hinten gucken. Lass ja, natürlich ist das Ziel. Natürlich ist das das Ziel, Dania. Mhm. Träum mal ruhig weiter. Und hier, bitte geh doch einfach. Bitte geh. Bitte geh einfach. Hä? Achso, hier ist was blockiert. Oh nein. Oh nein, bist du jetzt vor mir? Ich glaube schon. Ich hatte so einen guten Vorsprung. Warum kommt diese dämliche Cutscene, ey? Die hat alles kaputt gemacht. Yes! Ich gewinne, Nummer 2. Oh, guck mal, ich sehe auch Dania. Was ist denn hier schon wieder für eine Cutscene? Ich brauche ja, keine Cutscene. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich habe sie auch. Dania, ich habe sie auch. Oh, nee, meine geht viel länger, meine Cutscene, als deine. Nein. Ich bin sicher. Nein, doch. Meine geht länger. Normal geht meine Cutscene länger. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Okay, wir brauchen eine Keycard, aber wo ist die? Okay, das ist unsere Zelle. Oh, ich dachte, okay. Okay. Ups. Aber wo ist denn die Keycard? Oh nein, ich wurde auch erwischt. Hast du schon die Keycard gefunden? Dania? Was? Wo ist diese Karte? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich habe das Gefühl, es hat was mit der Polizei zu tun, aber... Okay, Dania wurde erwischt. Anscheinend hat das nicht was mit der Polizei zu tun. Wo ist denn diese Karte, Mann? Achso, warte. Was? Find it in the lands. Okay. Ah, okay, okay, ich weiß wo. Ich weiß wo. Wo? Nein, das hast du nicht gesehen. Doch, hab ich. Okay. Okay, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Perfekt. Ich bin gestorben. Das geht ja! Ich werde diese Obi hier gewinnen. Und dann kann Dania mal sehen, wer hier, ne, der Obi-Meister ist, der amtierende Champion. Ich hasse alles. Ich hasse alles, wirklich. Ich hasse alles. Let's go! Und alle voran hasse. Oh nein. Nein, 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 nein. Was will denn die Polizei jetzt von mir? Ich will doch einfach nur nach Hause. Gut, ich weiß, ich muss hier aus dem Gefängnis entkommen, aber... Dania, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht mehr. Oh, weißt du was, Kanye? Ich sehe dich ja gar nicht mehr. Mensch, du bist ja so gut in Obis. Ich bin gut in Obis. Du bist einfach mies. Du bist so... Guck mal, du bist immer noch Level 11. Sie ist immer noch Level 11. Weißt du was? Was? Du bist Level 3 im Kopf. Ja und? Kann ich ruhig sein. Solange ich immer noch die Obi vor dir gewinne und ich verstehe jetzt nicht, warum ich hier ständig sterbe. Ja, weil du es halt verdient hast, Khan. Weil du es einfach verdient hast. Weil, guck mal. Okay, sie ist blockiert. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Okay, ich sehe schon einen weiteren Checkpoint. Sehr gut. Okay, keine Ahnung, warum hier eine Raketenbasis ist. Aber gut. Ist in einem Gefängnis ja auch relativ normal, dass die NASA auch hier stationiert ist. Klar. Ziemlich normal. Okay, so jetzt wird hier, glaube ich, genau der Weg. Jetzt ist hinter mir genau der Weg. Ey, warum bist du schon Level 15? Welches Level bist du denn? Ich bin gerade mal 17. Oder sag bitte nicht, ich habe einen Checkpoint vergessen. Boah, das wäre so nice. Ich würde es dir einfach so anders hart gönnen, ne? Okay, okay, nein, nein, ich bin gerade jetzt... Ich bin auf dem Weg zum Mond. No, warum auch klar, immer. Ja, normal. Ich bin auch immer auf dem Weg zum Mond, nachdem ich aus dem Gefängnis ausgebrochen bin. Dania, okay, wir sind auf dem Mond und hier ist auch der Astronaut, aber wo geht's jetzt lang? Ah, okay, die Schwerkraft ist hier auch ein bisschen natürlich anders, aber das ist mein gut, Bein weil ist dann können wir... Ja, muss ich jetzt ignorieren.
Hä, was ist das? Ach, das ist ein Speedrun. Bist du schon auf dem Mond? Ich bin auf dem Weg dahin. Blöde. Bei mir sind diese blöden Dings immer so voll lange. Was? Die Cutscenes. Ja. Die sind bei mir auch lange. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Oh, dann, ja, guck mal, du warst so happy noch am Anfang des Videos, aber was ja, ist denn war jetzt ich los? Und du kannst mich jetzt in Ruhe lassen. Warum bist du denn so schlecht gelaunt auf einmal? Also ich weil ich mit das dir aufnehmen muss, Khan, weil du einfach, du bist so ein richtiger Pain. Du bist einfach so ein richtiger Pain. Hat dir das mal jemand gesagt? Nö, ich finde... Du bist einfach ultra stressig. Du bist so... Nein! Also ich finde, mit mir kann man... Also der Umgang mit mir ist eigentlich relativ nervig, angenehm. Schlimm, anstrengend, schlimm, stressig. Ich könnte es sogar spannend machen und noch auf dich warten, aber diesen Fehler werde ich kein zweites Mal machen. Doch, warte doch einfach auf mich, Khan, bitte. Warte doch einfach. Das mache ich kein zweites Mal. Warte doch einfach auf mich, Khan. Definitiv nicht. Nicht beim Obi-Turnier. Nicht beim ersten Obi-Turnier, was wir hier machen. Beim zweiten dann, oder was? Was muss ich jetzt? Okay, wir sind schon wieder zurück auf der Erde. War alles klar. Achso, das war mit dem Teleport. Streh durch. Was ist das? Warum? Na, normal, ich muss doch, aber wie soll ich sonst das... Wie soll das denn sonst funktionieren? Ich muss doch... Hä? Was ist das für Mist? Ich hab... Warum sterbe ich? Danja, die Obi kann jetzt nichts dafür, ne? Das weißt du. Nee, die Obi du kann gar nichts dafür. Du kannst was dafür. Du das ich, bist einfach schuld. Das finde ich aber überhaupt nicht problematisch. Das finde ich aber überhaupt nicht problematisch. Okay. Ich finde dich problematisch. So. Ja, Danja, wenn du das... Guck mal. Wir spielen jetzt unter fairen Bedingungen. Und da wirst du direkt so salty, ne? Was für faire Bedingungen? Das sind keine fairen Bedingungen. Doch, natürlich! Du hast doch letztens die Obi gewonnen. Oh. Jede Obi mit einem Labyrinth ist keine faire Bedingung. Ach, komm. Hör auf, Danja. Hör auf, dich hier rauszureden. Ich rede mich das nicht wird raus. Hier... Das könnt ihr gerne mal in eure TikTok-Edits und so packen, nein, ne? Nein, das wird niemand in die TikTok-Edits. Nein. Doch. Nein, das wird einfach niemand da rein. Nein. Bitte, Leute. Das wird so weitergehen. Ja, bitte. Jetzt mach hier einen auf Tränendrüse, ne? Der will euch nur weich kochen. Glaubt ihm kein Wort. Brauchst jetzt auch nicht einen auf Katze machen. Das nimmt dir eh keiner an. Ich bin keine Katze. Nein, ich hab's. Was ist das denn hier jetzt schon wieder für ein Käse? Jetzt ist meine Kamera ausgegangen. Aber du verstehst, dass ich keine Zeit habe, die jetzt wieder einzuschalten. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst sie zur nächsten Obi anmachen. Wo bleibt denn jetzt mein Floß? Jetzt muss ich hier auf Danja die ganze Zeit warten, ne? Und sie ist gleich schon da. So, jetzt hier aber. Lass mich einfach in Ruhe. Mir alone, okay? Ich bin gleich entkommen. Was ist, Danja, was ist denn? Singst du gerade ein Lied, wie traurig du bist? Ich könnte ein Lied darüber singen, wie glücklich ich gerade bin. Ich bin glücklich. Ich könnte ein Lied darüber singen, was ich von dir halte. Kennst du diesen TikTok-Song? A, B, C, D, E. Nein. Okay. Kenn ich nicht. Ihr kennt ihn bestimmt. So. Nein! Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Nicht beim letzten Licht. Ich dachte gerade, das wäre Danja, aber nein. Danja ist noch bei Level 24. Oh mein Gott, wie süß. Kannst du einfach mal leise sein, wirklich. Hat dir ein... Wie süß. Guck mal, Danja versucht einfach mit Khan mitzuhalten, also mit mir. Also. Ich bin Khan und ich kann so toll aufspielen. Das ist so nett gerade. Guck mal. Ich weiß, ihr habt gerade Spaß. Ja, ist schön. Ich auch. So, und die Obi ist gleich schon wieder vorbei, Danja. Nein, das kann doch nicht sein. Ich bin wie fühlt so sich gut das, wie geworden Danja, mittlerweile. Ich bin so Danja, gut geworden mittlerweile, ne? Danja, ich würde auch mal gerne wissen, wie fühlt sich das eigentlich an, also eine Obi nicht zu beenden? Also fühlst du dich dabei eigentlich nicht schlecht? Also dass du ich würde gerne mal wissen, wie fühlt es sich eigentlich an? Was?
Sag, frag ruhig. Du kannst den Champion alles fragen. Ich bin an Interviews gewöhnt, weißt du? Also ich muss mich auch dran gewöhnen, ne? Weil ich bin ja auch, stehe im Fokus, im Mittelpunkt, nicht so wie du. Frag ruhig. Ne, gönn ich dir nicht. Ich bin so gut in dieser Obi. Ich bin so gut in dieser Obi, ey. Warum wurde ich jetzt festgenommen? Wie, ich bin wieder in einem Gefängnis? Ja, dumm halt. Einfach nicht ausbrechen, ne? Gefängnis von Alcatraz, okay. Ja, herzlich willkommen, wa? Okay, irgendwas ist in diesem Raum, was mir anscheinend helfen kann. Aber was? Achso, da. Okay, ich brauche hier noch was. Das ja, Ding aber ist, wo? Wenn ich jetzt verliere, ist das Beste, was ich halt noch rausholen könnte, ein Gleichstand. Und damit bin ich nicht zufrieden. Ja, aber wo ist denn jetzt hier die... Ah, hier. Okay. Ich hab hier so eine Brechstange. Schön für dich, dass du eine Brechstange hast. Jo. Also auch hier bin ich gleich wieder raus, Danja. Das heißt, die Obi müsste gleich eigentlich schon... Ja, ach, halt doch einfach den Rand. Einfach den Rand jetzt. Ja, ist ja schön für dich. Ich freue mich ja so sehr für dich. Du machst das ganz, ganz toll. Ich mach das ganz toll, ne? Mach das ganz, ganz toll, oder, Danja? Sag es. Komm, sag nee, es. Nee, halt doch einfach. Nee. Weißt du, lass mich einfach in Ruhe jetzt. Lass mich einfach in Ruhe jetzt. Ich will nicht mit dir reden. Ich will dich nicht hören. Ich will dich nicht sehen. Muss ich ja zum Glück auch gerade nicht. Wollte ich gerade sagen, ich bin ja so weit vorne, Danja, dass du meinen Roblox-Avatar noch nicht mal sehen kannst, ne? Ich bin so weit vorne, dass du das noch nicht mal sehen kannst. Ja, der ist auch hässlich. Ja, ja, komm, also das stimmt ja jetzt nicht. Also komm, bei aller Fairness, ne, jetzt so. Bei aller Fairness. Das stimmt ja jetzt nicht. Als ob du was von Fairness verstehen würdest. Fairness. So, ich glaube, gleich ist es soweit dann, ja? Das ist aber ein ziemlich cooler Obi. Ich werde jetzt erst festgenommen. Jetzt erst? Oh mein Gott. Kann nicht wieder irgendwie sowas passieren, dass man irgendwas rausfinden muss und du dann einfach voll auf dem Schlauch stehst und ich find's dann sofort raus und bin dann so, lol. Das wäre halt mega gut. Okay, wo ist jetzt diese dämliche Brechstange? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Genau sowas wollte ich. Ich hab ein geheimes Abzeichen gefunden, das bringt mir aber gar nichts. Oh mein Gott, was ist das denn? Bist du fertig? Nee. So, einfach ein elektrischer Stuhl, okay. Kennt man ja. Och Mann, warum muss ich jetzt schon wieder sowas hier machen? Nein, dir ist aber auch schon klar, ne, wenn ich jetzt gleich diese Obi gewinne ich ja sowieso, und auch die dritte Obi gewinne, dann ist das Turnier eigentlich schon wieder vorbei, ne? Dann kannst du einfach mal den Rand halten. Nein, warum sagst du das heute so oft? Warum weil du möchtest mich du meine nervst, Stimme nicht hören? Weil du mich nervst. Ich finde meine Stimme ja heute ganz angenehm eigentlich. Guck mal, ich bin ruhig, ich flipp nicht aus. Ja, aber auch nur, weil du am Gewinnen bist gerade. Ja, aber ich meine, dafür übe ich ja auch immer, ne? Ich hasse diese Spiele. Was hast du für Spiele? Ja, wo ich gerade bin bei diesem Level. Ja, es war klar. Links, rechts, links. Links, rechts, links. Und dann wahrscheinlich geradeaus, ja. Wir brauchen dann sowas wie eine Trophäe oder sowas.
die immer neu vergeben wird nach jedem Obi-Turnier. Ich bin ja jetzt erstmal, also für mich ist ja ganz klar, dass ich sowieso als Champion hier jetzt aus dem heutigen Video mich verabschiede. Ja, komm, hör auf, du! Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du mega arrogant bist, wenn du was gewinnst? Ja, ich weiß. Ich bin so gut. Du bist ein schlechter Verlierer, aber du bist halt ein noch viel schlechterer Gewinner und das ist einfach so. Das finde ich gut. Also solange ich der Gewinner bin, habe ich damit überhaupt kein Problem, Danja. Ja, aber wer verliert einmal, ne? Dann schafft er. Ja, aber das war ja beim letzten Mal habe ich dich einfach gewinnen lassen, sagen wir mal so. Du hast mich nicht gewinnen lassen. Du bist danach auch so oft gestorben, dass du mich auch nicht eingeholt hättest. Du bist einfach so oft gestorben da an dem Ende. Das hätte gar nicht funktioniert. Okay, also meine Kamera ist gleich auch kurz aus. Oh. Mach sie doch wieder an, Kahn. Du bist auch so weit vorne. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus, ist die Frage. Ah, okay. Okay. Einzelhaft. Wie viele Stages gibt es denn in dieser Obi? Ich wollte gerade sagen, es sind ganz schön viele Obis, ne? Oh mein Gott, ist das ein elektrischer Stuhl? Genau. Habe ich eben auch schon gesehen. Weirdes Gefängnis. Okay, Kamera ist jetzt aus. Mache ich gleich wieder an zur dritten Obi. Was wahrscheinlich schon natürlich die letzte Obi sein wird. Aber dass du nicht mal ansatzweise die Chance hast, Danja, das finde ich schon ein bisschen traurig. Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das hier so ne, ein bisschen schwierig wird, aber es ist ja wirklich gar nicht schwierig geworden. Weißt du, was ich traurig finde? Ja. Dich. Oh. Ja, ich glaube, du wünschst, du wärst ich jetzt gerade. Nein, ich wünsche nicht, ich wäre du. Ich wünsche zwar, mein Roblox-Avatar wäre jetzt gerade da, wo deiner ist. Aber das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Okay, ich glaube, die Obi ist vorbei. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Wir haben es geschafft. Ich muss jetzt aber sicher gehen. Freiheit, okay. Okay, das sieht doch danach aus fast schon. We've escaped. Aber ich muss hier noch, ich glaube, ins Headquarter. Ist es denn jetzt mal vorbei? Ja! Yes! Ich hab's geschafft! Auch diese Obi habe ich wieder gewonnen. Ja, Leute, ich habe auch die zweite Obi in diesem Turnier gewonnen. Das heißt, wir gehen doch jetzt mal, Danja ist noch bei Level 43, wir gehen jetzt mal zur dritten Obi im Obi-Turnier und dann, glaube ich, kann ich das Finale schon gewinnen. Let's go. So, Danja, wir sind jetzt vielleicht in der letzten Obi für das Obi-Turnier heute, für das erste offizielle Obi-Turnier. Okay, Danja, willst du schon anfangen oder was ist los? Ich weiß nicht, es war gerade aus Versehen eigentlich. Aber ja, okay, komm, dann gib mal dein Zeichen und dann können wir starten. Okay. 1, 2, 3. Go! Okay. Oh, Gott. Was war das denn? Okay. Oh, die Obi sieht aber sehr, sehr schön aus. Oh, wow! Warum? Okay. Ey, Kahn! Ja, genau das gleiche ist mir bei dir gerade auch passiert. Ja. Mann. Okay, wir müssen aus einem ich hasse alles. Schloss entkommen. Das fängt doch schon richtig blöd an, ey. Das fängt ja einfach schon fürchterlich schlimm an. Okay, wo ist Danja? Wo ist Danja? Okay, sie ist gerade schon nicht da. Okay, nein, ich möchte nicht mit dir sprechen. Warum kann ich hier nicht hochklettern? Kletter doch jetzt. Okay. Pass auf den Ritter auf, ne? Gebe ich dir nur so als Hinweis. Da solltest du springen.
Das ist mein Ernst. Ja, sehr schön. So, wo ist der Schlüssel? Okay, perfekt. Ich weiß auch gar nicht, was für ein... Ach, da ist der Ritter. Mhm. Muss ich jetzt immer wieder den Schlüssel hier holen, oder was? Okay, und jetzt? Oh, das war die falsche Truhe. Hä, aber wie geht das denn? Was? Ich komme jetzt hier nicht weiter gerade. Oh, sehr schön, weil ich bin da nämlich auch. Nein! Ey, warum falle ich hier runter? Hä? Ich bin ein Huhn. Warum bin ich ein Huhn? Warum bin ich zu einem Huhn geworden? Und warum habe ich immer noch keinen blöden Schlüssel? Hä? Ich habe das doch vorhin aufgemacht. Eigentlich alle rollen? Wow, das sieht hier irgendwie alles sehr gefährlich aus. Aber warum sterbe ich die ganze Zeit? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt bei dieser Stage nicht weiterkomme. Jetzt ist Danja sogar vor mir. Och man, ey, du hast wieder so viel Glück, ne? Das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Frag mich bitte nicht wie. So, wo bist du denn jetzt, Danja? Warum ist Danja vor mir? Kann ich gerade nicht glauben. Oh Gott, ey, sie ist wieder vor mir. Ey, guck, jetzt träumt sie wieder. Jetzt träumt sie wieder. Nein! Ey, ich krieg zu viel! Warum bricht denn hier immer alles zusammen so? Danja, konzentriert oder was ist los? Ja. Ha? Ich konzentriere mich. Ich muss mich konzentrieren. Was soll ich sonst machen? Sie ist richtig ruhig. Sie versucht einfach zu gewinnen. Ja, natürlich versuche ich zu gewinnen. Was soll ich denn, was soll ich sonst tun? Versuchen zu verlieren? Es sind aber ganz schön viele Ritter, ne? In diesem Schloss. Ja, muss ich auch sagen. Daniel, warum bist du denn so super schnell? Ich sehe dich gar nicht mehr. Hä? Hallo? Ja, toll, jetzt habe ich ganz viel Zeit verloren. Danja, was ist denn los? Warum so super konzentriert? Du bist richtig ruhig auf einmal, hä? Ich glaube, ich muss dich gleich leise machen. Guck mal, ich sehe Danja schon nicht mehr. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal miterlebe. Wow, Danja, nicht schlecht. Müssen wir tatsächlich noch in eine vierte Obi gehen? Hätte ich nicht gedacht. Danja will es nochmal wissen. Danja will es also nochmal wissen. Es tut mir leid, Leute, ich kann euch gerade nicht unterhalten. Ich muss gehen. Okay, ich glaube, ich bin schon wieder vor Danja. Oder? Ich weiß es nicht. Ah nein, doch nicht. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment. Aber gut. Hä? Was ist das denn? Nein, Danja wird das gewinnen. Also wenn jetzt nichts krass schief geht, ich weiß halt auch nicht, wie viele Stages es hier gibt. Du bist, ich glaube, halt nur 25 oder so. Okay, ich hätte mich eben schon hinsetzen sollen einfach. Nein, ist das dein Ernst? Oh, jetzt sterbe ich hier die ganze Zeit bei diesem Boot-Level, weil das Boot nicht vernünftig landet. Ach, gut. Wir müssen anscheinend doch in die vierte Obi. Hätte ich nicht gedacht.
Mann, wie kann ich nur die Obi nicht gewinnen? Wow, Kollege, wow, was ist das für einer? Der hat mich jetzt irgendwie total erschreckt. Hä? Was soll ich denn hier machen, bitte? Wollte ich nicht hier hinfallen? So. Oh Gott, geht weg. Ich hab Angst vor sowas. Bitte geht weg, okay? Danke. Uiuiui. Okay, es kommt was Gruseliges anscheinend. Ich komm gar nicht. Nein. Nicht runterfallen. Daniel, du musst jetzt. Okay, beruhige dich. Hä? Ich hab doch nichts berührt. Oh, das hat mich so rausgebracht, dass das gerade gruselig war. Ich bin total raus aus meiner Konzentration. Jetzt verliere ich bestimmt. Über so und springen ist besser. Oh, die Obi ist aber sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Aha. Sehr schön aussehen. Okay. 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 Oh no, du rollst auf. Ein bisschen Tower of Hell mäßig. Mehr sterben. Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Sonst holt mich Khan ein und alles ist verloren. Okay, ich nehme das hier. Bitte sei jetzt das Richtige. Bitte. Achso, oh nee. Warum wusste ich das nicht? Oh nee. Okay. Ich sehe gerade Danja. Oh nee, okay. Nein! Nein! Ja. Nein! Ja! Oh, bitte, Pony, was ist mit dir? Warum? Oh nee, du darfst jetzt nicht backen. Du blödes Pony, warum backst du denn jetzt hier rum? Ich dreh durch. Ich krieg einen Anfall. Nein! Anfall. Nur weil ich gegen einen Baum gelaufen bin. Hallo, jetzt. Mach doch. Nein, warum? Was ist das für ein Mist? Was ist das? Ich muss mich voll konzentrieren. Jetzt lauf doch. Ey, warum? Ey, du bist... Warum läuft die mir im Weg, Mann? Ich dreh durch. Was machst du in meinem Weg? Girl, ganz ehrlich, ich bin normalerweise super entspannt bei sowas, aber das ging gerade gar nicht. Die ist mir einfach in den Weg gelaufen. Ich kriege eine Krise. Ey, das gibt es doch einfach nicht. Warum läuft die mir auch in den Weg? Was hatte die da zu suchen? Was hatte die da für Business? Okay, ich bin jetzt an Danja vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber ich bin doch an Danja vorbei gerade. Ich weiß aber nicht, ich glaube 5 Level sind noch. Ja, Danja, sorry, tut mir leid. Guck, es ist... Nein, Mann, die scheint gerade einfach so mir im Weg. Ich kann gar nichts dafür. Warum muss auch... Ganz ehrlich, nee. Wir machen... Kannst du nicht Privatserver machen, wenn wir sowas machen? Ja, als ob. Ich habe genau die gleichen Hindernisse wie du. Hast du mit anderen Spielern. Nicht? Nein, hast du nicht. Weil dir ist keiner in den Weg gelaufen. Dir ist keiner in den Weg gelaufen, Mann. Achso, hier ist der Drache, okay. Was ist einfach grauenhaft. Okay. Es wird doch nicht so einfach, wie ich dachte. Bitte stirb. Bitte. Musst du doch einfach nochmal runterfallen oder sowas, Khan. Bitte. Einfach runterfallen irgendwo oder sowas. Ich wäre auch so zufrieden mit so umgenietet werden oder sowas. So ein Ritter ja, oder so, komm. Der dich einfach kurz K.O. schlägt oder sowas. Wäre doch nett. Was ist denn jetzt mit diesem Pferd? Warum läuft das denn jetzt auf mir rum? Was ist das für... Dämlicher Ritter, lass mich bloß in Ruhe. Brauch dich nicht. Okay, der Drache ist besiegt, aber jetzt sind hier noch heftige Ritter. Oh Gott, ich sterbe gleich. Ja, bitte.
bin jetzt im Schloss angekommen. Ich weiß aber nicht, ob ich schon fertig bin oder nicht. Ich glaube noch nicht. Bist du immer noch bei den Pferden? Nein. Warum gibt's hier nicht so Abkürzungen wie bei Mario Kart oder sowas? Jetzt krieg ich hier Höhenangst noch, ey. Ich krieg noch zu viel. Also wenn dich das aufhält, dann hätte ich damit kein Problem. Okay, jetzt ich muss mich auch konzentrieren, Leute. Es tut mir leid. Warum, ey? Es lief so gut. Es lief einfach so krass gut. Und sowas. Okay. Was? Jetzt 20. Warum? Ich war gar nicht in dem blöden Feuer. Ich war immer noch in dem dämlichen Archway. Was ist das? Jetzt mal ernsthaft. Wer hat dieses Spiel gemacht? Wer war das? Weißt du, es gibt hier Leute, die sind hier einfach nur so zum Spaß. Die wollen einfach eine gute Zeit haben, so. Und dann gibt's noch diesen Drachen. Ich habe in der Zwischenzeit Samira noch reingelassen. Ja, ist ja schön. Freut mich. Hallo, Sammy. Hallo. Ich hab dich lieb, Sammy. Ja, sie feiert das gerade auch, dass ich hier der erste Obi-Champion werde. Und ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, du kannst mich mal in Ruhe lassen. Jetzt. Ja, es ist vorbei. Ich glaube, ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nein. Das geht nicht. Ich glaube schon. Nee. Also doch, hier ist alles Speed. Achso, warte, hier. Ich glaube, hier ist... Ja, da, ich hab's geschafft. Och, 3:0 im ersten Obi-Turnier hier auf YouTube, Leute. Gegen Danja. Sammy, freut sich auch. Danja, du hast deinen Meister mal wieder gefunden. Na? Du hast deinen Meister gefunden. Von 4 Obis habe ich 3 schon gewonnen. Und damit habe ich schon das erste Obi-Turnier gewonnen. Gerne bald gemeinsam. Das würden wir dann auf Instagram oder TikTok ankündigen. Deswegen am besten da auch kommentieren. Und das Ende überlasse ich natürlich dir, Danja, als zweite Gewinnerin. Bitte, die Bühne gehört dir. Tschüss. Tja! Hallo, guten Tag. Ja, Nein, sie darf das nicht. Wieso denn nicht? Ist doch nicht umsonst. Achso, ja, aber, also sie wissen, also können sie jetzt nicht unbedingt wissen, aber ich bin so ein Influencer und da kann man das... Yo, eine kurze Info, bevor das Video so richtig startet. Ihr wisst ja, wir haben eine Drehgenehmigung für den Moviepark Germany bekommen. Das heißt, das Team wusste natürlich, dass wir da sind, um ein bisschen Unsinn zu machen. Und deswegen möchte ich sagen, bitte nicht alles allzu ernst nehmen, was wir in diesem Video machen. Und bitte auch nicht alles nachmachen, weil vielleicht ist das ein oder andere gar nicht so erlaubt. Aber wie gesagt, durften wir das so ein bisschen machen, um euch zu unterhalten. Was aber auch ziemlich cool ist, ist, es gibt einen Rabattcode. Einfach mal Infobox abchecken. Movie2022. Richtig lecker. Und jetzt starten wir mal mit dem Video. Let's go. Ja, was läuft? Leute, wir sind im Moviepark Germany. Vielen Dank, dass wir hier drehen dürfen. Für weitere Infos gerne die Infobox abchecken. Aber Leute, darum soll es heute gar nicht gehen. Denn dann, ja, ich habe heute was Tolles vor. Wie wäre es, wenn wir heute im Freizeitpark mal einen Tag, wenn ich du wäre, spielen? Komm schon. Komm natürlich mache ich mit. Natürlich mache ich mit. Wie könnt ihr auch mit? Leute, das ist eine von vielen Challenges, die wir hier im Moviepark Germany aufnehmen. Also, da sind wahrscheinlich schon ein, zwei Videos gekommen die letzten Tage und da kommt bestimmt auch noch was. Also, dementsprechend immer abchecken. Und wir starten mal unsere Challenge. So, Danja, ich habe eine schöne Aufgabe heute für dich, für wenn ich ein Tag du wäre. Und zwar folgendes. Das hier. So, wenn ich du wäre, würde ich mal so tun, als wäre das eine echte Achterbahn gerade, wo ich drinne sitze. Hast du dich mal umgeguckt? Ja, ich weiß, hier sind ein paar Menschen. Also, bitte einmal hier reinsetzen. So, einmal zumachen. Bitte.
Und wenn ich du wäre, Danja, dann würde ich mal so richtig rumschreien. Aber so richtig. Ja, du kannst es ja halten. So, du solltest dazu. So, und wenn ich du wäre, ne, hätte ich die größte Angst auf dieser Achterbahn. Hätte ich Angst. Ich hab Angst vor Achterbahn. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach um Hilfe schreien. Hilfe! Okay, es reicht, es reicht, es reicht. Langsam wird mir das auch ein bisschen. Ich stehe bitte auf. Wenn ich du wäre, würde ich da jetzt ganz schnell aufstehen. Habe ich geschafft, die Challenge? Ja, das war eine. Eine? Das war eine Challenge. Kam, wir sind ja hier gerade. Warte mal, hast du mal diese Tasse hier gesehen? Ja, die ist schon schön, ne? Das Patrick, SpongeBob, Sandy, Thaddäus. Die würdest du auch echt gerne gratis mitnehmen wahrscheinlich, ne? Ja, wenn du mir die kaufst? Nee. Was? Kann, wenn ich du wäre, ja, dann würde ich mir jetzt ganz viele Sachen hier zusammensammeln und dann damit, ja, rausgehen. Ja. Und wenn dich jemand fragt, ja, warum du die mitnimmst, sagst du, wenn ich Influencer bin, bekomme ich das gratis. Oh nein, bitte nicht. Hallo, weiß, man muss doch für die Sachen bezahlen. Ja, weil du Influencer bist. Ja, aber weißt du, wie peinlich das ist, Mann? Das ist übelst peinlich. Ich weiß, das macht man nicht, das ist Clown, das weißt du, ne? Das ist das Schlimmste, was es für uns beide gibt, irgendwie das irgendwo zu sagen. Deshalb wirst du das jetzt gleich mal machen. Okay, bestimmte Sachen oder suche ich mir jetzt einfach was aus? Nee, du kannst es raussuchen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich darf das wirklich mitnehmen. Also. I doubt it. Ich glaube auch. Okay, ich nehme auf jeden Fall die Tasse mit. Der Alien. Mhm. Weil er ein bisschen wie du aussieht. Danke. Natürlich. Super Mario. Mhm. Es wäre natürlich auch ein recht kurzes Vergnügen, wenn wir dann einfach rausgeschmissen werden. Ja. Ne? Ich schieb's voll auf dich. Na gut, es ist die Challenge. Okay, komm. Muss ja auch wissen, dass wir im Moviepark hier sind. Ich hab grad gedacht, du hast so 5 Stück genommen. Das sah so aus, als hättest du die ganze Reihe. So, ja, warte. Achso. Wenn schon, denn schon. okay. Oh, Marvel muss natürlich auch mit. Oh, Batman hier, DC Batman. Okay. Du weißt, dass man das nicht darf? Ja, los, raus jetzt. Nimm's einfach mit. Oh, warte, ich will noch einen Oscar mitnehmen. Na, dann nimm noch einen Oscar mit. Ist auch ein bisschen cringe, ne, dass du dir selbst so einen Oscar schenkst. Auch ein bisschen unangenehm. Danja, soll ich jetzt so einen auf Influencer machen? Ja. Okay. Du hast ja gesagt, wenn ich du wäre, ne? Ja, wenn ich du wäre, würde ich das voll machen. Denke mal schön dran. Wir sind befreundet, Karl. Ja, alles klar. Ich wette, du bist gleich die Erste, die hier abhaut und ich werde hier rausgeschmissen. Nein, ich bleib schon da und lach dich aus. Lass mir das doch nicht entgehen. Du traust dich gerade gar nicht, ne? Ich trau mich nicht. Doch, ich trau mich, aber... Hallo, wo möchten Sie hin? Ja, also ich darf das. Nein, Sie darf das nicht. Wieso denn nicht? Ist doch nicht umsonst. So, ja, aber also Sie wissen, also können Sie jetzt nicht unbedingt wissen, aber ich bin so ein Influencer und da kann man das... Tut mir sehr leid, Sie müssen das leider wieder hinlegen. Zumindest ist der Oscar? Zumindest für diese Darstellung. Alles muss hier bleiben. Sicher? Eindeutig. War nicht meine Schuld. Entschuldigung. Hey, weißt du, wie peinlich das gerade war? Weißt du, wie... Ich wette, gleich läuft die ganze Zeit Security hinter uns her. So im Sinne von, passt mal auf den auf. Du kannst einfach froh sein, dass du nicht rausgeflogen bist. Du kannst froh sein, dass du nicht rausgeflogen bist. Beim nächsten Mal machst du das. Ey, da muss ich mir was einfallen lassen. Danja, du brauchst gar nicht hier sitzen. Ich sitze aber so wohl. Weil, wenn ich du wäre, ne, ja, würde ich jetzt mal zum Filmteam laufen und so tun, als wäre ich der Regisseur oder in deinem Fall die Regisseurin. Ich habe Ihren Job jetzt übernommen. Darf ich das einmal? Ich bräuchte das ganz... Hallo, ich bin die neue Regisseurin hier. Ich bin jetzt hier zuständig. Ach, hallo. Guten Tag. Ja, Regisseur, aber ich habe doch einen Vertrag mit Ihnen. Ja, Sie haben einen Vertrag mit mir. Aber ja, nein, also genau, ich übernehme das jetzt alles. Ich habe Ihren Job bekommen. Sie wurden gekündigt. Ja, Sie wurden gekündigt? Nein, wurde ihr nicht. Ihr nicht. Sie sind wunderbar gekündigt. Hier wurde niemand gekündigt. Also ganz... Ja, was denn nun? Also, ich würde die Kamera bei dir machen. Hallo. Sind Sie zuständig für die Kamera? Ja, sehr gut. Perfekt. Okay, also ich bräuchte einen ganz anderen Kamerawinkel. Ich
ich würde von der Seite besser finden. Einmal hierhin mit der Kamera. Sie macht das schon ziemlich gut, aber ich glaube, den Leuten hier gefällt das nicht so. Miss Woods! Miss Woods! Die Kamera hier! Und da! Jetzt schauen wir alle einmal in die Kamera! Ja? Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Verwirrung gestiftet. Ich gehe da mal. Kahn? Ja, warte, stopp! Aus welchem Grund hast du mich jetzt hier zur Bühne gezogen? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier eine Szene aus deinem Lieblingsfilm nachspielen. Lieblingsfilm? Harry Potter. Ach so, ja. Aber richtig laut, ja, wir wollen okay. Das auch alle hören hier. Okay. Also normalerweise darf man das nicht betreten, aber wir haben natürlich eine außerordentliche Genehmigung dafür. Warum? Weil ich ein Model bin. So. Du musst das Zeichen geben. Jetzt! Expelliarmus! Ich finde, ich sehe auch aus wie Harry Potter gerade. Nein. Du siehst aus wie auf dem Pott. Also ich finde, ich habe meine Szene ganz gut eigentlich gespielt. Ja, geht so. Das ist gerade komm mal kurz hoch. Weißt du, was Nanja, wenn ich... Ja. Ja, sag ruhig. Weißt du, was ich schön finden würde eigentlich für eine Szene? Könntest du nicht mal die Szene von Hermine nachspielen nach dem Ball, wo sie so auf der Treppe sitzt? Aber dafür musst du was sagen und zwar... Kann, wenn ich du wäre. Ja. Würde ich jetzt die Szene von Hermine nachspielen nach dem Ball. Okay, wo sie heult? Ja. Ja, okay. Und der Zauber, den sie dann wirft gegen Ron, ist Opoknu übrigens. Was? Opoknu? Opoknu. 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 Okay, warte, ich glaube, sie sitzt so. Ne? Schön. Und wo wart ihr beiden die ganze Zeit? Ihr sollt schon längst im Bett sein. Opoknu! Ich weiß nicht, ob Hermine das gemacht hat, aber das hat sie doch, glaube ich, gesagt an Harry und Ron. Kann das sein? Ja. Kann sein, ne? Also ich finde, ich mache eine schöne Hermine. Ja, geht so. Danja, wenn ich du wäre, würde ich mal auf dieser Bühne hier den schlechtesten Witz bringen, den du überhaupt bringen kannst. Aber mit einer richtigen Ankündigung, wo du hier rauskommst. Nein, warte, stopp. Danja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier rauskommen. So tun, als würde ich von der Treppe fallen. Ja. Und dann den Peter Griffin machen. Kennst du den? Nee. Ah. Der sich... Kennst du das nicht? Nee. Wo er sich so ans Knie hält und dann so... Ah. Also ich kann das versuchen, ja. Möglichst laut bitte, dass andere okay. Das mitbekommen. Okay. So, wenn ich du wäre, würde ich das machen. Das Gute ist, wir haben gar kein Publikum. Schaut mal, ist überhaupt keiner da. Also kann das keiner sehen. So, Danja. Kann keiner sehen, außer den Zuschauern. Ich fand aber, dass ich bei der Harry Potter Darstellung ziemlich gut hier auf der Bühne war. War schon okay. War okay, ne? Warum sind wir jetzt hier beim Karussell? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auf dieses Karussell gehen. Ja. Das ist ein Kettenkarussell für Kinder, ja. Glaube ich. Ja. Da können auch locker Erwachsene drauf. Ja. Und dann würde ich so tun, als wäre das die heftigste Achterbahn im ganzen Park. Richtig, aber richtig kann. Ja, okay, alles richtig. Klar, let's go. Bad nicht schaukeln, drehen, Händchen halten oder an die Kürben dran glauben. Während der ganzen Fahrt bitte die Mund- und Nasenbedeckung anlassen. Wir starten. Viel Spaß. Oh mein Gott, ist das hoch! Lauter! Europas größte Achterbahn! Lauter, ich will runter! Hier gibt's kein Runter, hier geht's höchstens noch schneller! Wuhu! Schneller! Das ist heftig! Hallo! Danja? Ja? Also, wir sind hier ja bei einem... Ja, also die Attraktion ist ja ziemlich cool, ne? Ja. Danja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier super gerne drauf und einfach nur losheulen, weil ich hier nicht drauf darf. Also soll ich jetzt versuchen, da drauf zu kommen? Nein, du sollst hier am Gitter sein und wenn ich du wäre, würde ich jetzt wirklich einfach losflennen, weil ich hier nicht drauf darf. Wenn ich du wäre, würde ich das auf einen sagen. Ich wollte hier drauf und ich darf nicht. Meine Mama hat gesagt nein. Ich wollte aber hier mitfahren.
Leute, wir kommen zum Finale von Wenn ich du wäre. Und ja, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen geplant, dass wir, beziehungsweise nicht geplant, sondern wir wurden damit überrascht hier vom Moviepark-Team. Also vielen Dank nochmal dafür. Danja, wir haben jetzt die Möglichkeit... Kommt der Punkt, ich freue mich so! Wir dürfen bei einem Stunt mitwirken. Und zwar dürfen wir driften, also mitdriften. Ja. Also wir dürfen nicht selber Also fahren. Danja, bitte, tu mir den Gefallen, ich tu dir den Gefallen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal beim Drift mitmachen. Kat, und wenn ich du wäre, würde ich das auch machen. Let's go! Okay, es geht los. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht... Uns wurde gesagt, wir, ja? War jetzt eine schöne Fahrt. Wir driften und auch teilweise auf zwei Rädern. Das ist schon fast wie mit Kanauto fahren. Okay. Wow! Hey, wir machen das gerade mit einem Profi, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne? Das ist ja alles, jetzt können wir endlich mal sagen, es wird von professionellen Stuntleuten gemacht. Ja. Ei. Ich glaube das gerade nicht, dass das gerade passiert. Ich krieg grad zu viel. Oh Gott. Ey, das ist... Ich guck ja, ich sitze ja hier auf der Seite. Oh Gott. Das ist brutal. Also ich habe schon viel erlebt bisher, ne? Aber wir haben schon eben gesagt, also jetzt können wir endlich mal sagen, das wurde vom professionellen Stuntman gedreht. Und es ist super, danke schön. Grazie, ey. Der hat das so heftig gemacht. Also, das war so krass. Also hat schon Spaß gemacht. Also, wenn das kein Abschluss ist für, wenn ich ein Tag du wäre, beziehungsweise wenn ich du wäre im Freizeitpark, nochmal vielen Dank an das Moviepark-Team, dass wir das hier auch nochmal machen durften. Das ist echt Wahnsinn. Also wenn das kein gutes Finale ist, dann weiß ich auch nicht. Setz dich mal hin. Brutal. Bevor das eigentliche Video startet, wollte ich erstmal nur kurz sagen, sorry. Sorry wegen dem ersten Video heute, aber ich meine, ihr kennt mich. Nach meiner YouTube-Pause dachte ich, ich muss in einer Art und Weise zurückkommen, wie es typisch für mich wäre. Und das war es, glaube ich, auch. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Okay, Leute, jetzt geht's aber los. Ich bin ziemlich nervös, aber ich habe wirklich lange auf diesen Moment gewartet und ich kann jetzt nur noch sagen, die Reise, sie beginnt. Passiert das gerade wirklich? Ja. Es passiert gerade wirklich. Mhm. Ja. Wir träumen nicht. Nee. Das ist kein Traum. Nee, ihr auch. Also ihr träumt auch nicht. Es ist Realität. Wir befinden uns gerade nicht in einer Simulation oder so. Nein. Es ist gerade alles Wirklichkeit. Ja, es passiert genau so, wie ihr gerade denkt. Ja, es wird genau so etwas passieren. Genau das, was ihr wahrscheinlich seit Monaten gehofft habt. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da! Yes!
Oh mein Gott, ja, wir träumen nicht, Leute. Ja, und ja, ihr tut es auch nicht. Wir sind wieder back im Geschäft. Mhm, aber wie? Mhm. Aber sowas von. Das epischste Duo ist wieder zurück. Das ist doch das Comeback des Jahres. Also klar, jetzt werden so Leute sagen, es geht um euch. Aber ey, Leute, um noch mal ganz, ganz kurz klar zu kommen. Ne? Also das ist kein Prank. Danja ist nicht heute nur einfach zu Besuch hier. Ne? Und so, oh mein Gott, ja, hallo Karl. Ist ja schön, deine Haare sehen ja krass aus. Ja, und darauf gehen wir gleich alles ein. Und Leute, bevor wir jetzt erstmal weitermachen, sorry für unsere Pranks an euch. Es tut uns leid, aber wir sind ein bisschen dramatisch. Ja, wir wollten den 1. Januar möglichst, ich sag mal, nutzen dafür, dass ihr vielleicht denkt, hey, ne, es klappt bei mir leider doch nicht. Ne, bei Danja wusste ihr das ja sowieso noch nicht. Und ja, Leute, wir sind wieder da. Wir sind wieder, ich freue mich richtig. Ich bin sehr hyped. Okay, ja. Ich weiß, es ist gerade unangenehm zu schauen, ne? Es ist unangenehm. Danja so, ja, los. Leute. Ja, es war keine Musik dahinter, weißt du? Ja, ich habe ja Musik hinterlegt. Ja. Nur weil du jetzt keine hörst. Guck mal, es fängt schon im ersten Video direkt an. Ich wollte eigentlich... Aber ohne Musik. Spiel es jetzt nochmal. Okay, ich lasse es jetzt ohne damit Musik. Ihr seht, wie unangenehm das gerade war. Okay, ja. Du weißt, es ist gerade unangenehm. Was wollen wir heute eigentlich, also wir wollen natürlich als erstes ankündigen, Leute, dass wir wieder zurück sind. Das heißt, wir werden gemeinsam die nächsten Monate, hoffentlich Jahre, wieder Videos zusammen aufnehmen. Ja, wundervoll. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was wir eigentlich vorhaben. Mhm. Gleichzeitig, ne? Schaut jetzt auf jeden Fall, wenn bisher noch nicht geschehen, jetzt in die Infobox, weil da ist Danjas Kanal. Ne? Auf jeden Fall auch abonnieren, weil wir werden, also wir sind zwar zwei Kanäle, aber ihr müsst es als einen großen betrachten. Ja, wir machen gemeinsam Videos. Richtig, wir machen auf meinem Kanal gemeinsam Videos und wir machen auf Danjas Kanal gemeinsam Videos und das heißt auch wirklich täglich. Es ist jetzt nicht so, dass Danja zwischendurch mal bei mir ist, sondern eigentlich in jedem Video. Ja. Und bei, was? Was war das denn? Was sollte das? Ja. Mit sowas muss ich jeden Tag. Nein, ich freue mich natürlich. Ja. Ich freue mich natürlich. So, und das gleiche passiert bei Danja genauso. Yes. Deswegen checkt auf jeden Fall ihren Kanal jetzt ab. Da ist ein gleiches Video online gegangen. Ich meine, du hast es wahrscheinlich auf Instagram und TikTok schon angekündigt, wie ich auch. Ne? Dazu kommen wir dann auch noch gleich zu TikTok und Instagram. Also im Endeffekt, wir sind wieder da. Wir nehmen wieder ganz, ganz viele Videos auf. Und ihr werdet jetzt natürlich fragen, okay, was habt ihr denn jetzt eigentlich vor? Ne? Ja, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Wir chillen eigentlich den ganzen Tag. Wir machen einfach so 24-Stunden-Streams immer, wie wir einfach so gammeln. Kündige es nicht an, weil jetzt wollen die das. Ja, und dann müssen wir wirklich 24 Stunden gammeln. Hör auf damit! Es fängt schon super an! Nein, wir, das kommt vielleicht auch später hinzu, Streaming ist auch noch was, über das wir sprechen wollen. Wir wollen es heute auch nicht zu lang halten. Vielleicht wird es ein bisschen. Heute hier geht schon direkt mit Roblox wieder weiter. Da muss ich kurz was korrigieren. Nicht heute, sondern morgen. Morgen um 10 Uhr. Merken, okay? In der Kombination, die ihr euch alle mal wieder gewünscht habt, wir werden Roblox spielen. Roblox. Bei mir und bei Danja. Mhm. Also, das meine ich mit wir. Ne? Wir haben verschiedene Brookhaven RPs. Mhm. Wir haben wieder Adopt Me Roleplays. Mhm. Wir werden wieder uns bei irgendwelchen komischen Challenges herausfordern, sei es Obis oder was auch immer. Wir werden ganz, ganz viel Minecraft in Zukunft zocken, mal überleben, mal welche Challenges wieder oder auch Roleplays. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen einfinden. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, was für ein Roleplay wir bei Minecraft vielleicht machen wollen. Dann zocken wir natürlich auch ein paar Apps. Mhm. Wir zocken ein paar Simulatoren. Yes. Da kommt was ganz, ganz Tolles auf euch zu. Also auch ziemlich lustig. Und es ist sehr witzig. Der Vorteil daran ist, wir nehmen das wirklich immer zu zweit auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alleine irgendwelche Videos aufnehme. Danja ist immer dabei, so wie ich bei Danja meistens immer dabei, also eigentlich immer dabei bin. Ja. Es sei denn, es ist wieder als Duo. Wir sind weg! Wir sind weg! Da? Back in the track! On track. Ja, muss. Eigentlich würde ich dich jetzt rausschmeißen, ne? Warte. Ja, meinst du. Warte, stopp! Ich bin genau immer noch so. Sei ruhig, sei ruhig! Back on the track? Meinst du, back on the track? Ich möchte jetzt was Veganes essen. Ohne das wird, das heißt back on track. Ja, wie dem auch sei, ist mir auch egal. Auf jeden Fall werden wir sozusagen viel mit Gaming zu tun haben. Zwischendurch machen wir vielleicht auch mal ein paar Challenges. Die können bei Danja etwas anders aussehen wie bei mir vielleicht. Mhm. Ne? Es kommt hinzu bei mir,
dass ich auch Videos mit meiner Frau aufnehmen werde. Yes. Sie wird Roblox auch zwischendurch mal spielen, auch vielleicht mit uns gemeinsam. Ich bin gespannt drauf sein. Aber in der ersten Zeit erstmal nicht so viel, dass ich vielleicht auch ein bisschen privater jetzt hier werde. Na, das heißt auch ein bisschen, das heißt jetzt nicht Vlogs oder so, sondern vielleicht muss meine Frau sich auch ein paar Fragen stellen oder sowas. Oha. Ja, auch mit Danja sogar zusammen. Zum Beispiel ein meine Frau versus beste Freundin. Wer weiß, ob da was geplant ist. Oh no. Ja? Aber das kommt jetzt in der nächsten Zeit auf euch zu. Es ist so, dass wir hier täglich 2 Videos haben und bei Danja täglich 2 Videos. Die kommen immer etwa zur gleichen Uhrzeit, also immer so eine Stunde verschoben. Ich meine, da hatten wir 15, 17 und 16, 18. Ja, ich glaube, wir werden es hier reinschreiben. Ja, wir schreiben es nochmal rein. Also, um das jetzt nochmal klarzustellen mit den Upload-Zeiten. Bei Danjas Kanal wird es so sein, dass jetzt in den Ferien und am Wochenende die Videos immer um 10 und 14 Uhr veröffentlicht werden. Wenn dann wieder Schule ist, kommen die Videos in der Woche, also von Montag bis Freitag, um 14 und 16 Uhr. Bei mir ist es so, dass am Wochenende und in den Ferien die Videos immer um 10 und 13 Uhr veröffentlicht werden und in der Woche, also von Montag bis Freitag, um 15 und 17 Uhr. Ja, ich weiß, ein bisschen kompliziert, aber es kommen halt viele Videos. So, aber es ist auf jeden Fall immer so, ab 15 Uhr könnt ihr immer auf die Kanäle reinschauen. Ihr bekommt ja sowieso am besten eine Benachrichtigung, deswegen am besten abonnieren. Aber wir werden so weitermachen, wie ihr uns kennt. Das ist die grundsätzliche Message, die wir an euch geben möchten. Wir werden so weitermachen, wie ihr uns kennt. Yes! Furchtbar nervig, anstrengend, laut, zocken. Hauptsächlich, dass Danja mich nerven wird. Aber so. Weißt du, was ein absolutes Upgrade ist? Das wäre? Die Katzen. Ja, richtig. Wir haben hier zum Beispiel meinen Kratzbaum. Und bei Danja werdet ihr auch den von Hilfe und Kiba sehen. Also von Samira, den Kratzbaum, meinen Kratzbaum von Samira. Sie ist jetzt gerade nicht da, also sie ist gerade am Chillen woanders. Stell mir gerade so vor, wie du an dem Kratzbaum sitzt. Also, nein, ich mach's lieber nicht, weil dann geht's dann kaputt. Dann geht er kaputt. Einfach so. Und das ist das sozusagen, was euch von den Inhalten hier erwartet. Also viel, viel Gaming, aber immer mit Unterhaltung. Ne? Roleplays, Challenges, wieder Spiele testen. Und dann kommen wir zu einem weiteren Thema, Streaming. Ja. Ich weiß, dass Danja schon relativ früh jetzt bei Twitch auch streamen wird, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bei YouTube. Ach, bei YouTube, Entschuldigung. Bei YouTube. Ich werde auch bald streamen, wann weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Ende des Monats, weil ich noch ein paar Sachen machen muss und einfach momentan noch nicht die Zeit für Streaming habe. Das wird aber auch kommen. Genau. Ja. Und dann sonst noch zu TikTok, Instagram. Also checkt auf jeden Fall auch TikTok und Instagram bei uns beide ab. Und ihr habt ja, guck mal, das habe ich voll vergessen, meinen Kanalnamen. Ja, ach ja, stimmt. Das musst du vielleicht auch noch erzählen. Cantastic, ne? Cantastic. Also es ist nicht mehr Can-XY, sondern es ist Cantastic, weil alles ist Cantastic. Ne? Was? Cantastic. So in der Art. Und dementsprechend auch bei Instagram und TikTok mittlerweile. Da werden wir auch definitiv jetzt, oder wir sind auch schon aktiver die letzten Tage gewesen, natürlich aufgrund unseres Pranks. Aber auch jetzt, zu diesem Zeitpunkt sind neue TikTok-Videos online gegangen auf beiden Accounts. Bei Instagram genauso, das heißt, checkt das da ab. Genau, wir werden definitiv da ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel aktiver werden. Sehr viel aktiver. Das ist der Plan. Ja, das ist nicht nur der Plan, das ziehen wir auch durch. Das ziehen wir durch. Genauso wie wir 2 Videos pro Tag durchziehen erstmal. Und ich glaube auch, dass wir das langfristig, je nachdem wie euer Interesse für uns natürlich weiterhin ist, da auch durchziehen werden. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich habe zwar gesagt, es soll nicht zu lang werden, aber ich erzähle was. Du bist halt einfach eine Labertasche. Ja, was, also einmal los. Was habe ich in den letzten 6 Monaten gemacht, dann ja? Ja, nichts. Ja. Gar nichts. Ich habe viel gechillt, tatsächlich, aber es war auch mal gut. Also, ich glaube so, ich habe echt wenig mitbekommen, wenn du irgendwie was gemacht hast. Ich habe viel von dir mitbekommen, aber dann hast du halt nichts gemacht, doch. Ja. Du hast, wenn dann mal so ein bisschen was gezockt oder so ein bisschen hier halt eingerichtet. Ja. Gegammelt. Also für mein Studio habe ich schon relativ lange gebraucht. Mhm. Also knapp so 2-3 Wochen. Ja. Da habe ich im Oktober angefangen. Und dann habe ich mich schon an ein paar Sachen rangesetzt, dass ich die vorbereiten konnte. Aber ich habe viel gechillt. Ja, ich habe viel gechillt. Aber ich glaube, das hatte ich auch angesagt. Ich wollte das aber auch mal. Ja, ist ja auch. Hast du dir auch verdient? Ja, ist doch okay. Ist doch okay, habe ich mir verdient. Hast du gut gemacht. Das hat sich jeder verdient. Sogar du, Danja. Sogar du. Dankeschön. Auch wenn es schwierig ist. Und da auch die Sache, okay, ich meine, klar, ich war auf Social Media gar nicht mehr aktiv eigentlich. Ja.
Ich hatte noch so ein paar Restvideos, die ich für TikTok zum Beispiel hatte. Dann war ich weg, aber es war schon so, dass Danja und ich natürlich immer Kontakt hatten. Ne? Ja, also, das stimmt. Ich glaube, ja, schon wir haben uns, täglich, ne? Ja, schon täglich. Also auch wenn es nur so ist, dass ich mal kurz vom Zocken was geschickt habe oder so. Ja. Oder auch nur was ganz anderes. Ja. Danja hat sogar auf Samira zwischenzeitlich aufgepasst. Ja, stimmt. Na? Das war wundervoll. Meine das Frau und ich so waren für ein paar Tage weg. Und da hat sich Danja angeboten, ich habe sie gar nicht gezwungen, nein. Es war wunderschön, wir haben uns so gut verstanden, wir haben so viel geschmunzelt. Die haben sich so gut verstanden, dass Samira mir direkt auf den Schoß gesprungen ist, wo ich zurückkam. Also könnt ihr verstehen, wie gut die sich verstanden haben. Wir haben uns richtig gut verstanden. Sie hat so viel Leckerli bekommen, wie wahrscheinlich in den ganzen Jahren davor nicht. Ja, aha. Sie mochte mich sehr. Ja. Ja, Leute, der Traum beginnt für uns so ein bisschen, davon hatten wir ja auch immer erzählt. Wir wollen jetzt so ein bisschen unser neues Ding, eigenes Ding so ein bisschen unsere durchziehen. Ziele mal in die Hand nehmen, richtig, angehen. Und hatten wir vorher natürlich auch schon, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, der Plan für die Zukunft ist eigentlich ganz, ganz viele Videos wieder für euch produzieren. Und hoffentlich findet ihr da auch wieder Spaß dran. Ne? Das wäre richtig toll. Das wäre super. Ideal. Ey, ich stelle mir das vor, ihr seid jetzt schon, also ey, ihr bekommt 4 Videos von uns pro Tag. Das, ne? Ist schon, das ist schon nervig. Also ich würde uns nicht abonnieren in diesem Fall. Bin ich ganz ehrlich. Also nur wenn man besonders krass ist, dann kann man hier abonnieren. Nein, ihr wisst, was ich meine. Nein, ihr müsst natürlich nicht, aber es würde uns trotzdem natürlich freuen, wenn ihr immer mal wieder reinschaut, am besten täglich. Natürlich sollt ihr nicht alle Videos immer gucken, weil ihr habt auch Hausaufgaben und alles andere Zeug. Aber wenn das alles fertig ist, könnt ihr gerne die Videos gucken, wenn ihr dann noch pünktlich schlafen geht und sowas. Und ja, pünktlich schlafen gehen ist sowas von überbewertet, finde ich. Also der Plan für die Zukunft ist einfach, dass wir jetzt gemeinsam hoffentlich eine ganz, ganz tolle Zeit haben. Und diese neue Reise beginnt jetzt. Sie ist kein Traum, sie ist absolute Realität. Und wir hauen so richtig rein. Also wir werden euch so richtig nerven. Und wenn ich meine so richtig, dann meine ich kantastisch. So richtig. Ey, ich sollte aufhören, dies kantastisch zu sagen. Also das ist nein, ja der Kanal. Du kannst nicht aufhören, das nein, aber das ist so voll. Ich mag das nicht in der dritten. Kantastisch. Es ist fantastisch. Aber die Steigerung davon könnt ihr nutzen. Sie ist kantastisch. Okay? Ja. Also falls ihr ausdrücken wollt, wie ihr das findet, dass wir wieder zusammen Videos machen, falls ihr das gut findet, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dass das kantastisch ist. Ja. Fantastisch. Es geht los. Ja. Macht es gut? Macht's gut. Yes! Ciao! Ja! Ein Stern. Guck, sie macht das voll extra! Du machst das extra! Ich bin fair. Und darüber so ein Rock? Ja. Aber wo ist denn der Rock? Ich weiß nicht. Achso, das geht leider nicht. Achso, sowas kaufst du dann nicht? So und dann hast du noch gesagt. Ey. Die grünen Haare. What? Ja! Was läuft? Leute, willkommen zu einem neuen Video mit mir. Du hättest was hättest du sagen müssen? Kann's fragen! Ja! Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute mal wieder Roblox spielen. Und zwar, was spielen wir heute? Aus dem McDonald's entkommen. Nein, wir werden nicht wieder aus dem McDonald's entkommen. Auch wenn du das in Real Life immer machst. Ja. Wir spielen heute Fashion Famous. Was spielen wir? Fashion Famous. Ja, wir spielen Fashion. Ist das auch Roblox? Das ist alles Roblox, Baby. Wir werden heute Fashion Famous spielen. Mal gucken, wie viele Runden es ich mit dir schaffe. 3 sind vorgesehen, aber ich bezweifle das. Worum geht's da? Also es ist eine Art Topmodel-Spiel. Ne, wir müssen unser Outfit. Also für uns beide schon mal schwierig, wenn es um Topmodel geht. Auf jeden Fall gibt es immer ein Thema, wie ihr zum Beispiel. Also ihr kennt das natürlich. Wir haben das diese Woche auch schon mit Danja gespielt. Guck mal, jetzt kommt zum Beispiel ein Thema. Okay. Und wir müssen für das Thema ein Outfit. Du darfst gerne gleich mit den Fingern immer hier drauf zeigen, okay? Heute habe ich damit kein Problem. Genau, heute ist das Thema. Also krank. Genau. Aber süß. Aber trotzdem süß. Genau, man ist etwas angeschlagen oder so, aber man ist trotzdem noch süß. Also so ein Pyjama-Look vielleicht. Also. Amateurmodel. Amateurmodel! Also. Bist du das? Ja, ich bin das. Wir haben aber eins gelernt mit Danja. Meistens, wenn du Outfits als Typ machst,
kriegst du meistens nicht so viele Punkte. Deswegen werden wir heute als Kahns Frau sozusagen gehen, okay? Okay. So, was wollen wir denn für einen Look haben? Also du kannst erstmal deine Haare aussuchen, mhm, aber nicht die Zeit vergessen. Okay, ich möchte lange Haare. Also, Kollege, siehst du das hier nicht? Was willst du für Haare? Geh mal rum, geh mal rum, geh mal. Ah, du kannst mit dem Finger rum drauf zeigen. Das sieht so aus. Ah, Sailor Moon, Sailor Moon. Das? Ja. Okay, welche Haarfarbe willst du? Ich habe sogar Premium-Haarfarben. Die habe ich mal wieder mit Geld gekauft. Guck, dafür gibst du Geld aus? Sind das so Special Editions? Ja, guck mal, hier. Welche Haarfarbe möchtest du denn davon grün, haben? Grün, 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 das? Grün. Das? Grün, ja. Okay, so, dann können wir einmal hier das Gesicht. Das. Aber das du bist ja so krank. Cute. Aber du bist krank. Aber das ist trotzdem cute. Weil vielleicht sowas hier? Nein. Sowas? Weil wir weinen, weil wir sind so, so. Ja, aber das passt doch nicht. Ja, du willst das hier. Ja. Okay, gut. Weil das ist so süß. Ist in Ordnung, ja, ist in Ordnung, Baby. Oh. Guck mal so. Nein, du willst mit der Tastatur nicht spielen. Schade. Okay, jetzt suchen wir einen Jogginganzug oder Pyjama. Ja, du brauchst einen Look. Wenn du was auf Anhieb siehst, sag mir einfach Bescheid. Okay, wenn ich krank bin, eher so lange Klamotten. Also sowas? Nein. Aber man kann ja auch im Sommer krank sein. Oder nein. Sowas hier? Nein. Schnell. Also das ist hier so Weihnachten? Okay. Also hast du hier schon was gesehen? Nein, hab ich nicht. Halt, stopp! Ah, oh, Adidas. Mmh, pink. Mmh. Okay, Schatz, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt musst du aber. Sind das die einzigen Outfits? Wir haben hier hinten. Lauf, schnell. Ja, ich beeil mich doch. 100 Sekunden, lauf. Kannst du nicht sprinten? Nein, kann ich nicht. Schade. So. Was könnten wir noch? Vielleicht sowas hier? Nein, das passt alles nicht. Nee. Hier so Jogging und so. Bam. Bam. Oder willst du als Melone gehen? Du Wassermelone, du. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben kein tolles Outfit. Nein, ich auch nicht. Warte, dreh dich mal, da war sowas wie so eine Mumie. Wo? Mumie? Ja, sah so aus. Wo? Dreh dich mal um, rechts. Hier? Da, das. Was ist das? Das ach so. Ist doch keine Mumie. Aber wir haben zu viel Klamotten an, merke ich auch gerade. Oh, nein, okay. Die Haare sollten eigentlich bleiben. Oh, Schatz! Ich habe das Gefühl, wir werden das heute nicht schaffen. Wir werden. Doch. Ich bin. Warte, da, du wolltest. Sailor Moon. Wo war das? Sailor Moon, das. Da. Okay, du wolltest grüne Haare, grün, ne? Grün. Ja, wir haben aber kaum noch Zeit. Doch, dann. Ja, grün. Was willst du denn jetzt noch? Okay, die Hose gefällt mir nicht. Okay, was für eine Hose möchtest du denn? Wo gibt's die Hosen? Welche Hose möchtest du denn? Eine lange Hose möchte ich einfach. Eine lange. Ja. Wo? Ja. Weil gibt's ja nicht. Ja, keine Ahnung. Das heißt Jeans. Wir möchten keine Jeans. Wir sind krank. Ja, oh. Wir wollen eine Jogginghose. Warte mal, das passt eigentlich so als Oberteil. Ja, aber trotzdem möchten wir eine Jogginghose. Wo gibt's Jogginghose? Sorry, ich glaub, das werden wir nicht mehr schaffen, Schatz. Ach. Tut mir leid, das schaffen wir nicht. Ach, Menno. Da! Ja, ist okay. Ist okay, passt. Ist okay. Gut, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Schatz, und jetzt? Jetzt gibt es den Catwalk. da dürfen wir jetzt andere bewerten. Was? Also, wer guckt uns zu? Ja, wir uns selber. Die alle in der Runde sind. Uns auch selber bewerten? Nein, das geht nicht. Ja, ah, ist okay. Ja klar, dass wie viel. Achso, wir spielen jetzt auch wieder online. Natürlich ist das online, was denn sonst? Achso, weiß ich ja nicht. Okay, das ist zum Beispiel die erste Person. Wie viele Sterne würdest du dieser Person jetzt geben? Sieht sie jetzt für dich krank aus? Lass dir nicht zu viel Zeit. Wir haben auch nicht zwei. Warum zwei? Weil er nicht so krank aussieht. Der hat einen Jeans an. Stimmt, Jeans passt eigentlich nicht so, wenn man krank ist, oder? Weil man ist ja zu Hause. Was hast du dazu? Sie möchte, glaube ich, auf eine Party. Ja, hallo. Ach so, ich muss drei. Warum? Ja, zu spät. Warum aber drei? Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, also jetzt, jetzt sind zum Beispiel wir dran. Wir sind dran. Guck mal, wir können auch zum Beispiel hier so ein bisschen, ne? Wave, cheer, point. So, wow. Bisschen, du siehst ja, alle machen Fotos von uns gerade. Die machen Screenshots. Ach so. Nein, machen sie nicht, das war jetzt nur. Okay, war das so am... Sehen wir die Punkte? Jetzt noch nicht am Ende. Am Ende sehen wir das. Meinst okay, das könnte natürlich passen. Nein, ein Punkt. Sicher? Ja, ein Stern. Nicht fünf? Nein. Ein Stern. Ja. Okay, gut. Der hat es auch nicht geschafft. Ja, ich glaube, der ist gerade aus dem McDonald's entkommen. Das ist sein Problem. Könnte auch ich sein. Ah, sie sieht auch nicht krank aus. Aber guck mal, sie weint. Sie weint, okay. Kann sein, dass sie hingefallen Punkte. Ist. Punkte! Vier. Mann, ey, du vercheckst das immer. Vier. Woher soll ich... Ah, ja, aber das ist das Prinzip vom Spiel. So. Okay,
So. Sie sieht aus wie so eine Krankenschwester, nicht? Wo sieht denn eine Krankenschwester so aus? So, machen wir nur einen Stern. Sie sieht so aus, als ob sie sich mit ihren Freundinnen zum Kaffee ja, richtig. Trinken trifft. So, jetzt sehen wir, auf welchem Platz wir gelandet sind. Ja. Wir sind Erster, oh mein Gott! Wow. Ey, wir sind das. So. Und dann hast du noch gesagt. Ey. Die grünen Haare. What? Guck mal, mit 14 Sternen sind wir Erster geworden. Wie viel haben wir gewonnen? 19 Dollar. Oh. Guck mal, direkt, sie gucken, wie viel haben wir gewonnen. Okay, das war richtig gut. Mal wieder schöne Grüße an Danja. Wir kriegen das so nicht hin. Ist sie auch mal Erster geworden? Nein, aber wir werden fast nie Erster. Also ganz schwierig. Und du direkt in der ersten Runde. Guck mal, du bist jetzt Fashionista. Oder Fashionista. Nicht mehr Amateurmodel. Achso, was? Vorher warst du ja Amateurmodel. Okay, wir gehen direkt mal in die zweite Runde. Okay. Starting a new game. Versuch du mal jetzt mit der Tastatur. Randomizing clothing. Welcome to Fashion Famous, Fashionista. Der kettige. Okay. Ugliest Holiday. Oh mein Gott, das bist du. So, ich spiele auch mal eine Runde. Ich kann, aber ich. Ja, nee, du WASD. Mir immer, nein, WASD. Oh. Ey, nicht mit zwei. Oh, Schatz. Okay, mach du, ich sage dir wieder. Diesmal möchte ich kurze Haare. Vorhin haben wir es ja mit lang versucht. Okay, und jetzt kurze kurz. Haare. Was zum Beispiel? Du kannst zeigen. Ja, oder das finde ich ganz süß eigentlich. Das? Ja. Okay, also so ein Bob. Ja. Okay, du willst also wieder als Dame gehen, ne? Habe ich jetzt verstanden, ne? Ja. Gut, dann müssen wir einmal kurz das hier, damit es passt. Okay. Welche Haarfarbe diesmal? Welche möchtest du jetzt hier von? Das hier. Das hier. Okay, so welches Gesicht möchtest du denn haben? Also es muss ja eigentlich schon so ein bisschen heftig sein, weil es steht ugliest. Also okay. Dann will ich so ein ganz geschminktes, oder? Ja, ich versuche jetzt ein Gesicht zu finden, was dir ähnlich sieht. Das kann... Ah, gibt's hier keinen Fisch? ich glaube nicht, nein. Wir machen was Schönes, okay? Okay, das steht ihr. Das Outfit soll ja nur hässlich sein. Okay. Okay, wir machen jetzt ein Vom Gesicht her passt es ja. Ja, ist schön, ne? Ist ja eine ganz süße. Ja, also nicht so wie du, ne? Also. Auch nicht wie du. Warum bist du jetzt so verletzend? Warum bist du verletzend? Ich bin nicht verletzend, ich bin nur ehrlich. Hä? So, okay, wir machen ein, also das ist ja, ja, das komm. Das passt ihr nicht. Ja, aber es soll ja auch ugliest sein. Es soll ja auch das hässlichste sein. Aber warte, wir könnten natürlich, warte, ich weiß, was wir machen. Wir machen jetzt das hier. Möchtest du wirklich das? Ja! Und darüber so ein Rock. Ja. Aber wo ist denn der Rock? Ich weiß nicht. Achso, das geht leider nicht. Achso, sowas das kaufst du dann nicht? Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir haben noch 87, ja, aber 85 Sekunden. Wir hätten auch noch Zeit für Accessoires. Möchtest du, guck mal hier, vielleicht hier so ein Accessoire. Vielleicht so Katzenohren? Das passt ja gar nicht. Ja, aber das ist süß. Ja, aber das passt ja nicht. Nee. Na, das passt ja eigentlich nicht. Okay, was möchtest du hier zum Beispiel für so ein Accessoire? Komm, gibt's auch umsonst. Eigentlich so ein Kopf wäre natürlich super, ne? Nein. Okay, keine Ahnung, wie ich das jetzt wegbekomme. Achso, hier. Okay, was möchtest du denn stattdessen? Vielleicht so eine Mütze? Aber, nein, die sieht auch nicht wir haben doch die Katzenohren. Flügel, ja, was denn für welche? Irgendwelche, die passen, so lila, ne? Die hier zum Beispiel? Ja. Okay, so. Das passt ja eigentlich nicht. Nein, deswegen ja, aber wir sollen ja ugliest sein. Ja. Ist okay, ne? Ist okay. Willst du noch eine Tasche oder so mitnehmen? Auf jeden Fall, ich möchte die Herztasche. Hier? Ja. Okay, ja, es sieht wirklich ziemlich, also für Weihnachten weiß ich nicht, ob das so passend ist. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir hoffen auf den ersten Platz. Ja, wir hoffen auf den ersten Platz. So, jetzt geht es wieder los. Es geht wieder auf den Catwalk. Können wir auch so winken? Ja, wir können natürlich winken, natürlich. Das machst du ja immer gerne. Okay. So. Ich habe schon Glück. Ja, du hast schon Glück. Mit was? Aber mit Roblox? Du hast übelst Glück. Erst das mit dem Drachen. Adopt Me war das. Ja, Adopt Me, ja, Adopt Me war das. So, und jetzt hier erster Platz direkt. Vielleicht schaffst du auch in der zweiten Runde ersten Platz. Wie viel? Ja, 3 Punkte. 3? Ja. Aber warum so großzügig? Ist ein bisschen so, weiß ich. Ist hässlich. Ja. So, jetzt, wir sind dran. Wir sind dran. Winken. Achso, du willst winken. Ja, hier. Wuhu. Nochmal. Wave, nochmal. Wuhu. Winken. Ah.
Ist jetzt, aber ist kein Holiday, finde ich. Nee. Ist kein Holiday. Ja. Also zwei? Zwei. Zwei, okay. Guck mal, wir haben schon 169 Dollar verdient. Das können wir uns auszahlen lassen in echt, ne? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, ich weiß nicht. Wie sich das wünscht. Wie sich das wünscht so. Nein, veräppelt. Okay, was sagst du hierzu? Thema getroffen? Ja, eigentlich schon, aber die, also das... Ja, komm, du... Drei. Warum drei? Was hättest du gegeben? Null oder ein? Okay, ich guck dich an und... Tja, wir haben es doch nicht mal unter die ersten drei geschafft. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Ja, werden wir jetzt sehen, auf welchem Platz wir gelandet sind. Das finde ich aber gemein. Guck mal, wir sind nur auf dem fünften. Wir haben nur, guck mal, wir haben nur 6 Sterne bekommen. Also da müssen wir jetzt in der letzten Runde mal so richtig reinhauen. Das ist aber unfair. Ich glaube, die kennen sich alle untereinander. Ja, ja, willst du jetzt eine Beschwerde raushauen? Wir können auch eine Beschwerdemail raushauen. Können wir nicht chatten? Ja, kannst du, aber das wäre jetzt nicht fair. Aber was haben die denn? Guck mal, im Chat steht nichts. Bitte bewertet uns gut. Okay, wir gehen jetzt in die letzte Runde, Tamam? Randomizing Clothing. Welcome to the Fashion Famous. Heartbroken. Oh. Heartbroken. Like. Wie kleidet man sich denn? Was? Du bist ja auch heartbroken. Dein ganzes Leben. Weil du mit mir zusammen bist. Okay, du wolltest jetzt mit der Tastatur mal versuchen. Okay. Weh. Ja. Warum jetzt mit zwei? Ja, mach einfach. Also weh. Heartbroken. Wo ist das Gesicht? Erst Gesicht nicht. Okay, komm, dann such dir jetzt mal ein Gesicht aus. Ich lass dich mal die letzte Runde komplett alleine machen, okay? Okay. Aber wie komm ich? Ich mach mal gar nichts. Wie wähle ich denn irgendetwas? Mit der Maus natürlich. Okay. Einfach mit der Maus drauf. Wo bin ich denn? Das möchte ich nicht. Warte mal. Das wird jetzt schwierig. Ich möchte hier oben. Ja, dann such das aus. Das hier. Ja, mach. Okay, so. Darf weiter? Ich mich angucken? Ja. 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 Das sieht traurig aus. Ja, okay. Du hast doch gar kein Outfit und so, ne? Weißt du? Ja, yeah, ich gehe jetzt. Dann. Das dauert bei mir ein bisschen. Ja, das sehe ich. Das seh ich. Such dir doch jetzt mal Haare aus, schnell. Ja, mach ich. Ey, wie du Roblox spielst, ne? Oh warte, mein Gott. Die müssen so zersaust aussehen. Ja, ist schon mal gut. Wo finde ich das denn? Guck einfach. Guck mal, das hier vielleicht. Siehst du das? Mhm. Das hier so? Ja. Mach jetzt! Warte. Och, Schatz. Also, wie gehe ich denn dahin? Du kannst doch mit der Maus auswählen direkt. Ach so. Jetzt siehst du. Sind der. Hier. Jetzt hast du zwei. Nee, warte, ich entferne. Schnell, meine Zeit. Okay, so. Weiter? Dann. Meine Haarfarbe möchte ich braun. Ja, dann musst du dich da hinsetzen. Mhm. Setz dich da hin. Ja, warte. Okay, braun. Das? Ja. Oder das? Das. Das? Ja. Okay, mit so Pizza. Jetzt hier aufstehen. So. Okay, und jetzt. Wo ist dein Outfit? Ich gehe jetzt dahin. Ja, gut. Aber guck mal, so schlecht bist du noch gar nicht. Du warst doch gerade zwei Runden mit dabei. Hier, nein, da, nach rechts. Sag, du mit deiner... Ach so, rechts. Boah, bin ich schnell. So, das? Ja. Und jetzt eine Hose. Hosen. So, was hier? Eine Jeans. Die? Eine Jeans. Das ist doch kein Jeans. Das? Ich möchte ein Jeans. Ja, mach weiter. Wie sehe ich denn aus? Nein, ich möchte ein Jeans. Ja, dann such eine Jeans. Ich kann jetzt hier... Wo ist dein Jeans? Egal, ich möchte keine Jeans. Passt schon. Weil ich die gerade nicht finde. Ja, ich gut. Ich bin unter Zeitdruck. Und ja. Wenn ich unter Zeitdruck bin, dann kann ich... Ach, da. Wo? Hier. Ist kein... Ja, da. Ja, okay. Wie sehe ich aus? Ja, ist gut. Ich sehe aber ein bisschen breit aus. Ja, deswegen. In die Mitte. In die Mitte? Wo? Jetzt hier. Da. Hier. Stimmt, du wolltest jetzt nicht so, ne? Genau. Jetzt hier links. Ah. Da. Bleib stehen. So, jetzt. Ja. Okay. So die ganze Zeit. So. Natürlich macht es eigentlich auch Sinn, die anderen nicht gut zu bewerten, ne? Weil dann hast du die Chance zu gewinnen. Aber wir möchten ja fair sein. Ich möchte fair sein. Okay. Ah. Meine Frau möchte fair sein. Ein Stern. Wir bleiben fair. So, man merkt jetzt, sie versucht alles zu finden, damit es immer nur ein Stern ist. Weil es ja mein Oberteil, weil ich alleine gespielt habe. Okay. Ach, guck mal, sie hat das gleiche Oberteil wie du. Das heißt eigentlich schon zwei Sterne. Nein, das steht ihr nicht. Okay. Mir steht's besser. Ein Stern nur? Kein Stern. Mir steht's besser. Ey, du bist hammerhart. Du machst das extra. Nein. Doch. Nein. Doch, ich merke, dass du das extra machst, Nein. Weil du das Outfit gemacht hast. Ich werde nicht winken. Aber du hast doch die erste Runde direkt schon gewonnen. Du hast doch die erste Runde schon gewonnen. Ja, aber ich möchte auch die zweite Runde. So, was möchtest du jetzt? So, willst du? Winken, Wave, Cheer, Point, alles. Oh ja, aber das ist nicht gut. Man sollte das nicht spammen, okay? Ist okay, einmal hat's gereicht. So, man hat zum Abschied gewunken.
Ja, das passt. Passt das? Sie sieht so... Ja, doch, eigentlich schon so erholt. Aber sie sieht erholt aus und nicht heartbroken. So, sag was. Ein Stern. Guck mal, guck, sie macht das voll extra. Du machst das extra. Ich bin fair. Nein, du bist nicht fair. Ja, ich bin fair. Gar nicht. Doch. Nein. Du machst, weißt, ich mach vier. Ich mach vier. Ja. Das weil, ist aber gemein. Ja, aber weil du unfair bist. So, nein, ich bin fair. So, jetzt sehen wir, ob du fair warst, okay? Mal gucken, auf welchem Platz du landest. Oh, nur auf dem Platz. Weil du die vier Punkte gegeben hast. Wir gucken jetzt, wie viele Punkte sie bekommen hat, okay? Wenn sie zwei Punkte Ja, aber dann wärst du auch nur auf dem zweiten. Nein. Sie hat, oh, ihr hattet alle elf. Das heißt... Du hättest du ihr... Ich hätte gewonnen. Ja, komm, du hattest genau die gleiche Punktzahl. Also ist gar nicht so sind schlecht. Sind wir alle eigentlich auf Platz 1? Ja, aber das geht ja hier nicht, ne? Also du bist auf Platz 3. Warum ist sie auf Platz 1? Schatz, ist okay. Kannst du dich nicht von der Kamera auch, wegdrehen, bitte? Aber sie hat auch 11 Punkte. Frag doch die Leute zum Abschluss. Warum bin ich auf Platz 3? 2? Frag doch, ob die dich auf Platz 1 wählen würden. Würdet ihr mich auf Platz 1 wählen? Ja, bestimmt. Leute! Ihr habt es gesehen. Das war Fashion Famous. Hat es dir denn Spaß gemacht? Also hat es dir mehr Spaß gemacht als... McDonalds.com, ja. Auch mit dem McDonalds.com, aber das war so das erste Mal, wo ich Roblox gespielt habe. Aber würdest du dieses Spiel auch sozusagen... Das würde ich spielen, ja. Ja? Ja. Und doch mir auch. Aber weil du alle dann mit einem Stern bewerten würdest, ne? Oder keinen Stern. Ja, also ich wünsche euch nicht, dass ihr in den gleichen Server kommt wie meine Frau. Leute, das war mal wieder ein Video mit... mittlerweile kennen wir auch deinen Namen und zwar ist es... Kahns Frau. Sehr gut. Willst du vielleicht nur noch... Nein, das lösen wir heute noch nicht auf, was du beruflich machst. Nein. Nein, das lösen wir noch nicht auf. Glocke aktivieren. Sehr gut. Hätte Leute, sagen müssen, ne? Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Nein, tschö. Was denn tschö? Tschö. Tschüss. 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 Tschö. 4 und jetzt nimm sie mal weg. Okay. Hey, lass mich. So. Oh, jetzt bin ich in der Wand. Okay. Jetzt bist du unsichtbar. Jetzt bin ich wirklich unsichtbar. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Video und Daniel, herzlich willkommen zu 10 neuen Wüten in Brookhaven. Die wollen wir heute mal wieder prüfen. Macht uns ja sehr viel Spaß. Euch auch. Und viele der Mythen kennt ihr natürlich, aber ich nicht und dann ja auch nicht. Und dementsprechend wollen wir heute wieder 10 Stück testen, ob sie wahr sind oder nicht. Labarababar, let's go. Okay, und Mythos Nummer 1 dann ja ist, dass man tatsächlich im Diner Essen bestellen kann. Also wirklich, wirklich. Also geh mal bitte ins Diner und arbeite und ich bestelle mir gleich mal was. Und dann müsste sozusagen wirklich mein Gesicht da im Diner sein, dass ich was bestelle im Drive-Thru. Ach, sogar im Drive-Thru? Ja, warte. Es müsste wohl funktionieren. Und zwar gibt es ja hier, Klicken für Service. Und guck jetzt mal, ob ein Bild von mir da ist. Ja, tatsächlich. Ja. Und hier leuchtet, hier kommt so ein grünes Bildchen. Ja, cool. Da steht jetzt bei mir, Kunde wartet im Drive-Thru und jetzt kann ich deine Bestellung annehmen. Ja, cool. Also tatsächlich funktioniert das wirklich. Ne, Leute, also dieser Mythos ist direkt mal wahr. Ist vielleicht kein so krasser Mythos, aber man kann wirklich im Diner was zu essen bestellen, Leute. Also... Oh, ich habe gerade kurz gedacht, da steht jemand, aber es war nur... Ja, ich habe zwischendurch auch so Paranoia, dass ich so denke, okay, hier ist jemand auf dem Server, aber wir sind gerade auf dem Privatserver. Also für alle, die schreiben so, hey, warum seid ihr immer alleine? Wir sind gerade auf dem Privatserver. Weil alle immer gehen, wenn sie was sehen. Okay, so, Mythos Nummer 2 ist, dass es einen roten Button in der Polizeistation gibt, der etwas Geheimes auslösen soll. Und das wollen wir einmal kurz prüfen. Einen roten Button, der etwas Geheimes auslösen soll? Also Daniel, ist es so, dass hier beim SWAT-Tisch hier drunter so ein roter Button ist? Siehst du den? Da drunter? Mhm. Ach da, ja. Ja, aber wie du sehen kannst, kann man damit nichts machen. Ja. Es soll aber so sein, dass wenn man den SWAT-Job annimmt und sich hier kurz an den PC setzt und durch die Kameras sozusagen switcht, warum auch immer, dann soll man das wohl, ja, auslösen können. Und das testen wir natürlich mal, ob das funktioniert oder nicht. Ja, ich switche auch mal kurz die Kameras durch. Scheint nicht zu funktionieren. Ich versuch's mal mit Polizei. Muss man da also irgendwas macht das Ding ja safe. Ja, aber vielleicht jetzt noch nicht. Also vielleicht wenn ich jetzt hier kurz eine Pause mache. Nein, also dieser Mythos ist falsch. Also dieser Button, damit kann man bisher noch gar nichts machen, Daniel.
Aber vielleicht kommt das ja noch in einem Update. Ja, also entweder das oder man muss halt vorher, das ist ja auch manchmal so, bevor man mit irgendwelchen Sachen interagieren kann, ja, dass man da irgendwas anderes machen muss, was wir jetzt noch nicht wissen. Genau. Mythos Nummer 2 ist aber falsch. Okay, dann ja, Mythos Nummer 3 ist, dass man unter die Map hier glitschen kann, und zwar, oder in die Map, und zwar hier, bei diesem Glasboden. Ja, das muss auch irgendwie gehen, das habe ich schon ganz oft gesehen. Hol mal die Liege raus, bitte. Also diese Krankenhaus, genau. Da gehe ich jetzt mal drauf, geh mal kurz, genau, hier, und jetzt nimm sie mal weg. Okay, oder versuch mal vielleicht, warte, ich versuch's mal bei dir. Mach dich mal ganz klein. Hast du Dior-Schuhe an? Ja, mach dich mal ganz klein, bitte. Ja. Eigentlich müsste dieser Mythos wahr sein, aber ich teste es nochmal. Ah, wie funktioniert das denn? Na, es gab auf jeden Fall mal so einen Glitch, dass diese Dinger hier nicht funktioniert haben. Das gab's wirklich. Versuch mal jetzt, Guck mal. Ja. Ja. Jetzt bist du unter der Map, also dieser Mythos ist definitiv wahr. Jetzt ist die Frage, ob du da wieder rauskommst. Hello? Was ist, wenn du so einen Schlafsack oder so versuchst, hier rein zu glitschen? Ich kann's mal versuchen. Also der Mythos ist auf jeden Fall wahr, Leute, Mythos Nummer 3. Okay, Danja, wir bleiben gleich bei, bei dem Schlafsack. Und zwar brauchst du noch eine Leiter. Und zwar kann man schweben mit dem Schlafsack. Und zwar ist es einfach mal so nach Gefühl so. Ja, ist korrekt. Und dann die Leiter einmal weg. So, warte, die muss ich erstmal wegklicken. Ja, guck mal. Ja. Hä, wie witzig. Also damit kann man natürlich seine Leute nachts, seine Freunde nachts um 3 Uhr so ein bisschen erschrecken, ne? Das ist wohl wahr. Also wenn du jetzt nachts schwebend in einem Schlafsack in meinem Haus wärst, würde ich... Aber auch dieser Mythos ist wahr, Leute. Okay, super. Cool. Jetzt kommen wir zu einem Mythos, den ich etwas schwierig finde. Aber wir versuchen es mal. Also, es geht darum, dass man ein Hotel spawnen kann hier in Brookhaven. Steigt doch gerne bei mir ein, Danja. Wir brauchen da wieder eine Abfolge. Ich glaube, er ist falsch. Aber ich möchte ihn mal prüfen. Es riecht ganz, ganz krass nach Scam. Ja, glaube ich auch. Aber das wollen wir in diesem Mythos-Video testen. Sounds like a lie to me. Ich werde es einmal testen. Und zwar muss man hier beim Haus am See einmal ein Haus spawnen. Und da ist es grundsätzlich egal, welches Haus es ist. Dann, Danja, kannst du mir helfen? Soll man in diesem Haus alles anmachen? Also Lichter und so, soll man hier alles anmachen? Da kann ich dir nicht helfen, weil ich bin ja nicht dein Roommate. Ich kann dich ja zum Roommate machen. Einmal wirklich alles an und auch hier, falls wir einen Kamin haben, genau, auch das alles an. Ich gehe mal nach unten und guck, ob hier alle Lichter soweit an sind. Ja, hier ist auch alles an. Boah, das klingt halt einfach so hart sass, ne? Also, ich weiß. Aber ich will es testen dann ja. Ist ja auch richtig so. Wir testen es ja, damit ihr es nicht testen müsst. Genau, dann muss ich das Haus einmal löschen. Das haben wir gemacht. Und dann kann man auf Platz 13... Ganz unten, unter der Rakete, müsste jetzt der geheime Spot vom Hotel sein und ist natürlich nicht der Fall. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ja, also Leute, ihr könnt es hier sehen, ich klicke hier die ganze Zeit drauf, bei der Raketenbasis, also daneben, aber es passiert nichts. Ne, ich kann hier dieses Haus auswählen, aber kein anderes. Okay, alles klar, also dieser Mythos ist falsch, man kann kein Hotel spawnen in Brookhaven. Fake. Dann schauen wir uns mal kurz was an, und zwar Danja. Du kannst mal dich zu Haus 12 spawnen, bitte. Und es wäre cool, wenn du die Militärbasis einmal... Wobei, das kann ich eigentlich auch machen. Wir brauchen die Militärbasis und nicht den Bunker. Es gibt eine geheime Nachricht von Mr. Brookhaven in der Militärbasis. Und die kann man durch einen Glitch-Spot finden. Das kann ich mir vorstellen, dass das stimmt. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Okay, wir müssen einmal hier rein und dann ganz nach unten. Oh, das ist so unübersichtlich hier dann. Ja. Also, das reicht ja. Hier ist das schon. Also, jetzt nicht hier ganz unten, sondern hier. Wir müssen in den ganzen Runden. Hier muss es jetzt. Ja, genau. Hier einmal hochspringen. Dann kommt man eigentlich hier hoch. Und hier soll eine Nachricht sein, aber ich kann sie nicht sehen. Muss man irgendwas anklicken vorher? Eigentlich nicht. Ich schau nochmal. Nö. Also, bei mir in den Instruktionen für dieses Geheimnis steht. Also man kann halt hier noch so ein bisschen in die Wand reingucken. Ja, ich glaube. Obwohl. Aber. Da sehe ich jetzt halt auch nichts. Doch, ne? Dann kann man hier nach oben in den Safe. Da musst du ein bisschen springen. Also hier ist der Safe zumindest. Aber ich hole mal kurz eine Taschenlampe raus, Danja. Ja, besser ist.
Weil man sieht hier ja wirklich gar nichts. Ich sehe aber keine geheime Nachricht von Mr. Brookhaven. Nee, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Also ich hole auch meine Taschenlampe raus, weil ich auch nochmal gucken will. Mhm. Weil ich finde solche Sachen halt eigentlich schon ganz cool. Ich könnte es mir halt auch vorstellen, weil das wäre schon sowas, was Brookhaven halt machen würde. Ich schaue mal wirklich ganz unten. Vielleicht haben wir hier noch was. Also hier ist es ja sowieso alles so ein bisschen, verschachtelt bei der Militärbasis. Da bist du ja einmal auch nicht rausgekommen. Aber es scheint keine geheime Nachricht von Mr. Brookhaven hier zu sein. Also hier ist ein Zettel hier vorne, aber da ist keine Nachricht. Wo hast du denn diesen Mythos gesehen? Was? Wo hast du denn diesen Mythos gesehen? Ja, bei einem YouTube-Video. Da sieht man auch eine Nachricht, aber es könnte natürlich auch fake sein. Nee, also ich sehe hier tatsächlich wirklich überhaupt nichts. Es könnte auch fake. Ja, dieser Mythos ist fake, Leute. Fakey fake. Oder wisst ihr zufällig, wo die Nachricht von Mr. Brookhaven hier drin ist? Okay, dann ja ein Mythos, den ich mit dir prüfen möchte. Ja, den ich aber eigentlich schon geprüft habe beim Hide and Seek. Möchte ich aber hier nochmal zeigen, ist, dass man unsichtbar auf einem Fahrzeug ist. Das habe ich dir ja gezeigt. Das war ja richtig krass. Also dieser Mythos ist auf jeden Fall wahr, das haben wir schon geprüft. Und zwar müssen wir uns dafür ganz klein machen. Dann kannst du zum Beispiel das Quad einmal spawnen. Funktioniert das aber mit jedem Fahrzeug oder nur mit ich teste es mal kurz mit dem Quad. So, wenn ich mich jetzt hier draufsetze, kannst du mich hier an der Seite sehen, weil ich kann ein bisschen was von meinem Pullover sehen. Oder sehen? Ja, so ein bisschen was. Ja. Ja, man sieht so ein bisschen was von deinem Pullover, aber man glaubt halt, es gehört zum. Versuch Auto. Du das mal, mach du das mal. Vielleicht ist das auch der Pulli. Du musst die Bewegung ablegen, damit du sozusagen so. Genau, und jetzt einmal rein. Ja, man sieht so ein bisschen, natürlich kommt es wahrscheinlich auf den Skin und so an, aber man ist tatsächlich unsichtbar. Ich versuch's mal, wie gesagt, man kann das auch mit anderen Fahrzeugen, zum Beispiel dem Motorrad, ne? Da ist es genau das Gleiche. Funktioniert das auch mit Autos? Kannst du mal probieren? Ja. Ja, funktioniert sogar besser. Ich glaube, mit Auto ist es sogar noch besser. Ja, guck mal, da sieht man gar nichts. Krass, also das finde ich tatsächlich richtig heftig. Okay, also ich sehe, doch, man sieht sich unter dem Auto dann ja. Ja gut, aber wer guckt denn unter das Auto? Wollte ich gerade sagen. Leute, dieser Mythos ist wahr, man kann sich unsichtbar machen sozusagen in einem Auto. Okay, dann, wenn wir schon dabei sind, es gibt wohl ein, Brookhaven-Hack, wo man sich wirklich unsichtbar machen kann, bezweifle ich. Aber auch diesen Mythos möchten wir prüfen und zwar müssen wir dafür einmal dann ja in den Supermarkt und wir müssen alle Getränke hier holen, das heißt Wasser. Das klingt doch hier schon wieder sass. Milch, Energy und Cola. Und jetzt in folgender Reihenfolge. Erst den Energy, dann die Cola, dann die Milch und danach das Wasser. Und wie ihr sehen könnt, passiert natürlich gar nichts. Gar nichts, null. Also ich bin nicht unsichtbar. Achso, warte, stopp. Du musst, setz dich mal hier in den Einkaufswagen, bitte. Ja, aber du bist nicht unsichtbar. Ja, okay. Alles klar. Leute, hey, lass mich. So. Oh, jetzt bin ich in der Wand. Okay. Jetzt bist du unsichtbar. Jetzt bin ich wirklich unsichtbar. Ja. Okay, also trotzdem fake, Leute. Okay, gut. Wir haben noch zwei Mythen und zwar gibt es einen Film über Mr. Brookhaven, Danja. Wusstest du das? Ja, bei den Filmen, da gibt es ja ganz viele, wo die Codes so verteilt sind über Brookhaven. Ich habe einen Code gefunden, beziehungsweise gibt es den Code 74441 und dann gibt es einen Film über Mr. Brookhaven, den wir uns jetzt mal anschauen. Also gerade siehst du ja, da ist so ein klassischer Brookhaven-Film. So, wenn ich jetzt 74441 eingebe, normalerweise müsste jetzt hier eigentlich, glaube ich, okay. Also 7441 vielleicht? Nein. 74441? Nein. 74411? Hä? Ich dachte eigentlich, das ist der Code und diesen Mythos habe ich eigentlich geglaubt. Also vielleicht ist der Code nicht mehr aktuell. Vielleicht ist das aber auch der Film hier. Nein, das ist nicht der Mr. Brookhaven-Film. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja, hier läuft gerade ein Krimi, glaube ich. Ja, aber das ist nicht der Film. Weil es steht dann auch Film Loading. Und eigentlich hatte ich das gesehen und habe geglaubt, dass der Mythos eigentlich wahr ist. Aber der Mythos muss wahr sein. Aber gerade funktioniert es irgendwie nicht. Und es ist auch wirklich 7441? Ich glaube schon. Aber ich kann auch noch mal zu dem Haus fahren, wo der, der Code früher nach. War. Also da war der zumindest früher. Ich glaube, mittlerweile ist er hier irgendwo.
hier drunter, glaube ich. Also hier unter der Brücke ist ja auch ein bisschen was. Aber ich weiß nicht, ob hier der Code war für einen Film. Nee, also ich habe jetzt auch einen Job angenommen im Kino. Funktioniert nicht? Nee, also ist, glaube ich, nicht der richtige Code einfach. Das kann durch... Warte mal, ich schau mal gerade ganz kurz. Weil das will ich jetzt nochmal prüfen, weil da glaube ich eigentlich, dass der wahr ist. Ach so. Es könnte, ja, es kann sich sein, dass der sich von Session zu Session ändert. Okay, dann ja? Ja? Gib mal 79606 ein, bitte. Ah, ich bin gar nicht mehr beim Kino. Ja, ich gehe hin. Letzter Versuch, aber normalerweise sollte das klappen, weil ich habe jetzt wirklich ganz viele Videos schon gesehen, wo dieser Mythos wahr ist. Aber beim letzten Mal war es ein anderer Code. Es kann halt sein, dass der von Server zu Server unterschiedlich ist. Aus diesem Grund würde ich sagen, dieser Mythos ist wahr, Leute. Aber ihr müsst halt immer selber gucken, wo ja. der ich weiß Code gerade ist. Der Code war eigentlich in dem Haus, aber mittlerweile nicht mehr. Ich guck mal, 79606. Nein. Also, der Code ist irgendwo auf der Map versteckt, aber auf jeden Fall, also es gibt einen Film über Mr. Brookhaven. So würde ich euch jetzt gerne zeigen, aber ich komme gerade nicht drauf. Okay, gut. Danja, wir haben noch einen Mythos. Und ich glaube, auch dieser Mythos ist fake. Habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen. Und da hat es auch nicht funktioniert. Aber trotzdem möchte ich das auch nochmal testen für euch. Und zwar kann man sozusagen ein Stockwerk dazu hinzufügen. Das klingt für mich irgendwie auch richtig fake. Falls ihr den Code für Mr. Brookhaven habt, gerne ab in die Kommentare dafür. Aber es kann sich, wie gesagt, vielleicht auch von Server zu Server ändern. Okay, Danja, bist du da? Okay, alles klar. Und auch hier soll man alles anmachen. Das klingt ja auch schon wieder sass. Und auch sozusagen Wasserhahn und sowas alles, Fernseher, alles anmachen. So, alles klar, sieht gut aus. Dann einmal raus, das Haus hier wieder löschen und das gleiche Haus jetzt an der gleichen Stelle nochmal bauen. Und dann soll man ein Stockwerk dazu bekommen. Okay, es hat gerade ein bisschen länger gedauert, aber ja, natürlich nicht, Leute, ja. Auch dieser Mythos ist falsch. Leute, wir haben wieder 10 Mythen für euch heute so ein bisschen aufgeklärt und... viele Lügen heute dabei. Ja, definitiv. Trotzdem fand ich es ganz cool. Also ich fand das mit dem Schweben und dem Schlafsack fand ich richtig cool. Ja, das fand ich auch sehr nice. Und auch mit dem Essen bestellen tatsächlich. Ja, das mit dem Essen bestellen fand ich auch witzig. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Woher sehe ich zum Beispiel, dass er uns aufnimmt? Wir werden schon aufgenommen, keine Sorge, Baby. Bitte hier hingucken, ne? Nicht hier auf dem Bildschirm, den habe ich extra umgedreht, weil du sonst immer auf den Bildschirm guckst. Okay, du weißt, warum wir uns heute hier getroffen haben. Leute, wir sind heute hier in der Paartherapie. Das ist unsere Paartherapie, habe ich hier zuvor uns entdeckt. Das ist Paartherapie Nummer 1. Sammy, willst du auch kommen? Gerkese. Say hello. Hello, people. Say hello to the world. Sie will nicht. Okay, sie will nicht. Willst du nicht? Sie möchte nicht. Wir sind ein Partner. Stimmt, aber das passiert öfters bei mir. Auf jeden Fall wollen wir heute zum 10. Mal in unserer Paartherapie nervige Dinge an unseren Partnern erwähnen. Hast du dir Notizen gemacht? Ich habe mir Notizen gemacht, okay, ja. Wie viel hast du denn? 9 Punkte. Boah, ich habe 7 Punkte. Weißt du was, du darfst gerne mit dem ersten Punkt starten, ne? Was dich denn so richtig an mir nervt. Also, heute das erste wirklich ganz, ganz private Video, so, ne? Okay, kannst du den Zettel noch weiter so halten? Gut, was ist denn dein erster Punkt? Also, Punkt Nummer 1, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wenn zum Beispiel, wenn wir zwei zu Hause sind und ich dir sage, kannst du mal bitte Staub saugen, den Müll wegbringen oder was auch immer, dann sagst du immer, ja gleich, ja gleich. Ja, aber mach ich dann? Machst du nicht. Natürlich mach ich das, das ist natürlich! Nein, das dauert halt immer voll lange. Also ich muss immer sagen, kannst du bitte dran denken, kannst du bitte dran denken, kannst du das bitte machen, mach's doch jetzt. Und ich möchte halt, ich bin zum Beispiel eine, wenn ich was im Kopf habe, wenn was gemacht werden muss, dann muss es direkt erledigt werden. Und du bist einer, der chillt den ganzen Tag. Okay, du chillst okay, einfach. Passt perfekt zu meinem ersten Punkt, den ich, den ich super nervig in diesen paar Jahren Ehe bei dir finde. Und zwar, dass du keinen einzigen Tag einfach mal chillen kannst. Es ist nicht möglich, mit dieser Frau aufzustehen und zu sagen, komm, wir machen mal einfach nur so ein
keine Ahnung, Netflix-Tag oder wir chillen einfach nur und bleiben nur zu Hause. Sogar wenn es draußen minus 40 Grad sind, ne, diese Frau kann nicht zu Hause bleiben. Das nervt mich. Es gibt halt Tage, gerade als Zocker, wo man einfach nur zu Hause bleiben will. Stimmt, das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Und bei mir muss alles geplant werden. Also geplant sein, der Tagesablauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich alles immer strikt plane. Keine Ahnung, wir stehen auf und dann frühstücken wir, dann wird das und das gemacht. Aber ich mag es einfach, wenn es zu Hause sauber ist. Und Kahn ist halt derjenige, der halt den ganzen Tag chillt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber das stört mich an dir. Du kannst keinen Tag einfach mal chillen. Okay. Das ist nicht möglich. Was ich auch sehr nervig an meiner Frau finde, ist, dass wir, wenn wir im Urlaub sind, und das ist egal, ob wir, guck, sie weiß schon ganz genau, wenn wir am Strand sind, egal wo, oder Städtetrip, es ist nicht möglich, nach 7 Uhr weiter zu schlafen. Das geht nicht. Nach 7 Uhr steht sie auf und so. Steh auf. Aber wirklich. Und sie regt sich wirklich auf, dass man nach 7 Uhr aufsteht. Ist das nicht so? Das ist so. Aber wenn ich dann im Urlaub bin, dann möchte ich jeden Tag genießen. Jeder Tag zählt. Ja, aber zu Urlaub... Schlafen kann ich auch zu Hause. Ja, guck, aber zu Hause schläfst du ja auch nicht. Du chillst ja auch nicht zu Hause. Es nervt mich super. Aber gut. Also, der zweite Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, dass du mega unordentlich bist. Wenn du zum Beispiel deine Socken ausziehst... Was? Das stimmt einfach gar nicht. Das ist so gelogen. Aber die meisten von euch sind wahrscheinlich auch so, dass ihr alle... Also, bei Kahn ist es halt so, wenn er sich abends, wenn wir uns hinlegen wollen, Bett fertig machen, dann zieht er seine Socken aus, dann zieht er seine Jogginghose aus und dann... Liegt's auf dem Boden. Ich bin gerade schockiert. Es liegt einfach auf dem Boden. Ich glaube, ich kenne seit ungefähr 15 Jahren die falsche Person hier an meiner Seite. Wen habe ich geheiratet? Aber das stimmt. Faltest du deine Sachen? Oder morgens zum Beispiel? Ja, aber unordentlich, unter unordentlich versteht man was ganz anderes. Ja, aber das bist du. Oh, komm, sei bloß das ruhig. Das ist für mich auch... Dein Gesicht ist unordentlich. Jetzt. Aua! Okay, gut. Das war Punkt Nummer 2. Was nervt dich denn noch so an mir? Das, was mich auch am meisten nervt, wenn wir zum Beispiel bei Freunden eingeladen sind, zum Essen wollen, einkaufen wollen, was auch immer, machen wir uns beide fertig. Ich mache mich natürlich auch fertig, er macht sich fertig. Und dann wollen wir gerade aus der Tür raus, sagt Kahn, oh Schatz, ich muss aufs Klo. Das nervt mich zum Beispiel. Ja, aber kennt ihr das nicht? Das, so, es passiert die ganze Zeit gar nichts. Dann müsst ihr gerade raus und auf einmal müsst ihr voll aufs Klo. Und dann muss ich halt immer warten. 5 Minuten, 10 Minuten. Und meistens sagt sie dann immer, nimm dein Handy nicht mit. Weil sie dann ganz genau weiß, wenn ich mein Handy mitnehme. Das ist doppelt so lange dauert. Das okay, das stimmt, das muss ich zugeben. Aber du weißt auch, dass ich Magenprobleme habe. Ich weiß, aber trotzdem nervt. Ja, du akzeptierst das nicht. Das Erste, was ich immer sage, wenn wir in der Stadt sind und ich sag so, boah, Schatz, mir geht's nicht gut, kommt immer der hier. Schon wieder? Als ob ich was dafür könnte. Aber das ist wirklich jedes Mal so, jedes Mal. Aber als ob ich was... Leute, ist das bei euch auch so ihr halt in wirklich den ungünstigsten Situationen, dann geht's euch einfach manchmal nicht gut und ihr müsst auf Klo. Okay, Punkt. I have Durchfall, you know. jetzt kommen meine nervigen Dinge, die ich absolut hasse an meiner Frau. Es ist so, wenn meine Frau sagt, komm, Schatz, ich brauche Zucker. Ich brauche nur Zucker aus dem Real oder was auch immer. Ich brauche nur die eine Sache. Wir gehen rein. Das erste Verdächtige ist schon, dass sie einen Einkaufswagen mitnimmt. Wo man das nicht machen muss. Ne? Müssen wir aber heute... Ich sag jetzt extra, wo man es eigentlich nicht machen muss. Okay. So, trotzdem nimmst du einen Einkaufswagen, weil du sagst, ja, ist doch egal, so, vielleicht sehe ich ja noch was. Anstatt mit einem Produkt, mit einem Warengut, kommen wir einfach mit einem Einkauf im Wert von 100 Euro jedes Mal aus so einem Supermarkt. Ne? Ja, ich habe das doch gebraucht und das doch. Ist es nicht so? Ja, da hast du recht. Und deswegen weiß aber ich auch... Aber wenn man im Supermarkt ist, dann siehst du halt auch andere Sachen, die dir vielleicht zu Hause fehlen, die du aber nicht auf dem Schirm hattest. Und dann nimmst du die halt automatisch... Das ist wie wenn ich in den Mediamarkt gehe. Ja, dann kaufst du dir ja auch immer Sachen. Ja. Ja, aber das nervt mich super. Weil ich dann ganz genau weiß, okay, das ist nicht eine Sache. Sie will sich kurz was zu trinken holen. Ja, kurz was zu trinken heißt den ganzen Getränkemarkt auseinander. Aber wenn es schnell gehen muss, dann schicke ich dich. Ja, genau, dann gehe ich auch alleine. Dann, aber das ist schon so präventiv. Dann gehe ich nur alleine. Weil du ganz genau selber weißt, dass das nicht funktioniert. Nee. Ja, was mich auch manchmal richtig an dir nervt ist, guck da hin, was mich super an dir nervt ist, dass du zum Beispiel teilweise abends super gelaunt bist, du hast eine tolle Laune, wie zum Beispiel heute Morgen, du hast gestern Abend tolle Laune, es ist alles gut, du stehst heute Morgen auf,
und machst so ein Gesicht, als hätten wir 7 Regentage vor uns. Und ich frage dich, was ist los? Gar nichts! Manchmal passiert das auch, weil sie schlecht geträumt hat, macht sie mich verantwortlich dafür, für etwas, was man im Traum gemacht hat. Das kennen wir zu 100%. Du mich aber morgens immer nervst. Ich hab heute Morgen nur gesagt, guten Morgen. Hast du nicht. Was hab ich denn gesagt? Du bist so gekommen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Guck mal, ich bin extra früh aufgestanden, bin in mein Studio, hab ein bisschen gezockt, ne? Hab dich in Ruhe gelassen. Ich hab sogar Kopfhörer drauf gemacht. Ich sehe sie schon am Handy, guckt so, macht so. Was? Wo ich mir so denke, so, boah, ey, weg, bloß nicht ins Zimmer. Doch, Baby, es ist so. Das stimmt gar nicht. Ach. Nein, das... Boah, apropos schlafen, darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, erzähl. Eine Zeit lang hat er mich, bei Khan ist es auch so, wenn was innen ist, also ich kenne mich mit den ganzen Begrifflichkeiten gar nicht aus, null, dann nervt er mich immer damit. Eine Zeit lang war, glaube ich, auf TikTok oder Instagram dieses Wakanda Forever war halt irgendwie in oder keine Ahnung, wie man es halt nennt. Und dann hat er mich wirklich nonstop damit genervt. Ich war in der Küche am Kochen, kam hinter mir her, meinte so Wakanda Forever, hat mich halt immer erschrocken. Und dann dachte ich mir, boah, dir zahle ich's heim. Irgendwann war er am Pennen, er hat in der Nacht, also morgens stehe ich dann immer eher auf, weil ich zur Arbeit fahren muss. Und dann war der tief am Pennen und dann bin ich so, hab mich so leise rangetastet und dann hab ich richtig laut geschrien, was kann da vorher war? Und dann hast du dich erschrocken. Ja. Das hab ich gefeiert. Ja, wo du gerade sagst, wenn ich dich... Geprankt. Wenn ich dich nerven mit so TikTok-Trends oder so, was ist momentan der Trend? Ich weiß, wir sind zeitlich ein bisschen jetzt voraus, aber wir nehmen das ja jetzt Anfang November auf. Was ist momentan so richtig nervig? Oh, ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Warte, ich sag's dir. Ah. Stell dir vor, ich hab deine Mutter beleidigt. Ich hab nur gesagt, stell dir vor, damit kommt halt ständig an. Das ist auch so zittern nervig. Zittern nicht! Warum zitterst du? Ja, das war so... Ich hab nur gesagt, stell dir vor! Und damit nerv ich sie übelst. Okay, gut. Okay, darf ich jetzt eine Sache? Ja, also das ist zwei. Jetzt wirklich, ja, privat. Aber wenn wir uns zum Beispiel streiten... Sieht ja keiner zu. Sieht gar keiner zu. Ist gar keiner gerade da. Wir sind ja alleine hier. Nein, aber wenn wir uns zum Beispiel streiten, es kann immer so einer, der sagt gar nichts. Also ich bin immer so... Und das macht mich halt wütend. Das macht mich wütend, das macht mich mehr aggressiv. Ich möchte in dem Augenblick mit ihm streiten. Aber Khan ist dann so einer, hat sein Handy in der Hand, das interessiert ihn gar nicht, guckt so durch die, durch das Fenster, aus dem Fenster, du sagst gar nichts. Ja, aber ist doch, ja, aber im Endeffekt ist das doch besser. Nein, aber das ist nervig. Warum ist das nervig? Aber in dem Andere würden sich freuen, wenn man streitet und jemand dem Streit aus dem Weg geht. Ja, aber in dem Augenblick möchte ich zum Beispiel mit dir diskutieren und du bist dann immer so... Ja, okay, ja, okay, ich verstehe. Sprechen. Das ist nervig. Ich bin eine richtige Wand. Ja, hau einmal gegen. Au! Sorry. Ja. Aber du nicht. Ja, okay. Sonst meine ich. Ja. Das zweite, was mich zum Beispiel nervt... Warte, stopp, das ist jetzt das dritte schon, was du vorliest. Nein. Du hast doch zwei Sachen vorgelesen. Achso, okay. So, jetzt bin ich wieder mit zwei Sachen dran. Es ist ja so, ist auch wahrscheinlich wieder typisch Pärchenstress, aber das ist halt so... Kannst du... Hör auf damit. Stinkt voll aus Mundgeruch. Lass es. Moppelchen. Hey, Moppelchen, lass es. Ja. Ja, okay. Auf jeden Fall ist es so, zum Beispiel morgens mache ich mit einem Kollegen Termin aus. Hey, wir treffen uns heute Abend hier und da. Das sage ich morgens meiner Frau, weil ich ganz genau weiß, sie will ja was geplant haben. Da sage ich, ey Schatz, heute Abend... Auf jeden Fall sage ich dann, ey, wir machen heute Abend was mit dem und dem. Sagt sie, ja, okay, ist in Ordnung. Ich merke schon leicht an dieser Antwort, es könnte im Laufe des Tages noch zu meinen Lasten sein, alles, was ich sage. Auf jeden Fall bin ich den ganzen Tag super süß, bin halt zuvorkommend, weil ich weiß, egal was ich mache, es kann halt gegen mich verwendet werden. So, dann ist es der Abend, ich bin weg, ich bin eine halbe Stunde weg, eine Stunde weg, kommt direkt eine erste WhatsApp. Was meinst du denn, bist du zu Hause? Und dann sag ich, ich weiß es nicht. Habe ich dir gesagt, ich weiß es nicht. Ja, war klar, dass du es wieder nicht weißt. Und ich bin wieder alleine. Und dann sag ich, geh doch irgendwo anders, treff dich mit Freunden. Nee, ich habe jetzt aber keinen Bock. Dann sag ich, ja, kann ich doch nichts. Ich bin jetzt mit Kollegen unterwegs. Ja, nee. Das stimmt und dann, meistens endet das es... Stimmt das meistens stimmt endet es damit... Jetzt dass, übertreibst du aber. Schatz, als ob ich dich... Ja, ach, du da! Auf jeden Fall endet es meistens damit,
dass du mir so eine ellenlange WhatsApp schreibst? Das stimmt gar nicht. Wie du mich jetzt darstellst. Baby, aber es ist als so. Als ob ich voll die Furie wäre. Auf jeden Fall ist es so. Du brauchst gar nicht so gucken. Auf jeden Fall ist es dann so, dass sie sich meistens hinlegt. Ne, und dann kommt keine Antwort mehr. Ist nicht so? Wow. Ja. Ja, wow. Und das nervt dich? Ja, das nervt mich. Du stellst mich gerade als Furie da, das stimmt gar nicht. Als ob ich dich kontrollieren würde, als wäre ich so voll der Kontroll. Können wir gerade kurz sagen, was du zwischen den Aufnahmen gesagt hast? Das schneidest du raus. Wer ist jetzt hier der Kontrollfreak? Schneid das natürlich alles nicht raus. Zweite Sache, und das ist auch meine vorletzte Sache, ist, egal welche Klamotten ich alleine kaufe. Die sind hässlich. Egal was ich kaufe, sie sind hässlich. Die sind aber hässlich. Ja, siehst du, egal was. Sei es so ein stinknormaler Pulli. Nö, finde ich nicht schön. Aber egal was aber sie dann kauft. Kannst du dich nicht, nein, und dann kannst du dich nicht durchsetzen und dann sagst du, okay, Schatz, schicke ich zurück. Nee, was war mit dem Pulli? Achso, ja. Also, ja. Wenn er Sachen behalten möchte und wenn er ganz genau weiß, dass ich sage, ich find's hässlich oder was auch immer, ich würde so viel Geld für einen Pulli oder für eine Mütze nicht ausgeben, sorry, wir lachen jetzt, aber weil wir beide ganz genau wissen, worum es geht, wie so ein Kind, schneidet er dann komplett die ganzen Etiketten ab, schmeißt das weg. Kann ich nicht mehr zurückschicken. Auch Kassenbon oder so schmeißt er alles weg, damit er es nicht mehr zurückgeben muss. Ja, ja. Also wenn und dann versteckt er es in seinen Schrank und dann kommt es so. Das Witzige dabei ist, ich kaufe das mit meinem Geld. Ne? Also ich möchte hier nur noch mal hinzufügen, das ist mein Geld und ich darf mein Geld nicht so ausgeben, wie ich möchte. Und das nervt mich manchmal super. Aber das haben wahrscheinlich... Ja, ich sag ja, vieles der Sachen, die wir wahrscheinlich heute hier erzählen, kennt ihr von euren Eltern oder irgendwelche Pärchen. Das ist halt oft so. Ja. Okay, so, dann erzähl du noch mal zwei Sachen. Was mich zum Beispiel nervt, wenn ich arbeiten gehe und nach Hause komme, meine Arbeit ist ein bisschen anstrengender als Kans Arbeit, das möchte ich einmal sagen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und irgendetwas auf der Arbeit passiert ist, unterwegs oder was auch immer, ich mit einer Freundin Stress hatte, dann versuche ich ihm das zu erzählen. Was ziemlich oft passiert, ja. Ja, dann erzähle ich dir jeden das. Jeden Tag. Also wirklich wichtige Sachen. Alle zwei Minuten. Dann bist du ständig am Handy. Das nervt mich auch. Dann ignoriert er mich. Er nickt einfach, sagt, ja, Schatz, wie jetzt? Auch, hör auf damit. Das nervt mich an dir. Ja, ich weiß. Ja, aber das ist mein Job. Nein. Achso, dein Job ist es, mich zu nerven? So. Und dann musst du immer sagen, Kahn, hörst du mir jetzt zu? Kahn. Schatz, sag mal, geht's noch gut? Ich weiß, dass das nervig ist. Mach noch einen Punkt, weil ich guck mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Mach mal einen zweiten Punkt noch, weil ich habe noch einen letzten Punkt. Achso. Wenn zum Beispiel zu Hause geputzt werden muss, dann sagst du immer, wenn ich sage, boah, Schatz, heute müssen wir staubsaugen, heute müssen wir staubwischen. Den Punkt hattest du doch schon. Nein, hatte ich nicht, das war allgemein. Guck, es geht noch eine Ebene tiefer. Ja, da seht ihr, das wie komplex dieses Thema dann Haushalt sagst bei du uns zum ist. Beispiel, nein, guck, sie weiß sogar, was ich sage. O-Ton. Dann sagst du zum Beispiel, wo ist es denn dreckig? Ich sehe nichts. Aber ist so. Das nervt mich zum Beispiel auch. Ja, aber du übertreibst ja manchmal aus. Du siehst ein Härchen von Samira und willst die ganze Wohnung auf links drehen. Das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Guck, du sagst zu allem, das stimmt nicht. Das kann doch gar nicht sein. Du sagst zu allem, stimmt nicht. Du sagst aber auch zu allem, stimmt nicht. Ja, doch, ich sage schon, aber nicht in diesem Grad. Ich sage ja, dass das stimmt, aber es nervt mich, dass dich das nervt. Ja, okay. Achso, und was du am meisten auch richtig gut kannst, mich nerven. Wenn ich zum Beispiel einfach mal, kennt ihr das, wenn ihr 5 Minuten für euch braucht? 5 Minuten am iPad, am Essen, einfach nur 5 Minuten, wo man alleine sein möchte. Was macht Kahn? Er kommt. Hallo, was machst du da? Hallo, was machst du da? Hallo, was guckst du dir an? Das ist mega nervig. Und dann sage ich, hör auf, mich zu nerven. Provozier mich nicht, ich brauche gerade 5 Minuten für mich. Und dann kommst du und dann gehst du. Und dann singst du auch noch und dann schreist du ständig. Ich stell dir vor. Und dann schickst du Samira die ganze Zeit auf mich los. Und dann, also das ist wirklich so nervig. Und dann kommt er so von hinten angeschlichen und dann macht er den hier. Nerv ich dich? Also das nervt wirklich. Das stimmt zu 100%. Aber das jedes Detail ist gerade richtig. Das ist Kahn. Deswegen sage ich ja, in den Videos ist nichts gespielt, was das angeht. Ich kann super das nerven. Also das nervt wirklich. Ja.
Ja. Mehr Punkte habe ich eigentlich nicht. Nein? Nein. Okay, dann würde ich auch meinen letzten Punkt jetzt in diesem Video in unserer ersten Paartherapie nennen. Letzter Punkt. Letzter Punkt. Seid ihr bereit? Sie findet meine Videos nicht witzig. Nee. Egal, sei es ein TikTok, Reel oder YouTube das oder ist so. Nicht mein Humor. Immer, ja, aber das erste Mal, was sie macht, zum Beispiel auch für eine Formatidee auf YouTube, macht sie immer so. Wer guckt sich denn sowas an? Hä? Das verstehe ich nicht. Oder ich zeige ihr, wenn wir nachts im Bett liegen, so scrollt man ja bei TikTok durch. So, meine Frau ist ja viel cooler, sie macht Instagram Reels. Zeigt mir so Trends, die auf TikTok vor fünf Monaten im Trend waren, ne? Und dann sagt sie, boah, kennst du schon dieses Lied, wie die tanzen? Und dann gucke ich so an und denke mir so, Kollege, das war vor 3 Monaten schon denn. Wie dem auch sei, egal was ich sage, sie findet es nicht witzig. Egal was oder was ich zeige, sagt sie, hey, ist nicht mein Humor. Ich feiere das nicht. Ich habe Hunger. Bring mir 40 Burger, damit ich frühstücken kann. Ja, aber ich habe dich nachgemacht, weil du immer spuckst. Stimmt doch. Ja, aber das nervt mich manchmal. Als ob ich 40 Burger esse. Alles andere war wahr. Nein, es nervt mich einfach nur zwischendurch, dass du einfach vielleicht mal, kennst du das nicht als Freundin oder Freund oder Mann oder Ehefrau? Ja, aber dann sagt man, stopp! Ja, aber dann sagt man einfach nur so, ja, aber soll ich dich anlügen und sagen, oh, ja, so lustig? Ja, was das angeht, ja. Was das angeht, ja. Der war gut, ne? Der war gut. Ja, aber was das angeht, würde ich das sehr feiern. Ich hab den lustigsten Mann. Sie hat ein Schweinchen geheiratet. Wie dem auch sei. Leute, das war das erste Video hier aus unserer Paartherapie. Das ist nicht witzig, Moppelchen. Da bist du wieder ernst, ne? Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr weitere Videos aus diesem Format sehen möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne rein, was euch so an eurem besten Freund oder besten Freundin nervt. So am meisten nervt. Ne, wirklich so am meisten. Zum Beispiel, es kommt hinzu, dass sie geizig ist. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Nicht. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir können ja vielleicht auch mal noch Sachen machen, irgendwie Dinge, die wir an unserem Partner lieben. Lustig finden. Oh, da fällt mir... Ja, wird schwierig. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, was? Dann gerne... Abonniert uns. Und... Ne, aber uns sowieso nicht. Du bist, das ist nicht dein Kanal, um das nochmal klarzustellen. Okay. Du bist hier nur zu Besuch. Das heißt, abonniert. Abonniert. Kahn. Kommentiert das Video. Kommentiert das Video. Und teilt es gegebenenfalls weiter. Irgendwas mit der Glocke hast du. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Und ciao. Tschüss. 'Ey, Schule war heute so anstrengend, sage ich dir. Ja, was sagst du mir das? Ich war doch dabei. Aber weißt du, was das Anstrengendste war in der Schule? Dass du die ganze Zeit labern musstest und wir ständig Ärger bekommen haben deshalb. Ja, tut mir leid, aber ich war halt nervös wegen meinem Referat heute. Wie fandest du es eigentlich? War es gut oder nicht so gut? War toll, du hast schöne Bilder benutzt. Ja, der Klassiker. Er konnte frei sprechen. Ja. Ja, aber ich weiß. Ich halt ein Referat, keine Ahnung. Ich habe die Fragen gestellt, die du mir gegeben hast und dann war gut. Ja, danke schön. Ja, war auch keine gut. Keine Ahnung, worüber gut, du überhaupt geredet gut. hast. War auch gut. Wir können ja gleich ein bisschen Dolby zocken. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen Tower of Hell, einfach so ein bisschen wieder reinzukommen. Jupp, ist kein Problem. Oh, Mist. Oh, bin ich runtergefallen. Gibt es eigentlich sonst was Neues bei Roblox oder so? Habe ich was verpasst? Weil ich habe die letzten Tage nicht so oft gespielt. Ja. Ja? Gibt es tatsächlich Karten. Ehrlich? Ja. Was denn? Es wird dich vielleicht nicht unbedingt freuen, aber ich würde es dir ganz, ganz schwer empfehlen, heute mal, also nicht gemein zu mir zu sein. Okay. Ja, habe ich verstanden. Alles klar. Du hast heute einen schlechten Tag. Ich verstehe es. Wo bist du denn gerade? Nein. Nein. Roblox. Also, Roblox kriegt das jetzt mit, wenn du gemein bist. Ja, alles zu klar. Zu deinen Freunden. Genau. Ja. Ja. Ja, natürlich, wenn ich jetzt was in den Chat oder so schreiben würde, das macht man auch nicht, wenn ich fies wäre. Natürlich wäre ich dann gebannt wahrscheinlich oder bekomme halt so ein Timeout oder so, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja.
Auch wenn du jetzt einfach nur gemein zu mir bist. Ja, alles klar. Dann ja, Roblox kriegt das an deiner Stelle würde ich jetzt erstmal aufpassen. Ne? Langsam wird es ein bisschen peinlich, wie du dich hier bei Tower of Hell anstellst, weil wie oft du schon runtergefallen bist. Hast du überhaupt in letzter Zeit schon mal einen Tower of Hell geschafft? Also bitte, streng dich einfach nur ein bisschen an, ne? Und mach uns nicht lächerlich. Okay? Ich fand das jetzt schon ganz schön gemein. Warte, na... Hast du das gerade ernst gemeint? Warum krieg ich denn jetzt gerade ein Timeout? Ich krieg einen Bann gerade. Hab ich's dir gesagt oder hab ich's dir gesagt? Ey, ich krieg 15 Minuten Timeout jetzt bei Roblox. Ja, sehr froh, dass es nur 15 Minuten sind. Ich habe letztens was in den Chat reingeschrieben, dafür habe ich eine halbe Stunde Bann. Ja, das ist ja auch richtig, aber ich... Hallo, wir sind hier gerade... Hä? Wie soll das denn Roblox ja, überhaupt wissen? Hast du's nicht gesehen, Roblox Voice Chat? Hä, wir haben doch... Nein, das ist kein Voice Chat. Hallo, Danja... Ich bin einfach... Ja, toll, viel Spaß. Ich habe jetzt mein Timeout bekommen. Nur weil ich fies war zu dir? Also, das war noch nicht mal richtig fies. Ja gut, viel Spaß dann. Wir sehen uns in 15 Minuten. Tschüss. Willkommen zurück im Spielkahn. Ja, danke. Ich habe 15 Minuten Pause gemacht und jetzt halte ich mich dran. Ich bin nicht mehr fies zu dir, okay? Ich bin einfach... Ist okay. Also, ich bin jetzt super nett. Du musst auch zu den anderen Leuten nett sein. Ja, aber in Chat oder sowas, das mache ich ja niemals. Sowas finde ich auch, sollte auch gebannt werden. Also, sowas mache ich ja auch nicht. Ich sag's ja nur. Ja, also das finde ich ja vollkommen korrekt, aber war ich denn so fies zu dir gerade? Das war schon ganz schön gemein. Ja, okay, hast du wohl recht. Da hast du wohl recht. So, dann mache ich mal hier den Tower. Aber diesmal bekommst du es hin, oder? Ja, als ob, was ist das denn? Was ist das denn für ein Tower? Warum ist das so unnötig schwer und... Ja, moin, danke. Jetzt habe ich nur was Schlechtes über das Spiel gesagt und ja, hättest mich auch warnen können. Jetzt bin ich wieder rausgeschmissen worden. Ja, ich wollte es dir gerade sagen. Ja, was? Du darfst dich auch nicht mehr über die Spiele aufregen. Oh. Weil Roblox nicht möchte, dass die Spieleentwickler keine Spiele mehr entwickeln. Dann ja, ich reg mich doch nur bei dir auf. Also was soll das denn? Jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten Bann bekommen. Jetzt muss ich die ganze Zeit alleine spielen. Ja, aber woher soll ich das denn wissen? Ich hab mich doch. Das ist Tower of Hell. Ja, also, da regt man sich doch. Daniel, da regt man sich doch sowieso über dieses Spiel auf. Also, das Spiel heißt doch Tower of Hell. Also, es ist die Hölle, verstehst du? Da regt man sich doch auf. Psst. Ja, ich bin doch sowieso schon. Ich bin gerade sowieso nicht bei Roblox mehr drin. Toll. Weißt du was? Spiel du Tower of Hell? Wir sehen uns gleich bei Adopt Me, okay? Da kann man sich ja nicht aufregen, okay? So, bis gleich. Kann man sich da aufregen? Bis gleich. Dass er aber auch nicht auf mich hört. Ich bin wieder da. Ja. Und ich weiß ganz genau jetzt, ich werde mich nicht über das Spiel aufregen. Ich meine, wir sind bei Adopt Me, da kann sowieso kaum was passieren. Ne? Ich möchte jetzt einfach nur in Ruhe ein neues Woodland Egg öffnen. Und ich glaube, dann ist alles okay. Oder, Danja? Ich bin nett zu dir. Du bist heute wirklich ganz, ganz freundlich. Ich werde gar nichts machen. Ich bleibe auch freundlich. Und so wird es sein. Okay? Ich bin mir bei dir manchmal einfach nicht ganz so sicher, ob... Ja, aber Danja, guck mal, wir haben gerade Tower of Hell gespielt. So, da regst du dich doch manchmal auch auf. Und ich habe nichts Fieses gesagt und trotzdem wurde ich einfach gebannt, also für 15 Minuten. Ja, aber seit diesem Update rege ich mich da auch nicht mehr drüber auf über Tower. Ja, aber das ist doch viel zu übertrieben. Hallo, ich habe nichts in den Chat geschrieben, ich habe mich nur aufgeregt. Also woher weiß das Roblox überhaupt? Ja, okay, ich habe es ja verstanden, okay, ich habe es verstanden. Ich werde mich jetzt nicht aufregen, okay? Es ist hier gerade, es ist gerade richtig toll, es ist hier gerade wirklich Sale bei Adopt Me Khan. Ja, finde ich auch gut. Siehst du, mir gleich da freue ich mich. Gekauft. Ja. So, treff uns bei der Nursery. Ja, holst du auch eins? So eins? Ja. Okay, warte, ich pack mal meins aus. Ich habe hier noch ein bisschen Robux von meinem Taschengeld. Mhm. Und was habe ich? Und? Was? Ein Falke! Oh mein Gott! Ist der cool? Ich hab einen Falken! Der ist legendary! Der ist sagenhaft! Oh, ist das mein cool! Gott. Pack mal deins aus! Ich wirklich! Was ist bei dir? Oh, ich hoffe, ich habe auch so einen coolen Falken. Ja, könnte sein. Oder so ein süßes Reh. Du hast auch einen Falken! Was ist jetzt los? Boah! Alter! Wir haben beide einfach einen Falken gezogen! Was ist denn los? Ja, zum Glück, weil, also wenn ich mir die anderen Pets angucke, okay, das Reh ist auch sehr süß, aber zum Beispiel jetzt, was haben wir denn noch? Ja, also der Salamander ist ja eigentlich nicht so cool und, ja, als Sag ob! Das doch nicht.
Warum krieg ich denn jetzt ein Timeout bei Adopt Me? Ich hab doch nur gesagt, dass ich den Salamander nicht so cool finde. Das darf ich doch noch sagen, oder nicht? Jetzt krieg ich die Nachricht hier von Roblox, dass alle Pets cool sind. Oder beziehungsweise, dass alle Pets ihre Besonderheit haben. Aber ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab doch nur gesagt, dass ich den Salamander nicht so cool finde. Jetzt bekomme ich dafür ein Timeout? War das so fies, Danja? Du musst dich halt ein bisschen mal zusammenreißen. Ich schon wieder ein Timeout. 15 Minuten. Ja, moin. Viel Spaß. Pack du mal weitere Woodland Eggs aus. Wir sehen uns in 15 Minuten. Tschüss. Ja, ich hab's dir gesagt. Wahnsinn. Ich hab doch nur gesagt, Salamander ist nicht so cool. Jetzt ein Timeout dafür. Ein bisschen übertrieben. So, was ist in meinem nächsten Woodland Egg? Ich bin jetzt ruhig. Ich werde nichts Fieses sagen, obwohl ich, glaube ich, nichts Fieses gerade gesagt habe. Ich freue mich einfach darüber, dass wir jetzt beide, also das ist auch schon heftig, dass wir beide ein Legendary Pet, das gleiche Legendary Pet ziehen. Das wäre, als würden wir halt beide ein Einhorn ziehen. Und ich werde jetzt wirklich, also ich werde nett sein. Ich finde aber, Daniel, fandest du nicht, dass ich gerade eigentlich die ganze Zeit nett bin? Nein. Ach komm. Zwischendurch nicht nett, deshalb wurdest du ja auch gebannt. Wie cool sieht der denn aus, dieser Schneeleopard hier, oh mein Gott. Der ist richtig cool. Was sehen wir heute hier für Pets? Der ist ja der Hammer. Mhm. Ist das irgendwie ein Rich-Server oder so? Willst du traden? Oh, ich glaube nicht. Ist das vielleicht so ein Rich-Server oder so? Hallo Shane. Ja? Guck, über Shane kann ich auch nur Nettes sagen. Nichts anderes. Shane ist ja auch nett. Ja. Shane ist der Beste. Ich mag Shane. Und wie sieht's aus mit den anderen? Also, ja, Herr Fissi ist auch da. Also, der könnte sich auch mal wieder ein neues Outfit gönnen, ne? Ja, danke. Ey, aber danke, ich hab doch nichts gesagt. Ich hab doch nur gesagt, er könnte sich ein neues Outfit gönnen. Ja, das macht man jetzt, nicht. Jetzt krieg ich schon wieder ein Timeout. Sagen hat, hält man einfach die Klappe, Kahn. Aber Danja, warum krieg ich denn jetzt ein Timeout dafür? Einfach. Mann, ey, wie Roblox übertreibt an dieser Stelle. Ich hab nur gesagt, er soll sich ein neues Outfit gönnen. Ist das so schlimm? Du bist voll unnötig über das Outfit von Mr. Fissi hergezogen. Ich finde, das hast du auch verdient jetzt an ja, der danke. Stelle. Ja, danke. Super. Ja, wieder 15 Minuten. Ey, ich verliere meine ganze Zeit hier bei Roblox. Mann! Okay, bist du versteckt? Ich bin versteckt. Gut, so, okay. So, Kahn, jetzt hier einfach nur eine nette Runde Hide and Seek. Ja, ist ja gut. Betonung liegt auf nett. Ja, ich bleib wirklich ganz ruhig. Also, was soll mir noch passieren? Ich habe nur gesagt, dass Herr Fissi... Also, ich sag's lieber nicht, sonst werde ich krieg wieder nicht, ein Timeout. Sag es nicht. Ja, ich sag es nicht. Okay, willst du mir einen Tipp geben, vielleicht, für dein Versteck? Bei mir ist viel Geld in der Nähe. Ah, okay. Ja. Ja, das ist ein guter Tipp, Danja. Das ist ein sehr guter Tipp. Also es gibt eigentlich nur zwei Orte, wo du sein könntest. Und beim ersten Ort bin ich schon. Nee, ich könnte ja auch in der ich könnte ja in der Spielhalle zum Beispiel sein. Oder du könntest hier sein. Oder in der Bank. Oh Mann, oh Danja, nein, das war kein gutes nicht. Versteck. Wie konntest du mich denn jetzt... Hast du gerade gesagt, dass das kein gutes Versteck war? Ich habe das nur, war doch schon wieder mal, gemein. Ich habe nur gesagt, dass das kein gutes Versteck war. Warum kriege ich jetzt ein Timeout dafür? Hier steht, dass... Ey, ich verstehe Roblox langsam nicht mehr. Ich habe doch nur gesagt, dass es kein gutes Versteck ist, Danja. Ich habe mich doch nicht darüber lustig gemacht. Ich habe doch nur gefeiert, dass ich hier... Verstehst du, warum kriege ich denn jetzt schon wieder mein Timeout? Verdient. Ey, ich hab mich doch nur gefreut, dass ich dich beim Hide and Seek mal gefunden habe. Warum krieg ich denn dafür direkt ein Timeout? So fies war ich doch gar nicht. Ja, super, danke. Wir sehen uns in 15 Minuten. Mal wieder. Danja, weißt du, ich bin einfach ruhig. Weißt du, ich bin einfach ruhig. Ich habe mein Versteck gefunden. Mein Tipp das ist... Das wünschen sich sowieso viele. Mein Tipp ist Karton. Und weißt du was? Ich bin jetzt einfach hier und ich sag gar nichts. Bitte such einfach nur. Ich möchte einfach kein Timeout bekommen. Such einfach, okay? Danke. Okay, ich werde dich schon finden. Karton, wo gibt's denn... Im Kino gibt's auf jeden Fall Kartons. Das ist schon ein bisschen krass. Also im Chat und so, das sind ja die alten Regeln. Ne, wenn man da halt fies ist, klar, dann du wird man halt gebannt. Du musst dich dran halten, Kahn, du musst dich halt jetzt dran halten. Ja, aber wir spielen doch einfach nur es zusammen. Es geht halt darum... Woher weiß das Roblox überhaupt? Es geht einfach darum, dass es hier allen Leuten Spaß macht. Ja, das heißt, aber ich bin doch, das verstehe ich ja. Im Chat, das ist ja seit Jahren so. Und auch, wenn es sozusagen im Voice-Chat möglich wäre, würde ich auch verstehen. Aber ich war doch nicht so fies. Habe ich sowas Fieses gesagt? Ich glaube nicht. Wenn ich richtig fies wäre, ja, dann verstehe ich das. Dann gebe ich dir recht. Dann ist das zu Recht so. Ja. Aber wir spielen Hide and Seek, hallo. Ich fand ein Pet einfach nicht gut. Aber ich sag nichts. Ich sag gar nichts. Ich bin ruhig. Ich glaube, vielleicht komme ich bei diesem versteckten Spiel einfach ein bisschen runter, Danja, und dann
können wir einfach mal ganz normal Roblox spielen und weißt du, ich kann mich einfach... Och Mann, die Zeit ist abgelaufen. Oh. Wo warst du denn? ich war beim Stall da hinten. Boah, wir haben doch gesagt, wir verstecken uns ja, dort und nicht. Ey, sag mal, ist jetzt, das ist jetzt aber nicht ernsthaft passiert. So, jetzt kriege ich ein Timeout, weil ich mich zu gut versteckt habe, oder was? Ich krieg einfach ein Timeout, wo steht, also zu gut versteckt. Okay, das finde ich jetzt auch ein bisschen krass. Ey, sorry, aber das ist doch ein bisschen zu krass, oder? Danja, es tut mir leid, aber das ist doch jetzt zu krass, oder nicht? Wie soll ich denn, also ja, darf ich ja gar nichts mehr machen auf Roblox? Dann kriege ich ja jedes Mal ein Timeout, nur weil ich Kahn bin. Verstehst du? Gut, ich bin bekannt dafür, dass ich ein bisschen halt fies bin, aber das ist doch jetzt ein bisschen zu krass. Nee, du musst dich halt nur an die Regeln halten, Kahn. Ja, mach ich doch. Danja, ich habe mich nur versteckt. Kahn, ich wurde heute noch nicht ein einziges Mal gebannt. Ja, weißt du was? Weißt du was? Also, nach meinem Timeout, lass uns einfach nur eine Obi spielen, okay? Einfach nur eine Obi. Das reicht mir, okay? Einfach nur eine Obi. Bis gleich. Okay, Danja, guck mal, ich habe eine extra super tolle Obi ausgesucht. So, warte doch kurz, bitte. Dann komm doch hinterher ja, jetzt, okay, Kahn. Alles ich klar. Warte hier. Okay, kannst ich du, kannst hier, du, okay. Denn ich bin nett. Guck mal, in dieser Obi kann auch kaum was passieren. Wir arbeiten einfach kurz zusammen, ne? Und spielen diese Obi hier, diese Hüpfburg-Obi. Da kann wirklich kaum was passieren. So, ich glaube, wir müssen ja nicht mal riesig groß zusammen irgendwas machen. Wir müssen Nö. Einfach nur aufpassen, wo wir hinlaufen. Nö, genau. Aber sonst sieht das eigentlich ganz gut. Die sehen auch ziemlich schön aus, muss ich sagen. Ich würde sowas so gerne mal im Real Life machen. Ja, ich auch. Boing. Genau, hier. So, guck, so ganz ruhig einfach eine Obi spielen. Ich glaube, da kann Warum kaum was passieren. Warum bist du denn eigentlich schon wieder vor mir, Kahn? Ja, aber ich bin halt einfach gerade nur einmal ein bisschen schneller. Also mehr ist das auch nicht, ne? Wo bist du denn gerade? Guck, du bist doch auch hinter mir gerade. Bin gleich hinter dir, aber ich verstehe das nicht. Ja, also, Danja, guck mal, nach all dem, was heute passiert ist, ne? Lass mich doch diese Obi einfach nur in Ruhe zocken und wenn ich halt vor dir bin, dann bin ich halt vor dir, ne? Wenn ich ein bisschen besser bin und... Was? Okay, jetzt reicht's. Irgendwie jetzt reicht's. Verschwunden ich krieg gerade wieder ein Timeout reingedrückt, weil ich anscheinend zu gut bin für diese Obi. Du bist doch genauso gut wie ich. Nur weil ich kurz aber vor dir war? Schön. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, Kahn. Ich lasse es sein. Ich lasse es für heute sein. Weißt du, anscheinend bin ich wirklich zu fies für Roblox. Ich lasse es sein. So, auf Wiedersehen. Ich spiele die Obi noch zu Ende. Leute, was sagt ihr dazu? Hä? Danja, war ich so fies? Naja, es geht. Also, du kannst schon sehr viel fieser sein, aber heute war es ein bisschen übertrieben. Ja, Leute, das war mal ein etwas anderes Video wieder. Und zwar, was wäre, wenn, ne? Natürlich ist das in Roblox nicht so, sondern das war so ein bisschen geskriptetes Video. Nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Natürlich ist es so, und was auch richtig ist, dass wenn man fies ist, also jetzt im Chat oder sowas, ne? Oder in Real Life genauso, dass wenn man dann gebannt wird, finde ich das natürlich vollkommen in Ordnung dann, ja. Ja, richtig. Also ist ich finde, diese Funktion an sich ist super. Ja. Aber ich glaube, wenn man den Leuten, wenn man Freunde untereinander abhört, dann geht es ein bisschen zu weit. Das war ja auch nur so ein bisschen übertrieben. Es sollte ja auch zur Unterhaltung dienen. Und Leute, wichtig ist natürlich, man kann ja auch bei Roblox jemanden melden oder so, ne? Und wenn jemand fies ist oder sowas und ihr kennt den nicht oder ihr werdet gescammt oder so, ne? Dann ja, auch wenn ihr den kennt, wenn jemand fies ist, ja, direkt genau. melden. Also einfach melden. Scantastic. Ne? Also das ist könnt jetzt mal so... Ihr könnt Scantastic bei Roblox direkt einfach melden ja, gehen. Das jetzt fernab sozusagen der Unterhaltung, ne? Natürlich war das jetzt alles ein bisschen übertrieben. Natürlich kann man jetzt kein Timeout oder ein Bann bekommen, nur weil ich mich über ein Spiel aufrege, wie Tower of Hell, was eigentlich dafür gemacht ist, sich darüber aufzuregen. Oder wenn ich sage, okay, dieses Pet gefällt mir nicht. Das war jetzt natürlich alles ein bisschen übertrieben, ne? Aber im Endeffekt, Leute, sollt ihr natürlich nicht fies sein, ne? Das sollt ihr nicht. Ich mach das vielleicht in den Videos mit Danja, aber ich glaube auch zu einem Grad, wo man immer sagen könnte, hey, man weiß ja, unter Freunden macht man das mal. Oder, Danja? Ja, also ja. Wir machen das zumindest. Das muss nicht jeder okay finden, aber wir finden das okay. Und dann sollte sich Roblox da auch nicht einmischen. Ja, genau. Und das, was natürlich nicht sein sollte, wenn jetzt hier was Fieses in Chat oder so geschrieben wird, ne, dann ist das definitiv etwas, wofür man gebannt werden sollte. Definitiv. So. Leute, aber das sollte einfach nur heute ein bisschen zur Unterhaltung dienen, dass, wenn es ein bisschen übertrieben wäre, ne, wenn ich wirklich für alles, also für, wenn ich wirklich was ganz Kleines Fieses nur mache, direkt dafür gebannt werde, ja. Dann würdest du nie wieder Roblox spielen ich glaube dürfen, auch. Kahn. Dann könnte ich gar nichts mehr spielen. Dann könnte ich gar nichts mehr spielen. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren und die Glocke aktivieren. Und dann, ja, sage ich einfach nur noch tschö, bleibt nett. Ne? Tschö. Tschö.